Dienstagabend, 19.30 Uhr und hier ist Leben mit der Energiewende TV und wir sind live. Guten Abend im Studio. Guten Abend. Dankeschön. 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 Danke. Wir haben zwei tolle Sendungen gehabt. Wir haben mit der Evangelischen Kirche eine Sendung gemacht. Wir haben mit Franz Alt eine Sendung gemacht. Und die Sendung heute wird auch ganz toll, die ich Ihnen versprechen kann. Ich begrüße alle neuen Zuschauer aus Schwarmstedt. Wir haben gestern Filmvorführung in Schwarmstedt gehabt. Und viele sind heute Abend dabei, um live zu sehen zur Frage Stromspeicher, die ehrliche Rechnung. Lohnen sich Stromspeicher? Rechnen die sich? Rentieren die sich? Oder ist das nur ein idealistisches Ding? Das wollen wir Ihnen heute Abend zeigen. Und wir haben noch ein anderes tolles Thema. Kohle aus Kolumbien. 95% der geförderten Kohle in Kolumbien wird exportiert. Und das nutzt den Bürgern und Bürgerinnen in Kolumbien ganz wenig. Denn der Export, das Geld, nutzt den Menschen dort wenig. Die Umweltschäden sind groß und auch Vertreibung ist ein Thema. Ganz viel von dieser Kohle kommt hierher nach Deutschland, wird hier verstromt oder als Koks in unseren verbleibenden Stahlwerken. Das Ganze wollen wir Ihnen heute Abend beleuchten und noch mehr. Hier ist der War Room. Schnell! Und hier ist das Beste, was wir anzubieten haben. Martin Richard Christek und Bert Schliemann. Guten Abend, beide von Gain Hallo, Energy. Guten Abend, hallo. Hallo. Beide wohlbekannte Care Energy Ritter aus unserem Programm wohlbekannt. Herr Christek befindet sich mittlerweile auf politischem Wege in politischen Gefilden. Denn er hat eine politische Partei gegründet, die CPD, die Care-Partei Deutschland. Da geht es um Transparenz. Und er hat auf der Facebook-Seite, da kann ich gleich mal einblenden, eine interessante Meldung veröffentlicht, aus der Süddeutschen Zeitung. Bundestag verweigert Herausgabe von Lobbyisten-Namen. Das ist nämlich ganz interessant. Herr Christek, kurz, was ist der Umstand der ganzen Geschichte? Ja, einen schönen guten Abend mal. Der Umstand der ganzen Geschichte ist relativ einfach. Wir alle kennen ja Lobbyisten, das heißt also Hintertürarbeiter, die versuchen, den Politikern sozusagen ihre Meinung aufzudrängen, aufzuzwängen oder diese sogar zu beeinflussen, nennt man politische Arbeit oder auch Lobbyismus. Ist dagegen nichts einzuwenden in erster Instanz, wenn man halt auch weiß, wer das ist. Nun haben wir gesehen und auch gelesen ja in dem Zeitungsartikel von der Süddeutschen, dass verschiedene Parteien, verschiedene Fraktionen geklagt haben, man solle doch offenlegen, wer diese Lobbyisten sind, die im Bundestag ein- und ausgehen. Also den Bundestag zu betreten ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit für jede Frau und jeder Mann, sondern man muss sich ja dementsprechend auch registrieren. Auch wenn ich hineingehe, muss ich mich registrieren und liege auf einer Liste offen. Und das wäre natürlich sehr, sehr interessant, welche Lobbyisten hier tagtäglich eine Karte gezogen haben. Nicht eine Besucherkarte, sondern eben, wie es in dem Artikel auch definiert worden ist, wirklich eine permanente Zutrittsberechtigung haben, die im Regelfall durch die Geschäftsführung der verschiedenen Fraktionen erteilt werden kann. Mhm. Abgeordnetenwatch hat geklagt um die Herausgabe dieser Lobbyistennamen. Denn diese Lobbyisten, so hat die Süddeutsche Zeitung unter anderem berichtet, die haben Hausausweise bekommen. Das sind keine normalen Besucher, sondern sie haben Hausausweise bekommen. Und Herr Christek, ich glaube, es sind ganz schön viele verteilt worden. Ja, also es sollen also über Tausende oder Tausende Stück sein. Die Zahl wird propagiert. Man weiß es ja nicht genau, somit tut man sie natürlich schwer. Aber über 1000 bis zu 2000 hoch, das eine Zahl ist, die man sich vorstellen kann, in diesem Haus auch relativ groß ist, ja. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 680 Abgeordnete im Bundestag und mindestens 1000 Lobbyisten, die mit Hausausweisen rein und raus gehen können. Aber ich muss ja sagen, das Restaurant ist hervorragend dort. Also ich war auch schon in der Kantine sozusagen, also in dem Restaurant. Ist jederzeit wirklich ein Besuch wert, das ist toll. Ja? Vielleicht ist das der Grund für den Hausausweis, man weiß es nicht. Das Restaurant wird von Käfer betrieben. Aber das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. 680 Abgeordnete, über 1000 Lobbyisten mit dem Hausausweis. Das sind noch nicht die Besucher, die reingehen können. Das heißt, es laufen im Bundestag mehr Lobbyisten als Abgeordnete rum. So, und die Bundesregierung hat den Prozess verloren, muss die Namen juristisch herausgeben und tut es nicht. Was machen wir da, Herr Christek? Schicken wir der Bundesregierung Gerichtsvollzieher?
Nun ja, also das ist auch eine Erfahrung, die ich mittlerweile schon gesammelt habe, dass man sich ein bisschen schwer tut, sich an das gültige Recht anzupassen oder zumindest an einen Richterspruch. Also ich würde es mir an der Stelle der Organisation des Bundestagshauses sehr, sehr wohl überlegen, ob ich eine Berufung einlege gegen einen Richterspruch. Ein Richter ist unabhängiges Institut, sage ich jetzt mal so, ein unabhängiges Organ. Und wenn der Richter der Meinung ist, dass es gut ist, diese Daten offenzulegen, dann sollte eigentlich der Bundestag mit gutem Beispiel vorangehen und die Daten einfach mal freigeben. Ja, das kann man ja wohl immer laut sagen. Sie setzen sich ja ganz intensiv jetzt für Thema Transparenz politisch auch ein. Ich glaube, Transparenz ist der Schlüssel. Es geht noch gar nicht darum zu sagen, dürfen Lobbyisten rein oder raus. Kann man ja sagen, okay, das ist Teil der Demokratie, wir müssen diskutieren. Aber es geht erstmal um die Transparenz und festzustellen, dass wir überhaupt erfahren dürfen, was los ist. Natürlich, also wir bemängeln auch nicht, dass Lobbyisten das Haus betreten, ihren Job machen, versuchen Meinung und Stimmung zu machen. Das gehört quasi in das tägliche Leben mit dazu. Was aber interessant ist, und das ist eben ein Punkt der Transparenz, dass wir eben sehr wohl wissen müssen, wer ist denn da am Werk, welche Mächte sind am Werk, welche Personen sind die Strippenzieher im Hintergrund, die womöglich der Grund für manche Entscheidungen sind, wo wir alle das Gefühl haben, Mensch, das ist ja komplett neben der Welt, was da jetzt gerade entschlossen wurde und beschlossen wurde. Wieso entstand denn das? Ja? Und genau dieses Wieso entstand denn das ist ja bis jetzt sozusagen ein wunderschönes Buch mit 7 Siegeln, das wird geschlossen und geheim gehalten. Es ist dann nur die Entscheidung zu sehen und die lieben Bürgerinnen und Bürger dürfen sich quasi mit dieser Entscheidung der politischen Natur dann herumschlagen und müssen es halt umsetzen. Warum es so ist, ist ein Geheimnis. Ja, also man kann nur sagen, ich glaube ganz einfach, der Bundestag und die Bundesregierung, die von uns Bürgern verlangt, dass wir unsere Steuern bezahlen, dass wir uns an die Gesetze halten und dass wir uns vor allen Dingen an Richtersprüche halten, kann man sagen, liebe Bundesregierung, lieber Bundestag, das gilt auch für euch. Rückt die Adressen endlich raus, der Lobbyisten! Aber ich habe mal eine interessante, jetzt in der vergangenen Woche, eine interessante Diskussion mit einem Staatssekretär geführt, wo es eigentlich zwischen den Zeilen dann zu hören war, naja, sollten wir verurteilt werden und nicht Recht gehabt haben, dann ändern wir einfach das Gesetz. Ja, das ist das Praktischste auf alle Fälle bei den Mehrheiten, die existieren. Und das ist auch ganz interessant, dass die meisten der Hausausweise, die für Lobbyisten ausgestellt worden sind, kommen natürlich von den Koalitionsfraktionen, gar keine Frage. Die zweite Meldung der vergangenen Woche. Bert, du wolltest noch was sagen. Das Schöne ist, es stammt keine von uns. Ich weiß auch gar nicht, warum du so überrascht bist, Frank, weil für so eine Rundumbetreuung von einem Abgeordneten braucht man immer mehrere Leute. Und dann ist die Zahl für mich gar nicht überraschend. Ich habe auch mal einen Bericht gelesen, dass es in der EU, also in Brüssel, dass es noch viel schlimmer sein soll, weil dort ist natürlich jetzt noch eine konzentriertere Macht vorhanden und da gibt es noch viel, viel mehr Lobbyisten. Ja, es ist ja nicht die Sache. Das ist aber der Unterschied. In Brüssel und in Europa ist es zulässig. Da ist Lobbyismus sozusagen ein Job, der eingetragen ist. Ja? Hier muss man etwas Obacht halten, ob es nicht vielleicht dann anschließend doch eine politische Einflussnahme wird. Ja? Und das ist in diesem Rechtsstaat untersagt. Es geht ja auch gar nicht darum, dass die 1000 Lobbyisten, von der die Rede ist, du hast ja gesagt, 15.000 sitzen in Brüssel, dass das alle Lobbyisten in Berlin sind. Das sind nur die Lobbyisten, die einen Hausausweis haben, nicht? Das ist ja nochmal was ganz anderes, ja? Also, auf alle Fälle, die Konsequenz ist, ich werde mich auch an einem solchen Hausausweis bemühen. Mal sehen, ob ich einen bekomme. Die zweite Meldung der vergangenen Woche. Ja, vielleicht werden sie ja hineingewählt, nicht? Das hoffen wir ja, auf alle Fälle. Dann kriegst du einen Hausausweis, dann dürfen sie auch hinein. Zweite Meldung. Tagesschau, schauen wir mal hier kurz ins Internet noch mal rein. Braunkohlemeiler gehen vorzeitig vom Netz. Nach langem Streit haben sich Energieerzeuger und Bundesregierung auf die vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken geeinigt. Von 2016 an wollen RWE, Vattenfall und Librag mehrere Braunkohlekraftwerksblöcke vom Netz nehmen. Das wäre die gute Meldung der ganzen Geschichte. Die blöde Meldung steht gleich im Satz. Können wir nochmal haben, kurz, ja? Komm, Achim. Den Bund kostet das viel Geld, ja? Nicht den Bund, sondern uns kostet das viel Geld. Wieso, Bert, kostet das viel Geld? Ja, Herr Gabriel hat sich geeinigt mit den großen Stromversorgern und hat im Gegenzug praktisch eine Ausgleichszahlung von 1,6 Milliarden Euro, hat die ARD gemeldet, angeboten.
Das heißt, die kriegen jetzt praktisch dafür eine ordentliche Menge Geld, dass sie ihre Dreckschleudern abschalten. Also ich finde es trotzdem gut, dass sie abgeschaltet werden, aber der Preis ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Und ich muss sagen, Jenschwalde, das Kohlekraftwerk sollte ja sowieso abgeschaltet werden. Also jetzt bekommen sie auch noch Geld im Nachhinein dafür, dass das eigentlich sowieso schon geplant war, abzuschalten. Aber für die Energieversorger ist es natürlich eine schöne Sache, ja. Ja, also schauen Sie, das ist ja, man muss ja immer so zwischen den Zeilen lesen. Also schauen Sie mal hier kurz rein, noch... Hier, Braunkohletagebau in Jenschwalde. Solche Bilder könnten bald der Vergangenheit angehören. So, große Jubelmeldung, kostet leider 260 Millionen Euro im Jahr. Aber Berz hat schon gesagt, Jenschwalde ist sowieso ausgekohlt. Schon nach den Plänen von Vattenfall sollte Jenschwalde sowieso 2016 vom Netz gehen. Nur kriegt man jetzt noch Geld. Das ist, finde ich, ganz praktisch bei der ganzen Geschichte. Ja? Stellen Sie mal vor, Sie haben einen Laden, verkaufen was, ne? Dann machen Sie den Laden zu, verkaufen nichts mehr und kriegen den Gewinn trotzdem ausgezahlt. Herr Christek, irren wir uns da mit der Interpretation? Sie sind aus der Branche. Ich verstehe nicht, warum da einer dazu lachen kann. Also ich bin erzürnt über solche Sachen. Es gehen tagtäglich, ich weiß nicht, hunderte, tausende Unternehmen pleite und hier verarscht man einfach die Leute. Das ist eine unglaubliche Frechheit. Ja? Wenn dieser, jetzt wär ich fast ausfällig geworden, das muss ich mir sparen. Also wenn dieses Kohlekraftwerk abgeschaltet werden muss, aus Umweltsicht, aus Menschensicht, aus kommerzieller Sicht, meine lieben Herren Konzernlenker, dann nehmt es zur Kenntnis, dass ihr den Verlust gebaut habt und nicht die kleine Bürgerin und der kleine Bürger eure Schulden zu zahlen hat. Allerdings. Man muss ja immer einen Dreh finden. Und der eine Dreh, der gefunden ist, das heißt Kraftwerksreserve oder Kapazitätsreserve. Offiziell wird das Geld gezahlt, um diese Kraftwerke 4 Jahre weiter theoretisch wieder in Betrieb nehmen zu können. Normalerweise war ja geplant, eine CO2-Abgabe zu machen und da hätten die das kostenlos stilllegen müssen. Jetzt sagt man, ist eine Kapazitätsreserve und deshalb bekommen sie das Geld. Herr Christek, Sie kennen sich in der Branche aus. Brauchen wir eine solche Kapazitätsreserve? Also das, was hier versucht wird zu projizieren, mit einem Großkraftwerk eine kurzfristige Regelleistung herzustellen, ist einfach blanker Unsinn. Das ist blanker Unsinn. Jeder, der so ein Großkraftwerk kennt, weiß, dass es sehr langsam anfährt und wieder abfährt. Ja? Das heißt, der Vorhalt von so einem großen Kraftwerk in einem Nullbetrieb sozusagen würde bedeuten, dass genauso viel Kohle verheizt wird, wie wenn es laufen würde. Ja? Also das ist einmal blanker Unsinn. Das kann man auch so nicht stehen lassen. Wir haben in Europa ein Verbundnetz. Wir können überall in ganz Europa, wir befinden uns in Deutschland nicht auf einer Insel, man denkt sich dann zwar oft, dass Deutschland im Mittelpunkt von allem ist und hinter den Grenzen einfach die Erde aus ist, aber das ist schon, das hat sich schon also öfters bewiesen, dass es also rundherum geht und man kann auch rund um die Erde rundherum fahren, aber Europa zumindest hat ein Verbundnetz. Ich halte es für nicht sinnvoll, speziell bei den Stromexportzahlen, die ja bekannt sind, dass wir diese Kraftwerke vorhalten, obwohl wir von woanders, wenn es wirklich notwendig wäre, womöglich einen gleich schmutzigen Strom, aber auf jeden Fall günstiger beziehen können, nämlich dann, wann wir ihn brauchen und nicht mit einer permanenten Vorhaltung, sozusagen mit einer, ich sage jetzt mal, Begründung dafür, dass man eben diesen Konzernen mit 230 Millionen Euro jedes Jahr unter die Arme greift. Das kann so nicht sein, das kann man so nicht stehen lassen. Das geht wiederum zu Lasten des Steuerzahlers, zu Lasten der Bürgerinnen und des Bürgers hier. Und irgendwann ist mal der Punkt. Wir haben beim Atomkraftwerkrückbau zuerst gehört, die Energiekonzerne gehen pleite. Auf einmal stellt sich hier unser Bundesminister hin und sagt, nee, das machen wir doch anders. Ja, und auf einmal sind sie nicht mehr pleite. Warum denn eigentlich? Von wo kommt denn jetzt auf einmal dieses Geld, das man vorher nicht gefunden hat? Rückstellungen sind nicht gebildet worden. Ich erinnere an Interviews mit den verschiedensten Vorstandsvorsitzenden, dessen Namen ich alle weiß, aber nicht nenne. Man kann sich sie aus dem Archiv herausholen, die ganz einfach gesagt haben, wir können das nicht bezahlen. Wenn wir das bezahlen würden, könnten wir unsere Renten nicht mehr bezahlen. Ja? Also man sieht, was hier in diesem Konstrukt, das hier aufgebaut wurde, politischer Natur und wirtschaftlicher Natur, wahrscheinlich auch unter den Lobbyismusgedanken, vielleicht gibt man auch deshalb die Besucherkarten nicht oder die Hauskarten nicht frei, dann würde man sehen, wer alle in diesem ehrenwerten Haus aus- und eingeht. Und da wird so viel geschoben,
Ja, und wir sind ja gerade auch dran, eine, ich würde mal sagen, mittelschwere Kartellbildung energierechtlicher Natur aufzudecken und ans Licht zu bringen. Und meine lieben Damen und Herren, da könnt ihr euch warm anziehen. Ich gebe nämlich nicht klein bei und ich ziehe meinen nicht ein. Der bleibt dort, wo er ist. Oliver Krischer. Oliver Krischer, Vize-Fraktionschef der Grünen, den wir auch schon mehrfach hier bei uns im War Room gehabt haben und der unsere Sendung auch schaut. Guten Abend, Herr Krischer sagte, die Grünen kritisierten hier in der Tagesschau, ich rufe nochmal die Meldung auf, hingegen die Einigung mit den Konzernen. Gabriel schafft mit Milliardenkosten eine Kohlereserve, die niemand braucht, erklärte Vize-Fraktionschef Krischer. Es geht einzig und allein darum, RWE, Vattenfall und MIBRAG milliardenschwere Stilllegungspläne für altersschwache Kraftwerke zu zahlen. Gezahlt werden soll das durch die Kosten fürs Netz. Und Herr Christek, wenn ich Sie schon hier habe, das geht wieder aufs Netz. Ich finde, wir zahlen sowieso schon viel zu viel fürs Netz. Ja, es ist ja, gut, das werden wir jetzt mit der nächsten Transparenzreform sozusagen unserer Rechnungslegung ganz deutlich zeigen. Es wird ja immer wieder gepredigt in der Energiewirtschaft, wie transparent denn alles ist. Ja? Weiß irgendjemand, wie viel Netzgebühr irgendjemand bezahlt, wie sich das verändert hat von letzten Jahr auf dieses Jahr, wie die Prognose sein wird 2016, das weiß niemand. Auch das ist eine verschlossene Türe. Ja? Es wurden die EEG-Umlagen erhöht, verschlossene Türe. Man stellt den Bürger einfach vor die Entscheidung, ist gefallen, zapp, wir müssen mehr bezahlen. Netz, genau das Gleiche. Der Netzbetrieb legt eine Preisvorstellung der Bundesnetzagentur vor, die Bundesnetzagentur segnet es ab, Sie erwarten es dann anschließend in der kommenden Jahresrechnung. Sie haben keine Möglichkeit, wie auch immer geartet, auszuweichen. Sie haben es einfach nur zu akzeptieren. Gut, wenn wir es schon akzeptieren müssen, dann müssen wir auch verstehen, weshalb. Auch wieder die Frage der Transparenz. Ja. Wie setzen sich die Netzgebühren zusammen? Weshalb ist eine Umlagenerhöhung geplant, wenn wir 3,5 Milliarden im Rücklagetopf drinnen haben? 3,5 Milliarden sind mehr als 10% der genehmigten Rücklage. Mal drüber nachdenken. 10% wäre genehmigt vom Budget sozusagen, das sind aber dann 2,8 Milliarden. Wir sind jetzt auf 3,5 Milliarden und man möchte noch die EEG-Umlage erhöhen. Wir haben angeblich einen Netzausbau gehabt, der eben einen Zuschlag oder eine Erhöhung der Netzdurchleitungsgebühr rechtfertigt. Na, wo ist denn der? Kommt noch. Tut mir leid, man faselt irgendetwas von einer grünen Stromtrasse, die von Norden in den Süden gezogen werden will wohlbemerkt und unterstellt wirklich uns allen, wie wir hier vor dem Fernseher sitzen, vor dem Monitor sitzen und in diesem wunderschönen Land leben, dass wir glauben, dass es eine grüne Stromtrasse gibt. Meine Damen und Herren, es gibt keine grüne Stromtrasse, es gibt einfach nur ein Kabel, was von A nach B gezogen wird. Und da ist kein grüner Strom drinnen, sondern da ist ein Strom drinnen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja? Also das jetzt als grün anzumalen und zu sagen, ja, dieser Netzausbau ist notwendig, denn das brauchen wir für grüne Energie, ist einfach blanker Unsinn. Würde man die grüne Energie richtig einsetzen, würde man das ganze Kabelwerk einfach gar nicht brauchen. So beginnt die Story. Den grünen Kollegen muss ich ganz Hochachtung ausdrücken, der ist einer der wenigen, der wirklich sagt, was Sache ist. Ja? Und dafür auch teilweise kritisiert wird, von mir nicht, von mir kriegt er alle Unterstützung, die er braucht. Da muss ich ehrlich sagen, von den Grünen Hut ab. Geile Aktion. Okay. Das Interessante ist an der ganzen Geschichte auch, jetzt haben die Energiewende geschafft, dass die Energiepreise in dem Sinne nicht mehr steigen, sondern runtergehen, weil es eben viel regenerative Energie geht. Und jetzt geht alles über das Netz hoch. Also irgendwie geht es immer hoch. Was haben wir jetzt gerade? Wiederholen Sie das bitte nochmal. Ich habe gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass die Energiepreise nicht mehr steigen. Jetzt geht es über das Netz hoch. Genau. Das heißt, die Börsenpreise sind gefallen, richtig? Mhm. Wer partizipiert von den Börsenpreisen? Die großen Einkäufer. Genau, die großen Einkäufer. Genau diese Einkäufer, die von der EEG-Umlage befreit sind. Ja. Nochmals, wie lange wollt ihr eigentlich das Volk noch für blöd verkaufen? Sollen wir euch zuerst die Stilllegung einer Fabrik bezahlen, anschließend noch die Subvention dazu? Macht euer Geschäft selbst und kalkuliert einfach. Okay, alles klar. So, Bert. Ich fand noch die Argumentation sehr interessant im Zusammenhang, weil immer gesagt wurde,
bei uns durch die steigende EEG-Umlage wird der Strom ja immer teurer bei uns und deswegen wird es bald nicht mehr wirtschaftlich für die Firmen hier zu arbeiten, hier ihren Strom zu bekommen. Das ist ja schlicht gelogen. Ja? Also mittlerweile, ich weiß, es werden wieder Aluminiumhütten aufgemacht, weil es nie so billig war, an Strom zu kommen. Wenn man nämlich die Netzgebühr nicht zahlen muss, wenn man von der EEG-Umlage sich befreien lässt, dann bekommt man den Strom an der Börse so günstig wie noch nie und deswegen machen jetzt energieintensive Unternehmen bei uns wieder ihren Standort auf, weil sie gesagt haben, so billig war es noch nie. Aber das Volk wird letztendlich verarscht, weil ihm wird gesagt, es wird immer teurer und die Industrie wird bald abwandern, ja, und so weiter und so fort, wenn das so bleibt mit der EEG-Umlage. Und da wird die Energiewende schuld gemacht für steigende Energiepreise. Also das ist noch perfider geht es eigentlich gar nicht, wie es im Moment dargestellt wird. Ja, und vor allem wir haben eines zu erkennen mittlerweile, dass dieser Lobbyismus, den wir vorher angeprangert haben, dass er offengelegt werden soll, ja nur von Unternehmen ausgeht, von Großkonzernen ausgeht. Ja? Also das kleine Fotostudio ums Eck hat mit Sicherheit keine Lobbyisten im Bundestag drinnen sitzen. Ja? Sondern das ist einer von einem Konzern. Wo bitte ist der Lobbyist für die Bürger? Wo? Der Politiker, der gerade vom Konzern beeinflusst wird? Ja? So, das ist genau der Punkt. Ja? Und genau so passiert es. Das heißt, der Bürger, der leidet darunter. Ganz einfach, der hat keine Interessensvertretung. Der hat einen Volksvertreter gewählt, der anschließend dem Ruf der Industrie folgt, aber nicht mehr seinem. Ja? Das Votum ist einfach falsch. Und die Politik muss sich darauf konzentrieren, dass ich nicht von einem Vorstandsvorsitzenden des Konzernes A und B und C gewählt werde, sondern von den Bürgern, die hier leben. Und wenn ich da nicht einfach zufriedenstellend arbeite und eine zufriedenstellende Arbeit ableiste, und das ist leider Gottes in der derzeitigen Situation sehr, sehr schwer, aber wird sträflichst vernachlässigt, dann wird man nicht mehr wiedergewählt. Und dann habt ihr genau das, was ihr nicht haben wollt, nämlich mich neben euch. So ist es, okay. Wir müssen gleich zum ersten großen Thema der Sendung kommen, zum Thema Stromspeicher. Bert, du möchtest aber kurz unbedingt noch, weil der zweite Teil der Sendung mit Bert entfällt heute. Ja. Und wir werden trotzdem überziehen, auch ohne Bert, weil Bert vorne so viel gesagt hat. Aber Bert hat gesagt, ich muss eine Zuschauerfrage beantworten. Bert, wenigstens bitte. Eine musst du mich beantworten lassen, Frank, weil wenn heute schon mal ein Teil gestrichen wird. Ich mache es auch ganz kurz. Unsere Zuschauerin Frau Braun aus Berlin hat uns geschrieben, weil ihr Telefonanbieter ihr jetzt statt des alten Modems ein neues Gerät geschickt hat, dass sie wegen der Internettelefonie nun Tag und Nacht am Stromnetz hängen lassen muss. Und sie wollte wissen, wie sich das auf ihren gesamten Stromverbrauch auswirkt. Also, Frau Braun, dazu muss ich sagen, so ein Router, so ein moderner Router, den Sie mitkriegen, der ist jetzt nicht kein großer Stromfresser. Hier haben wir auch nochmal ein Bild eingeblendet. Das ist die neue Fritzbox, die es dazu gibt bei Anbietern, bei einigen. Und im Schnitt verbraucht so ein Gerät sogar mit WLAN wenige Watt, also die ich jetzt gemessen hatte, also gerade bei der Fritzbox, waren so um die 6 Watt. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet und man hat so einen günstigen Stromtarif wie bei uns bei K-Energy, dann macht das weniger als 11 Euro im Jahr aus. Und dann können Sie sich überlegen, ob Ihnen das wert ist, das Gerät rund um die Uhr dran zu lassen. In dem Fall muss es ja sein, damit das Telefon funktioniert. Mein Tipp vielleicht noch, nachts einfach abschalten. Da soll ja eh keiner anrufen. Und dann spart es schon mal die Hälfte der Kosten. Dann sind Sie bei 5 Euro. Achtung, Herr Christek möchte noch was einwerfen. Jetzt nicht zum Thema der Energie, sondern der Telekommunikation. Bitte nicht zu vergessen, wenn Sie online, also Voice-over-IP telefonieren mit einem Router, haben Sie in Notsituationen keine Notrufnummer mehr, die Sie anrufen können. Das heißt, fällt Ihr Strom aus, ist es nicht mehr so wie früher mit dem alten Telefon, dass Sie auf jeden Fall hingehen können und wählen 122 oder was auch immer und es kommt Hilfe zu Ihnen. Denn diese Telefone sind in der Telefonleitung selbst mit 60 Volt versorgt gewesen, diese modernen Geräte nicht mehr. Die tun das heißt, mehr. Man muss sich hier wirklich ein Notfallszenario überlegen, sollte wirklich etwas passieren, dass ich so schnell eine zweite Leitung einfach zur Verfügung habe. Vielleicht ein Mobiltelefon, ein Notfallsmobiltelefon, aber nicht zu vergessen, Sie können über dieses Ding keinen Notruf absetzen, wenn wirklich eine Notsituation entsteht und Sie von der Versorgung abgeschnitten worden sind, eine Umweltkatastrophe gewesen ist, was auch immer. Also niemals vergessen, lieber auf Nummer sicher gehen und von mir aus ein Prepaid-Telefon noch, ein Mobiltelefon einfach in die Schublade reinlegen. Sie müssen nicht drüber telefonieren. Sie können auch übers Mobiltelefonnetz die Notrufnummer ohne Karte anwählen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, einfach zu wissen.
nicht darauf verlassen, das ist kein Festnetz, das ist Voice over IP. Kleiner Unterschied. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Frau Braun schreibt in ihrer E-Mail noch weiter, das möchte ich noch vorlesen, Frank, das ist sehr schön. Sie schreibt, ich habe heute, gerade heute Morgen im französischen Radio einen Beitrag über die aktuelle Situation in Fukushima gehört und dabei erneut meine Frustration über die Politik in Deutschland in Bezug auf die Energiewende gespürt. Dabei war es dann ein richtiger Lichtblick zu wissen, dass die wöchentlichen Sendungen im War Room ein deutliches Gegengewicht zur deutschen Energiewende-Bremspolitik sind und heute wichtige Arbeit leisten, deren Früchte wir in der Zukunft ernten werden können. Meine Lieblingszuschauerin, danke! Frank, ich bin auch nicht fertig. Sie schreibt weiter, im Herzen unterstütze ich weiterhin Ihre Arbeit im War Room. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich zurzeit nicht in die Live-Sendung kommen kann. Ich wünsche und hoffe, das eines Tages wieder tun zu können. Ich wünsche Ihnen und Ihrem ganzen War Room-Team viel Kraft und den nötigen langen Atem. Mit freundlichen Grüßen, Frau Braun. Toll. Frau Braun, ja, danke. Das ist doch mal eine schöne E-Mail. Ja, das freut uns, solche Zuschauer zu haben. Nächste Woche stelle ich ein Bild von Frau Braun auch als neue Lieblingszuschauerin. So machen wir das. Aber genau. Wichtig ist auch hier wieder anzumerken, toll, dass wir sozusagen Stammzuseher haben, die uns wirklich zu schätzen wissen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich teile aber auch die Enttäuschung über die Politik. Ich gebe aber sozusagen einen kleinen Tropfen Zuversicht mit. Nicht wir haben das zu entscheiden, was die Politik uns aufgibt, sondern die Politik hat das zu tun, was wir denen aufgeben. Und das versuche ich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass das hier eine Demokratie ist. Und wer es nicht glaubt, soll einfach im Grundgesetz nachgucken und dass die Gewalt vom Volke ausgeht. Ja? Das heißt, die Politik soll gefälligst die Wünsche auch ihrer Bürgerinnen und Bürger respektieren, berücksichtigen und ihren Entschlüssen mit umfassen. Genau. Meine Damen und Herren, die Energiewende ist ein tolles Tool, denn Sie als Bürgerinnen und Bürger sind selber handlungsfähig. Sie können was machen. Sie können sich selber mit Energie versorgen. Sie können selber Energie produzieren. Sie können selber speichern. Sie können die Energie selber verbrauchen. Die Energiewende macht Sie handlungsfähig, unabhängig von all dem, was sonstige Versorger oder Politiker mit der Stromversorgung vorhaben. Und die Frage ist, erstens, nicht nur, dass man es machen kann, sondern rechnet sich das Ganze? Lohnt sich das Ganze? Denn Sie brauchen, um Energie richtig selber verwenden zu können, Stromspeicher. Und immer wieder kommt die Diskussion auf, macht es Sinn, heute schon Stromspeicher zu den heutigen Kosten aufzubauen? Deshalb lautet unser Titel heute unter anderem Stromspeicher, die ehrliche Rechnung. In meinem Film Leben mit der Energiewende 3 habe ich den Marktführer von Stromspeichern und Power-Router-Systemen und Energieversorgungsnetzen im Heimbereich aufgesucht und das war die holländische Firma NEDAP. Und diesen kurzen Filmausschnitt oder längeren Filmausschnitt, muss ich ehrlicherweise sagen, zeigen wir Ihnen jetzt. Die Chancen sind alle da. Wir können den Umstieg schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle Instrumente bereits in der Hand halten. Um ein solches Instrument Ihnen zu zeigen, reise ich nach Holland. Unsere Nachbarn haben zur Energiewende viel beizutragen. Von ihrer Technologie können wir viel lernen und sie nutzen. Leider ist mir auf dem Weg zu meinem Ziel in der Provinz Gelderland der Reiseproviant ausgegangen. Mit Wouter Klander bin ich in Rönlo verabredet. Oh Frank, guten Morgen. Hallo Wouter. Du Mensch, hast die Sonne keine mitgebracht, Sonne. Habe ich gesehen. Ne? Lass uns mal schnell weiterlaufen. Ah, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Schön, ne? Dass ich in Holland mit Fahrrädern abgeholt werde. Richtige holländische Bikes. Oh nein, da muss ich ja selber strampeln. Aber das sind E-Bikes, also das geht E-Bikes? Viel, viel leichter. Ja, wo, ja. Wo ist denn die Batterie da? Ja, die sind hier rein. Und die werden von vorn angetrieben. Oh, das ist ja cool. Das ist von Moof, also das ist aus Amsterdam.
Richtig holländische Marke. Ist leicht. Ja, ja, sieht super aus, ey. Toll. Fährt man einfach damit los, ja? Ja, genau. Okay. Ich trete alleine. Wouter Klander kenne ich aus meinen früheren Besuchen in Holland und von der Intersolarmesse in München. Denn Wouter ist Chef der Power-Router-Sparte bei NEDAP, einem fast 100 Jahre alten Elektrokonzern, der übersetzt Niederländische Apparatefabrik heißt. Ein wenig erinnert mich NEDAP an die gute alte AEG. Aber die Holländer haben den Sprung in die Zukunft geschafft. Und so setzt man hier auf die Zeichen der Zeit, auf die Energiewende. Mit dem Power-Router bietet man schon von der allerersten Stunde der Energiewende ein komplettes System zur Verwaltung von Energie an. Damit kann man sich zu Hause sein eigenes Stromnetz errichten und es mit selbst erzeugter, nachhaltiger Energie versorgen. Nee, der Power-Router, das sind für mich praktisch die iPhones der Speichersysteme. Als ich 2012 angefangen habe, diesen Kinofilm für die Energiewende, gab es ja eigentlich nur das. Nee, das stimmt. Also wir haben den Power-Router in 2010 haben wir den introduziert. Und damals waren wir wirklich die Ersten, die mit einem wirklichen Self-Use, also Self-Consumption oder Eigenverbrauchssystem. Und ne, deshalb kennt jetzt jeder, der grüne Power-Router ist jetzt wirklich eine Art Ikon der Eigenverbrauchsbewegung, muss man sozusagen. Und jetzt gibt es eine neue Generation davon. Das wird jetzt euer VW Golf mit Lithium-Ionen-Technik sozusagen. Ja, so ist es. Also wir haben wirklich gesehen, also der Markt für Lithium-Ionen, also die Batterietechnologie hat sich wirklich bewogen in den letzten Jahren. Wo es anfangs eigentlich ein bisschen zu teuer war, ein bisschen zu groß. Ja, nicht wirklich etwas, was man so zu Hause dahinstellen würde, hat man sich jetzt das wirklich bewogen. Der Preis ist gut, das Verhältnis bezüglich Kapazität ist super. Und auch, es ist auch wirklich eine Art Konsumentenprodukt jetzt. Und was wir jetzt sehen, ist der Preis pro Kilowattstunde ist eigentlich jetzt so gut. Wir erwarten jetzt, dass jeder sich umziehen wird nach Lithium-Ionen. Also die Zuschauer im Kino, die fragen natürlich immer, was kostet sowas? Was kostet so ein System? Kann man da irgendwas sagen? Also so ein Lithium-Ionen-System mit 5,7 Kilowattstunden Batterie und dann noch eine Anlage von 5,5 Kilowatt Peak auf dem Dach, inklusive Installation, dann muss man so denken an 16.000 Euro ohne Mehrwertsteuer. 16.000 Euro? Ja, von ganzer Neuinstallation. Dafür kriegt man nicht mal einen VW Golf. Nee, das stimmt. Das stimmt. Der ist nach ein paar Jahren Schrott. Oh, das darf ich ja nicht sagen. Ja, und man bespart keine Energie. Ja. Speichertechnologien sind heute bei den Häuslebesitzern und Besitzerinnen voll angekommen. Und der eigentliche Siegeszug steht erst noch bevor. Die Technik, so wissen die Solateure, funktioniert sehr reibungslos in der heimischen Anwendung. Jörg Tapesa von Solartechnik Tapesa hat im nordrhein-westfälischen Schwerte vor kurzem erst ein NEDAP-System frisch installiert und möchte noch einmal nachfragen, ja, wie es so läuft. Guten Tag, Frau Krause. Ja, ich habe gleich das richtige Wetter mitgebracht. Ich hoffe, der Speicher ist voll. Dann wollen wir loslegen. Genau, würde ich sagen, gehen wir in den Keller und dann zeige ich Ihnen das. Nach dem Aufkommen der Speichertechnik vor wenigen Jahren haben Eigentümer und Eigentümerinnen wie Nicole Krause schnell umgedacht. Eigenstromproduktion und Eigenverbrauch gehören jetzt eng zusammen, um es effizient und wirtschaftlich zu machen. Ja, Frau Krause, hier sind wir angekommen an dem Herzstück Ihrer Photovoltaikanlage. Wechselrichter, Batteriemanager in einem Gerät. Hier wird aus dem Solarstrom, der vom Dach kommt, Wechselstrom gemacht, ins Haus eingespeist oder aus dem Gleichstrom direkt die Batterie geladen, um dann abends, wenn die Sonne weg ist, die Energie aus dem Speicher zu holen und ihn zur Verfügung zu stellen. Ja, das Schöne mit dem neuen Speicher, mit diesem LG-Speicher, der jetzt in Kombination mit dem NEDAP auf den Markt gekommen ist, sind wir preislich so weit, dass wir sagen können, mit der Förderung, die von der KfW dazukommt, dass wir wirklich das ganze System wirtschaftlich anbieten können. Früher musste man mit den Batterien noch ein bisschen schön rechnen. Heute können wir sagen, nee, das ist eine wirtschaftliche Geschichte, das funktioniert. Und das ist für uns jetzt eigentlich der Startschuss, wo wir sagen können, jetzt muss eigentlich jeder einen Speicher bekommen. Auf dem Dach des Hauses von Nicole Krause befinden sich leistungsfähige Solarmodule. Ja.
Die Entscheidung, Stromproduktion und Speicherung zu verbinden, fällt heute aus rationalen Gründen. Während die Bundesregierung ab 2017 die Einspeisevergütung gänzlich wegfallen lässt, sind die Bürger schon längst nicht mehr darauf angewiesen, um ihre Investition wirtschaftlich darstellen zu können. Wir haben uns für die Photovoltaikanlage entschieden, weil wir davon ausgehen, dass die Strompreise immer mehr steigern und wir im Endeffekt den Stromverbrauch selber abdecken möchten. Und mit den neuen Speichertechniken, also im Endeffekt wir fast 80% des Eigenverbrauchs über Speicher machen können, lohnt sich das für uns auch, ohne dass die EEG-Umlage entsprechend uns einen Umsatz macht. So, dann gehen wir mal an den Hauptanschluss hier, an den Verteilerkasten. Das ist der Bezugs- und Lieferungszähler, der ja in zwei Richtungen zählt. Das hatten wir ja schon soweit besprochen. Hier oben sitzt die Kommunikationseinheit, die mit dem Wechselrichter drüben kommuniziert. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Notstromsteckdose. Das heißt, diese Steckdose hat immer Strom, auch wenn Stromausfall ist bei Ihnen im Haus. Wenn bei Ihnen die Hauptsicherung fliegt, wird trotzdem diese Steckdose über die Batterie drüben versorgt. Solche Anlagen funktionieren heute auch ohne, dass man sich weiter darum kümmern muss. Die Technologien etablierter Hersteller wie NEDAP dürfen heute als sehr ausgereift und wenig störungsanfällig bezeichnet werden. Also wir haben jetzt einen Wechselrichter und Batteriemanager in einem Gerät hier verbaut. Der Vorteil ist daran, dass ich mit dem Gleichstrom, wie ich vom Dach komme, auch direkt in die Batterie reingehen kann und muss nicht erst Wechselstrom rausmachen, um danach wieder Gleichstrom rauszumachen. Das ist der Vorteil von diesem Gerät. Lithium-Ionen-Speicher ist ein ganz neues Gerät, ist brandneu von LG Chem auf dem Markt mit fast 6 Kilowattstunden nutzbarer Energie, ist für die Speicher, die jetzt bisher auf dem Markt sind, schon von der Leistungsklasse ganz weit oben. Vorteil von dem Speicher ist noch, der ist auch noch ausbaubar. Das heißt, wir können die Gesamtleistung sogar verdoppeln bis 12 Kilowattstunden, was für ein Einfamilienhaus ein bisschen überpowert ist. Aber es gibt durchaus Anwendungen, kleine Unternehmen, wo das sinnvoll ist. Und ja, die Kombination der beiden bringt einen recht hohen Wirkungsgrad und wird hier sicherlich 60, 70, wenn wir ganz viel Glück haben, 80% Eigennutzung bringen. Das wird die Zeit zeigen. Im Winter ist die Eigennutzung nicht so hoch, weil wir nicht so viel Energie haben. Aber so unterm Strich ist das schon, sag ich mal, von der Leistungsfähigkeit das Beste, was es momentan so auf dem Markt gibt. Die Batterien waren bislang das fehlende Glied, um eine echte Eigenversorgung mit hohem Autarkiegrad realisieren zu können. Jetzt sind diese so betriebssicher und die Preise so erschwinglich geworden, dass sich die Kette erfolgreich schließen lässt. Mit der Kombination von NEDAP und dem LG-Speicher haben wir eigentlich eine Möglichkeit, eine sehr, sehr hohe Eigennutzung für den Kunden anzubieten. Das heißt, er muss nur noch ganz, ganz wenig Energie aus dem Netz ziehen und den Großteil seiner Energie bezieht er von seinen Solarzellen, selbst nachts über den Speicher. Ist das eine super Geschichte, wo ich bei den Preisen, die wir heute haben, einfach sagen muss, das ist eigentlich, müssten wir das auf jedem Dach haben und so einen Speicher in jedem Keller haben. Und dann haben wir die Energiewende eigentlich schon gewonnen. Der besondere Clou solcher Systeme ist die Möglichkeit, seine eigene Energieproduktion, Speicherung und Verbrauch zu überwachen. Die Daten geben viel Spielraum, um sein Nutzungsverhalten entsprechend anzupassen und so die Autarkie immer weiter nach oben schrauben zu können. Das Portal, wie Sie sich einloggen, hatten wir Ihnen ja schon eingerichtet soweit. Und jetzt können Sie sich hier anschauen, und das ist jetzt super interessant, zum Beispiel, wie Ihr Verbrauch ist. Jetzt kriegen Sie hier von dem heutigen Tag die Säulengrafiken gezeigt, wie viel Energie zu welchem Zeitpunkt Sie heute verbraucht haben und vor allen Dingen, wo die Energie herkommt. Ja, und hier sehen Sie, heute Morgen um 6.30 Uhr war der Speicher alle und dann haben Sie vom Netz gezogen, bis dann irgendwann um 8 Uhr schon die ersten Sonnenstrahlen wieder für Ihre Eigennutzung gesorgt haben. Okay, dann ist also sozusagen hier, wenn ich um 8, halb 9 hatte ich die Waschmaschine an, dann mache ich das wohl lieber später, weil hier habe ich ja dafür bezahlt. Ja, genau, da haben Sie zwar nicht viel, aber Sie haben schon aus dem Netz gezogen. Dann macht es mehr Sinn, wenn Sie hier, wo Sie sehen, Solarertrag geht hoch, dass Sie dann erst die Waschmaschine, Spülmaschine, solche aber Sachen haben. Aber es ist toll, dass ich das sehen kann, weil genau. Jetzt kann ich mein Verhalten ändern. Genau, dafür ist das gemacht und das ist eine super Hilfe, finde ich. Um das Ganze nochmal zu optimieren. Früher hat man Anlagen gekauft, damit man möglichst viel
einspeist und möglichst viel Ertrag hat. Und ich denke mittlerweile, ist es halt einfach, dass 80-prozentiger Eigenverbrauch, das die Anlage rentabel macht, weil wir im Endeffekt den kompletten Strom selber machen können und nicht mehr teuer einkaufen müssen. Und das macht uns auf die nächsten 12 Jahre unabhängig von dem, wie sich der Strompreis entwickelt. Und das war eigentlich der Grund, warum wir die Anlage gemacht haben. Was spricht gegen eine solche Lösung? Warum sollten das nicht alle Bürger tun? Ich sage, nach all den Erfahrungen, die es inzwischen mit solchen Systemen gibt, spricht alles dafür. Also Erfahrungswerte im Moment sind ziemlich gut, weil wir haben jetzt die letzten Tage mal geschaut und haben eigentlich über Tag komplett abgedeckt und sogar der Nachtverbrauch ist über die Speicherkapazitäten komplett abgedeckt worden. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, bei einem schönen Sonnentag ist es wirklich so, dass wir 80% selber machen und wirklich nur noch einen kleinen Teil zukaufen müssen. Je früher man mit der Eigenversorgung anfängt, desto rentabler wird es langfristig. Und jetzt zurück nach Holland. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden und wichtigen Teil meines Besuchs bei NEDAP. Dankeschön. Was ist das? Also Frank, das sind die Gulasch-Kroketten, also Kroketten nennen wir die. Also das ist wirklich ein holländisches Ding, also versuch's dir mal eine. Okay. Und da kommt Senf mit drauf? Ja, nimm mal ein bisschen Senf dazu. Das essen wir natürlich nicht jeden Tag, aber weil du hier bist. Könnte man jeden Tag essen. Oh, super lecker. Ja, schön, ne? Schade, dass das Kamerateam keine Zeit hat zu essen, weil wir weiter müssen. Ich muss die Aufgabe leider übernehmen. In Holland weiß man, dass die meisten Photovoltaikanlagen in Deutschland die gesamte Energie in das Netz einspeisen. Doch viele Anlagen gehen schon bald aus der Förderung durch das Erneuerbare Energiengesetz heraus. Also da bin ich ganz ehrlich, das sind meine Lieblingsgeräte von NEDAP, weil wir haben 1,2 Millionen Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Die wenigsten haben Speicher und damit kann man die alle nachrüsten, um selber zu speichern und zu verbrauchen. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist das Schöne an der NEDAP, der Bauroute Unifit. Ich meine, die kann man für Neuanlagen nutzen, aber auch zum Nachrüsten von größeren existierenden Anlagen. Und das Schöne ist daran, der funktioniert völlig unabhängig von der existierenden Wechselrichter. Also man braucht darauf nicht einzugreifen. Mhm. Also Kunden brauchen sich auch keine Sorgen zu machen, was Garantien und so weiter angeht. Und dabei ist es auch noch für den Installateur sehr einfach anzuschließen. Es ist wieder ein Sensor, Bauroute und eine Batterie und dann ist er fertig. Hersteller von Energieverwaltungs- und Speichersystemen sprießen heute wie Pilze aus dem Boden und sind genauso schnell wieder weg. Die Holländer haben sich mit ihrer ganz eigenen bekannten Hartnäckigkeit dagegen als Erste am Markt etabliert und sind bis jetzt Marktführer geblieben. Durch seine Mischstruktur mit verschiedenen Geschäftsfeldern kann NEDAP auch die aktuell falschen Weichenstellungen deutscher Politik überdauern und langfristig sein System mit dem dazugehörigen Support anbieten. Das ist für viele Photovoltaikanlagenbesitzer ein besonders wichtiges Argument, nach dem ich immer wieder im Kino gefragt werde. Und auch das halte ich für eine besondere Erwähnung wert. Hergestellt wird der Powerrouter in Europa. Moderne Energiewende-Technologie kommt, zumindest was die Speichertechnologien angeht, immer noch aus Europa. Das hat seine guten Gründe. Wouter Klander hat so die Produktion seiner Systeme unter Kontrolle und kann schnell fertigen. Also unser Heimmarkt ist natürlich sowieso Europa und wir finden es immer sehr wichtig, also vor allem mit so einer neuen Technologie, dass wir alles selber gut im Griff haben. Und das meint, dass wir denken, dass wenn wir selber produzieren, dass wir selber unsere Qualität bestimmen können und auch Sachen schneller ändern können, wenn das notwendig ist. Und dabei kommt natürlich auch, wir möchten kurzfristig an unsere Kunden liefern können. Also das meint, wenn etwas bei uns bestellt wird, dann fertigen wir es in 2 Wochen und dann wird es abgeschickt. Das geht natürlich überhaupt nicht, wenn man etwas aus China reinfliegen lässt. Entwicklung, Produktion und Support haben etablierte Hersteller wie NEDAP also im Griff, obwohl das Geschäftsfeld letztlich doch noch ziemlich neu ist. Freude, jetzt ist er hier live im Studio. Herzlich willkommen, Wouter Klander. Guten Abend. Ja.
Und er hat auch einen Kollegen mitgebracht. Ich begrüße auch recht herzlich Robert Bruchner. Guten Abend, Herr Bruchner, hier im Studio. Hallo. So. Ja, Wouter, es ist so, ich muss das erklären, ja. Es ist eigentlich nicht erlaubt, dass jemand auf der Bühne sitzt, der hübscher ist als ich. Heute mache ich mal bei Wouter Klander eine Ausnahme in dieser ganzen Geschichte. Wie ist das jetzt eigentlich? Stromspeicher, die sind, glaube ich, bei den Bürgern zu Hause angekommen. Das ist jetzt Normalität. Ja, das stimmt. Was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass es ungefähr seit 2012 sind natürlich die Einspeisetarife sehr stark nach unten gegangen, vor allem in Deutschland. Und das ist jetzt ein Trend, den sehen wir eigentlich jetzt quer durch Europa. Italien hat es gehabt, im UK passiert es jetzt ab 1. Januar, passiert es auch. Und das meint eigentlich jetzt, dass man, was wir jetzt sehen, ist, Solar ist eigentlich kein reines Finanzprodukt mehr. Es ist für Leute jetzt wirklich eine Art und Weise, um sich unabhängig zu machen von steigenden Strompreisen. Und wenn man gerne selber produziert, und wir waren immer schon der Meinung, langfristig macht es nur Sinn, um so viel wie möglich Energie da zu nutzen, wo es wirklich auch produziert wird. Und das kann eigentlich nur mit Speicher. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum, wie du auch sagst, Frank, dass jetzt Speicher wirklich angekommen ist. Die Politik hat ja einiges getan, um Speicher, auch Großspeicher zu verhindern. Man hat Umlage eingeführt auf den Eigenverbrauch, zumindest bei größeren Anlagen. Es gibt andere Hemmnisse, politische Hemmnisse der Energiewende. Ich bin ja mit meinem Film quer durch Deutschland unterwegs und merke, so ein bisschen stockt die Energiewende manchmal auch. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Merkt ihr das, dass das in Stocken kommt oder läuft das Geschäft? Eigentlich sieht man, dass die ganze Solarmarkt, die hat natürlich ziemlich viel Schmerzen gehabt in den letzten Jahren. Man ist von viel Subventionen oder Förderungen nach fast gar nichts gegangen. Und das hat natürlich jeder bemerkt. Auch die kleinen Handwerker, die ein kleines Laden haben, die hat das natürlich sehr viel wehgetan. Aber was man eigentlich sieht, Speicher ist natürlich eigentlich von unten gekommen. Und Speicher ist jetzt fast eigentlich noch der einzige Markt in Deutschland, der noch wächst. Und langfristig, wir sehen eigentlich, was ich schon gesagt habe, auch international sehen wir genau die gleiche Übung, die ihr auch schon in Deutschland gehabt habt. Mit Förderungen wird wieder so eine Art Boom kreiert. Mhm. Und auf der kurzen Frist ist jeder dann natürlich sehr froh damit. Langfristig sehen wir überall wieder, werden diese Subventionen wieder schnell stark nach unten gebracht. Gibt es wieder, wie sagt man das, Subventionen oder gibt es wieder Geschäfte, die pleite gehen und die kleinen Handwerker, die haben wieder die Probleme. Aber langfristig überall gibt es Speicher. Das heißt, für NEDAB geht es tatsächlich aufwärts? Ja, langsam, aber aufwärts. Mhm. Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, haben die Möglichkeit, sich live in die Sendung hier zu integrieren, indem Sie auf unsere Facebook-Seite Leben mit der Energiewende geht. Wir wollen uns heute mit dem Thema Speicher die ehrliche Rechnung beschäftigen. Sie können hier Ihre Fragen auf Facebook stellen. Ich werde die dann in die Sendung reingeben. Zu unserem vorherigen Thema hat schon ein Zuschauer geschrieben, Erhöhung der Netzgebühren ist ein süßes Gift für die großen EVUs. Grund, mit dieser Maßnahme wird die Selbstversorgung via Photovoltaik, Blockheizkraftwerk, Heizung und Speicher im Keller interessanter. Egal, was diese EVU-Lobbyisten unternehmen, ihr Geschäftsmodell ist mausetot. Ich glaube, das muss man sagen, die Bürger und Bürgerinnen wollen relativ unabhängig werden. Absolut, das ist auch wirklich dasjenige, was wir sehen. Früher, als wir mit unseren Kunden redeten, wir haben in der Vergangenheit auch rein Solar verkauft, für eine sehr kurze Zeit eigentlich. Und das war es wieder immer nur eine wirkliche Finanzgeschichte. Wenn wir jetzt mit Leuten reden, das sind wirklich Leute, die sagen, ich mache das eigentlich, weil ich mich unabhängig machen möchte von den großen Konzernen. Ich möchte eigentlich selber bestimmen, was ich jetzt mit meinem Leben mache. Und das ist genau, was wir sehen mit Leuten, die jetzt in Speicher investieren. Mhm. Ja. Herr Bruchner, ganz kurz gleich die Frage. Wir rechnen es gleich noch aus. Sind Speicher wirtschaftlich, ja oder nein? Also wir als Speicherspezialisten, wir wollen natürlich zeigen, dass eine Photovoltaikanlage mit Speicher sich rechnet oder wirtschaftlich ist. Und natürlich, was der Herr Klunder auch schon gesagt hat, wir wollen eigentlich weg davon, dass man denkt, das ist ein Finanzprodukt.
Ja, also das geht um die Energiewende, das geht quasi darum, Energie vor Ort selber zu verbrauchen. Und da wollen wir zeigen, ist es wirtschaftlich. Ein Holländer sind Sie auch nicht, ne? Aus dem bayerischen Raum, ist das richtig? Ja. Okay, alles klar. Also für heute haben Sie eine Einreisegenehmigung nach Berlin von uns bekommen. Das freut mich. Gestern war ich in Schwarmstetten beim Film Leben mit der Energiewende 3 und die Filmvorführung veranstaltete der Hausbesitzerverband in Niedersachsen und wir haben gleich mal die Gelegenheit genutzt zu gucken, was wissen die Leute eigentlich über Stromspeicher oder was wollen sie wissen? Heute Abend um 19 Uhr geht es gleich los in Schwarmstedt. Es ist Montag, also einen Tag vor der Sendung. Ich zeige Leben mit der Energiewende 3 und wir wollen mal die Gelegenheit nehmen und fragen, was wissen die Leute oder welche Fragen haben die Leute zum Thema Stromspeicher und Wirtschaftlichkeit. Oh Lisa, guck mal, da kommen noch Leute angesaust, um in die Filmvorführung zu kommen. Es ist jetzt 18.53 Uhr, die Leute kommen also an. Wir gehen mal rein und schauen einfach mal nach, was gibt es denn so für Fragen? Der Saal füllt sich noch so ein bisschen zur Filmvorführung. Guck mal, Router. Die schauen sich gleich alle hier deinen Power-Router an. Heute ist es so, wenn Sie Strom kaufen, Sie kennen Ihre Strompreise, 24, 25, 26, 27 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie selber Strom auf dem Dach produzieren und einen Stromspeicher dazu haben, dann produzieren Sie Ihren eigenen Strom im Prinzip zur Hälfte des Preises. Solche Anlagen funktionieren heute auch ohne, dass man sich weiter darum kümmern muss. Die Technologien etablierter Hersteller wie NEDAP dürfen heute als sehr ausgereift und wenig störungsanfällig bezeichnet werden. So, wir gehen mal hier vor zu den Zuschauern und Zuschauerinnen. Hallo, Farenski, kurz eine Frage. Interessieren Sie sich für Photovoltaikanlage und Speichern? Habe ich keine Ahnung. Haben Sie keine Ahnung? Nein. Aber Sie interessieren sich dafür? Ja. Finde ich gut, aber da habe ich mich noch nicht informiert. Was wissen Sie denn über Stromspeicher? Über Stromspeicher sehr wenig. Wir haben zwar eine Photovoltaikanlage, aber eine thermische Solaranlage für Warmwasser. Ja. Aber es wäre für Sie eine Überlegung, sowas mal zu machen? Wenn sich das rechnet, auf jeden Fall. Oh, wenn sich das rechnet, da klar, fragt hier schon jemand, da komme ich mal gleich zurück. Da wollen wir was hören. Da wollen Sie was hören? Da wollen wir was hören, ob es sich rechnet. Okay. Wir wollen investieren, aber... Sie wissen noch nicht so richtig. So richtig wissen wir noch nicht, ja. So. Aber dazu ist ja so eine Veranstaltung da. Genau. Was wissen Sie denn so schon über Stromspeicher und Kosten und so? Wir wissen darüber, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, zu speichern. Und dass es gar nicht so teuer ist. Man denkt immer, das ist so wahnsinnig teuer. Wir haben uns interessiert für eine Anlage mit auf dem Dach. 1.500 Euro. Pro KW Peak. Genau. Und deswegen sage ich, ist das also schon eine Sache, die man überlegen sollte. Und man spart noch ein bisschen was, nicht? An Stromkosten. Haben Sie mal was in dem Film, den Sie gleich sehen, ist ja der Marktführer von Speichersystemen drin, NEDAP. Haben Sie von der Firma schon mal was gehört? Nein. Muss ich leider verneinen. Ne? Ich hab nichts gehört. Okay. Nichts gehört. Es wird Zeit, dass das vielleicht ein bisschen mehr publik gemacht wird. Ne? Okay, alles klar. Siehst du, Wouter, hast du das gehört? Mehr Werbung machen für den Power Router. So, hallo. Sie interessieren sich auch für Stromspeicher oder Photovoltaik? Ja, in erster Linie denke ich mal aus Umwelt- und Kostengründen. Mhm. Haben Sie sich da schon mal so ein bisschen sachkundig gemacht? Also Informationsmaterial habe ich zu Hause liegen, aber noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Oh, was haben Sie denn für Informationsmaterial über Stromspeicher, Photovoltaik? Ja, es gibt ja über Heizungsfirmen so Prospekte und dergleichen. Mhm. Ja, da habe ich schon mal welche bekommen. Mhm. Mhm. Ja. Okay, also ist die Veranstaltung hier eigentlich genau die richtige. So, ich frage hier nochmal weiter. Wie schaut es bei Ihnen aus? Stromspeicher und Photovoltaikanlage, sind Sie da interessiert? Ja, selbstverständlich. Also ich produziere schon Strom, aber für Speicher, die sind einfach noch zu teuer. Meinen Sie? Ja, weil das muss ich ja rechnen, sage ich mal. Mhm. Weil, sagen wir so, nach 10 Jahren sollen sie schon amortisiert haben. Mhm. Und das ist halt noch nicht der Fall. Haben Sie da schon so einen Überblick, was es da für Firmen gibt? Nein, also da, wie viele Firmen es da gibt, kann ich nicht sagen. Haben Sie mal was von NEDAP gehört, dieser holländischen Firma? Nein, habe ich noch nicht gehört. Alles klar, auch nicht gehört. Naja, klar. Also wie gesagt, die Fragen sind alle die gleiche. Und wir im Studio werden jetzt die Frage beantworten, ist ein Stromspeicher wirtschaftlich wirklich sinnvoll? Wouter, dein Einsatz. Das ist total irre. Also man stellt eigentlich fest, man weiß, dass es Stromspeicher gibt,
Wir kennen alle Handymarken, wir kennen alle Automarken, wir kennen alle Technikmarken, aber was Speicher angeht, ist das alles noch völlig ein grünes Feld für die Leute. Nee, das stimmt, aber was wir wirklich sehen, ist, dass Leute sich wirklich verlassen auf was der Installer empfiehlt. Ja, also das sagen wir auch immer, unser Installer ist auch zusammen mit der Endkunde unser wichtigster Kunde, weil der hat natürlich das Vertrauen von der Endverbraucher. Und wir schätzen das auch, weil wir denken, dass es auch so sein sollte, weil es ist auch sehr schwierig für einen Standard-Endverbraucher, um sich mit den verschiedenen Marken und Arten und Weisen, um Sachen zu machen, auszukennen. Also uns verwundert das natürlich nicht. Und wir sind natürlich auch erst am Anfang diesem ganzen Markt. Also, aber es wird kommen, das ist schon unsere Meinung. Und auch diese Bekanntheit mit diesen Systemen und die verschiedenen Marken, die es gibt, inklusive NEDAP natürlich, das wird auch kommen. Es gibt eine tolle Webseite, powerrouter.com, wir können die mal kurz einblenden. Da gibt es eigentlich jede Menge Informationen zu dem Thema. Man kann sich da schon ganz gut sachkundig machen, aber es ist natürlich ein komplexes Thema. Es ist ein technologisch schwieriges Thema. So, Wouter, erste Frage. Das, was ich da gesagt habe in dem kurzen Ausschnitt, Hälfte des Strompreises, stimmt das so aus der Hüfte gesagt oder ist das ein bisschen übertrieben? Kurzfristig vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf der langen Frist, was wir immer versuchen, ist einfach Sachen darzustellen, dass wir sagen, okay, lass uns davon ausgehen, das wird Herr Brüchner auch machen, dass gar nichts sich ändern wird. Hey, weil wir können natürlich, und das werden wir auch zeigen, prognostizieren, was der Strompreis in der Zukunft machen wird, unserer Meinung nach. Aber was wir auch immer machen, ist, okay, lass uns davon ausgehen, dass gar nichts ändert. Sodass jeder sich da auch dabei sich wohlfühlen kann und auf diese Art und Weise eine Entscheidung treffen kann. Das ist auch etwas, was Herr Brückner heute mal zeigen wird. Was kann man dann logischerweise erwarten? Weil wir sind schon immer der Meinung, dass man transparent sein sollte bezüglich desjenigen, was man erwarten kann von so einem System. Wir haben es ja im Film gerade gesehen, zwischen 16.000 und 20.000 Euro komplette Anlage mit Speicher muss man rechnen. Ja, ja. Herr Brückner? Ja. Ungefähr. Genau, ja, das zeigen wir auch. Wir können das mal kurz ausrechnen. Da hinten haben Sie meine Recycling-Tafel, nur zu Ihrer Information. Die habe ich mal vom Recyclinghof der Berliner Stadtreinigung für 20 Euro geholt. Und ist eine tadellose Tafel, ist meine Lieblingstafel. Also, Sie zu Hause können Fragen, Ergänzungen jederzeit stellen. Ich lasse das hier einfließen, Sie hier im Studio natürlich auch. So, dann rechnen Sie uns das mal vor, Herr Brochner, bitte. Also das Ziel war natürlich, eine simple Rechnung zu machen, die auf, wir sagen in Bayern, auf einen Bierdeckel passt. Also ihr werdet sehen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz ein Bierdeckel, aber doch sehr einfach und transparent und auch konservativ. Also wir bauen jetzt mal eine Photovoltaikanlage und da spricht man von Kilowatt Peak. Also die Größe von der Photovoltaikanlage ist 5,5 Kilowatt Peak. Das sind ungefähr 24 Module, A250 Watt. PV. Dann brauchen wir natürlich auch einen Speicher, eine Batterie, B für Batterie, 5,7 Kilowattstunden nutzbar. Ups, genau das passiert, was den Lehrern passiert. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Haus, ja, die leben ja in dem Haus, die verbrauchen Strom. Wie viel Strom verbrauchen die? Etwa Jahresverbrauch 5.500 Kilowattstunden im Jahr. Moment, da muss ich unterbrechen. Dann haben die noch nicht Bert Schliemann kennengelernt. Dann würde statt einer 5 eine 1 davor stehen. Aber gut, lassen wir es mal so. Ja, und die Frage ist ja auch immer, wie legt man einen Speicher aus? Das ist ja die große Frage, wie groß müsste jetzt meine Batterie sein? Und ich denke, der war bei dir auch schon ein, zwei Mal in der Sendung, Volker Quaschning. Professor Volker Quaschning, der hat eine ganz gute... Ein Stammzuschauer von uns. Das gibt einen Sonderapplaus, ja. Liebes Publikum, bitte. Man geht eigentlich davon aus und sagt 1, 1, 1 und das sieht man jetzt eigentlich ganz gut. Also 1 Kilowatt Peak pro 1000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und 1 Kilowattstunde nutzbare Batterie auch pro 1000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. So kann man schon mal sehen, dass wir da auch eine ganz gute Beispielanlage gemacht haben. Diese Anlage wird jetzt in einem Haus etwa Autarkiegrad, also Autarkiegrad bedeutet, wie autark wird das Haus in einem Jahr? Vielleicht circa 54%. Ohne, muss man jetzt betonen, ohne Verhaltensänderungen. Das ist einfach, wenn die Leute ganz normal weiterleben. Und ein Eigenverbrauch von circa 60%. Da möchte ich jetzt gleich mal dazwischen gehen.
Was ist der Unterschied zwischen Autarkie und Eigenverbrauch? Gar keine Ahnung. Also, Autarkie bedeutet, wie viel kann meine Photovoltaikanlage mit Batterie Energie im Haus verbrauchen, bezogen auf diesen Jahresverbrauch? Okay? Das sind, ich rechne es jetzt gleich mal, also ich habe es gleich mal ausgerechnet, das wäre jetzt dieser Autarkiegrad 2970 Kilowattstunden. Könnte ich es jetzt schaffen, mit der Photovoltaikanlage, mit der Batterie in dem Haus autark zu werden? Okay. Eigenverbrauch bedeutet, alles, was meine Photovoltaikanlage produziert, kann ich ja entweder nur direkt verbrauchen oder mit Speicher, bleibt auch ein bisschen was übrig. Und das ist der Eigenverbrauch. Also alles von dem Strom, was produziert wird, schaffe ich etwa 60% selber zu verbrauchen. Mhm. Das bedeutet auch, 40% bleibt übrig. Das sind dann circa, was übrig bleibt. Also das ist das, was nach dem ganzen Verbrauch die Batterie durchschnittlich nicht mehr speichern kann, die sie dann sozusagen ins Stromnetz packen muss. Ja, genau. Eigentlich ist es so, bezüglich Autarkie und Eigenverbrauch, Autarkie hat damit zu tun, wie viel Strom muss ich einkaufen. Mhm. Eigenverbrauch hat damit zu tun, wie viel von meinem selbst produzierten Strom kann ich selber verbrauchen. Mhm. Also okay. Die zwei haben natürlich etwas miteinander zu tun, sind natürlich nicht das Gleiche. Genau, genau. Und jetzt sieht man, also das wären jetzt die 40%, die sind übrig. So, und das sucht man natürlich jetzt auch in der Zukunft, was könnte man mit diesen 40% noch machen? Wasser aufheizen zum Beispiel, aber wir wollen erstmal beim Speicher bleiben. So, das bedeutet auch, und wir werden auch immer wieder gefragt, das ist ja die ehrliche Rechnung, wie viele Verluste hat so eine Anlage? Das kommt immer wieder. Also ich sage immer, man muss ein bisschen was opfern, um die Sonne in den Tank zu packen und dann bei Nacht oder bei Wolken verbrauchen zu können. Und das ist nicht kostenlos. Also etwa, ich schreibe es mal ganz klein, 330 Kilowattstunden im Jahr sind weg. Die braucht der Speicher an Energie. Also wenn man jetzt das hier zusammenrechnen würde, aber das müssen wir jetzt in dem Fall nicht, wäre das, was die Photovoltaikanlage über ein Jahr produziert. Sind die 330 Kilowattstunden das, was der Speicher an Strom verbraucht? Und ist der Wandlungsverlust da schon mit drin? Da ist alles drin. Also Okay. Der Power-Router braucht auch Energie, um das Ganze zu managen. Die Batterie braucht Energie, die muss auf Standby bleiben. Dann gibt es natürlich auch im Jahr oder am Tag, da verbraucht so ein Haus auch mal bloß 400 Watt. Ja, das ist vielleicht... Da braucht man mehr Energie, um diese 400 oder 150 Watt zu brauchen. Das ist quasi alles drin, Wandlungsverluste und so weiter. So, hier gibt es gleich eine Frage aus dem Zuschauerraum. Jetzt müssen wir kurz mal ein Mikro rüberbringen. So, bitteschön. Wird denn von den Rest, was da verbraucht wird, von der Anlage 330, möglichst versucht, das nicht aus dem Netz zu beziehen? Also nein, das ist schon produziert. Das produziert die Sonne. Gut. Darauf wollte ich hinaus. Also nicht, dass er irgendwo nachlädt, weil er Erhaltungsspeicherung machen muss oder sowas und das nachts jetzt zu ungünstigen Zeiten aus dem Netz ziehen würde. Das wäre meine Frage gewesen. Das ist richtig. Also es gibt im Jahr Situationen, ja, da scheint jetzt vier Tage keine Sonne oder Schnee auf den Modulen. Aber Schnee ist gar nicht so das, aber es scheint vier Tage keine Sonne. Man muss natürlich auch die Batterie schützen. Also wenn die Batterie in einen kritischen Modus kommt, dann versucht man die, bevor sie kaputt geht, will keiner, aus dem Netz ein Stückchen hochlädt, aber das ist minimal, über ein Jahr gesehen. Das ist wirklich, also das hier, wenn man das zusammenzählen würde, dann würde man auf eine Zahl kommen von 4.920. Das ist, was eine 5,5 Kilowatt-Peak-Anlage über das ganze Jahr produziert. Also das Opfer produziert die Sonne. Okay? Herr Bruchner, das mit dem Schnee ist sehr bayerisch gedacht, das kennen wir in Berlin nicht mehr. Aber so Nebel habt ihr vielleicht auch. Ja. Okay. Ja. Also angenommen, der Strompreis plus Steuer 0,28 oder 28 Cent. Wenn ich jetzt folgende Rechnung mache, das ist das, was ich mir pro Jahr spare, dann kommt da raus, schnell gespickt, 831 Euro. Pro Jahr würde ich mir sparen und ich speise auch noch ein bisschen was ein. Es gibt auch noch eine Einspeisevergütung, die liegt jetzt aktuell bei 0,123. Die Rechnung haben wir aber gemacht mit 0,125, also ich meine, ein halbes Cent ist nicht wild. So, dann haben wir eingespeist, dann kriegen wir immerhin noch eine Einspeisevergütung von 206 Euro. So, wenn man das zwei zusammenzählt, hat man eigentlich das, was man im Jahr
was man in einem Jahr zurückbekommt. So, und wenn man das auf 20 Jahre hochrechnet, wir gehen immer davon aus, 20 Jahre soll so eine Anlage arbeiten, dann kommt man auf circa, mach das mal hier, 20 Jahre, 20.000 740 Euro. Mhm. Das bedeutet, wenn der Strompreis 20 Jahre nicht steigt. Mhm. Also da müsste der wirklich gleich bleiben. Wenn man jetzt so im Internet recherchiert, denke ich, findet man mehr Indizien, dass der Strompreis vielleicht doch steigen könnte. So wie die letzten, also wenn man die letzten 5-6 Jahre anschaut, dann ist der Strompreis wie viel gestiegen pro Jahr? Was schätzt du, Frank? 6% sagt man ja immer so. Genau, 6%. Aber ich glaube, es bleibt nicht bei den 6%. Wir werden wahrscheinlich so, wie es weitergeht, es sei denn, wir machen die Energiewende, wird die Strompreissteigerung sicherlich viel höher sein. Bert wollte noch was sagen. Also Frank hat es ja vorhin schon angedeutet. Jetzt muss ich mal auch meine Frage an Sie stellen. Wenn ich jetzt ein Haus habe, was ich wirklich optimiert habe, also wo ich den Stromverbrauch als ersten Schritt, dann finde ich auch immer, der erste Schritt ist zu schauen, was kann ich einsparen, bevor ich jetzt investiere. Und wenn man so ein Haus dann mal fertig bearbeitet hat, also ich habe gerade eine Kundin, die hat für eine Haushälfte 1200 Kilowattstunden für das ganze Haus. Und wenn die aus dem Haus geht, dann steht der Zähler auch wirklich still. Das heißt, es gibt auch keine Grundlast. Und neulich war halt ein Solateur da, der sollte beraten zum Speicher und zum Solaranlage. Und der hat gesagt, gute Frau, wenn ich gewusst hätte, dass Sie so wenig verbrauchen, wäre ich gar nicht erst gekommen. Wie rechnet sich das bei einem Haus, was jetzt keine 5.000 hat? Also sagen wir jetzt mal, wir haben es wirklich geschafft, das auf 2,5 runterzukriegen. In dem Fall war es ja eine Haushälfte. Nehmen wir mal ein ganzes Haus. 2,5. Mit 2,5. Dann würde ich jetzt 111 machen, 2,5 kW Peak mit einem 2,5 Kilowattstunden Speicher. Und dann wäre ich auch da. Also dann wäre ich auch da. So, und jetzt ist dann die Frage, ich meine das erstmal, man muss erstmal simpel anfangen, um die Komponenten gleich zu halten. Aber dann könnte ich jetzt sagen, ich baue 4 Kilowatt Peak. Ja, dann habe ich das Doppelte und dann baue ich vielleicht auch ein bisschen einen größeren Speicher. Dann ist natürlich, das ist Autarkiegrad für 111. Somit steigt dann natürlich auch der Autarkiegrad. Und die Investitionssumme ist jetzt dann auch bei so einem kleinen Jahresverbrauch auch nicht die riesige. Wenn ich eine 4 Kilowatt Peak-Anlage baue mit einem 4 Kilowattstunden Speicher, dann habe ich nicht 111, sondern eigentlich 2 Kilowatt Peak pro 1000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und 2 Kilowattstunden Batterie pro 1000. Und dann kommen solche Haushalte, wenn Sie sagen, Sie haben das schon optimiert, jetzt hat die wahrscheinlich auch ihr Verhalten auch schon optimiert, dann rutscht das, was wir auch im Film gehört haben und auch sehen bei Kunden, rutschen die mal schnell auf 80-75%. Genau, die haben dann einen gigantischen Autarkiegrad. Ja. Und eigentlich hat der Solateur sozusagen dann nicht recht, sondern man muss sich einfach umstellen oder anpassen mit seinem Angebot. Wo er wahrscheinlich recht hatte, ist, dass das Ganze drumherum dann nicht mehr im Verhältnis steht. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt eine 2-KW-Anlage habe oder 4-KW-Anlage, da ist wahrscheinlich der ganze Installationsaufwand viel höher als im Verhältnis gesehen zu einer 10-KW-Anlage oder eben auch. Weil die Verkabelung bleibt gleich, die Installation bleibt ja im Prinzip gleich. Also irgendwo hat der Mann recht, aber auf der anderen Seite sehe ich es gar nicht ein, dass man erstmal so viel ausgeben muss. Also da bleibe ich eisern, ich sage erstmal Verbrauch runter und dann gucken, was man braucht an Speicher. Ja. Und dann wird das Ganze auch günstiger, ne, wenn ich einen kleineren Speicher habe. Ich meine, wir kommen ja von beiden Seiten oder von zwei unterschiedlichen Seiten. Genau. Ihr optimiert zuerst und was wir sehen, wir schauen uns eigentlich, wir sind da Spezialisten, ein Speicher, was passiert dann im Haus? Und dann sehen wir eigentlich genau die andere Seite herum. Die Leute fangen so an und auf einmal werden die ehrgeizig, das machen die richtig zum Sport. Erstens, das geht vielleicht runter. Ja, und wenn das runter ist, dann wird die Anlage auch schon anders dimensioniert und auf einmal geht das hoch, weil die eben sagen, oh, heute ist kein gutes Wetter, mein Speicher ist gerade voll, aber dann wasche ich halt morgen die Wäsche. Morgen ist wieder ein guter Tag und das sehen wir so. Aber das finde ich gerade wieder toll und faszinierend an den ganzen Projekten, dass die Menschen auf einmal sich bewusst werden, was sie verbrauchen, was sie wirklich brauchen und die dann auch merken, Mensch, die Sonne kommt raus, jetzt schmeiße ich meine Waschmaschine an und so. Das war ja vorher alles unbewusst. Einmal im Jahr kam die Stromrechnung, drauf geguckt, oh Gott. Ja, und jetzt, also wirklich alle Solaranlagen und Speicherbesitzer, die wissen auch, was sie gerade verbrauchen oder was das Haus verbraucht oder wo es im Haus noch hängt und verbessern das dann auch schon von sich aus. Toll, das ist eine tolle Entwicklung, gefällt mir. Und ich würde da auch noch kurz anknüpfen und deswegen sagen wir auch immer, weil die Solarbranche kommt ja ein bisschen aus, das ist ein Finanzprodukt, ich brauche eine Rechnung, genau auf den Cent genau. Wir können das gar nicht sagen. Wie verhält sich das Haus in den nächsten 10, 20 Jahren? Wie viele Leute wohnen da? Gehen da vielleicht Leute zum Studieren oder kriegen die Kinder oder kommen die Großeltern wieder mit nach Hause? Also wie wird sich das Verhalten ändern? Wie wird sich das verändern? Deswegen wollen wir eigentlich zeigen, schaut mal her, das ist eine simple Rechnung.
Aber das Haus verändert sich auch in den nächsten paar Jahren, wie die Leute darin leben. Also über 2000 Kilowattstunden Verbrauch wollen wir gar nicht reden, ja? Also Herr Bruchner, lassen Sie sich von der Spaßbremse Bert jetzt nicht beeinflussen bei der ganzen Geschichte. Bleiben wir ruhig bei den höheren Verbräuchen. Wie gesagt, wenn Bert bei Ihnen war, der bringt Ihnen noch einen Sparduschkopf. Genau, ja. Gut, rechnen wir mal weiter. Angenommen, der Strom würde jetzt 4% pro Jahr steigen in den nächsten 20 Jahren. Also wir gehen mal Schritt für Schritt. 4% Stromsteigerung über 20 Jahre. Da müsste ich jetzt nur das hier, weil die Einspeisevergütung bleibt ja gleich. Da müsste ich jetzt das hier, habe ich etwa einen durchschnittlichen Strompreis von 41 Cent. Durchschnittlich auf 20 Jahre pro Jahr. Dann komme ich schon auf 28.400 74. Und angenommen, wir liegen da, wo wir die letzten 5, 6 Jahre, also wir haben mal 5,5% Stromsteigerung pro Jahr, dann haben wir einen durchschnittlichen Strompreis von 47 Cent, ja, kann man schon, 47. Und dann sind wir bei 33.231 Euro. So, und somit wollen wir eigentlich zeigen, okay, was haben wir am Anfang gesagt, was kostet eine Photovoltaikanlage mit Speicher? 16.000. Zwischen 16.000 und 20.000. Also wir sehen schon, es gibt natürlich Installateure, die haben ja das Modul als Favorit oder die müssen vielleicht Elektroarbeiten noch machen im Haus. Also wir sehen so Anlagen zwischen 16.000 und 20.000 Euro. Und dann denke ich, kann man sich jetzt die Frage relativ leicht beantworten, rechnet sich das? Wir sind der Meinung, Photovoltaik mit Speicher rechnet sich. Vor allen Dingen kann man sehen, bei den 4% und den 5,5%, dass sich das bei geringen Strompreissteigerungen, wenn die ein bisschen höher ausfällt, dann potenziert sich das enorm. Genau. Genau. Also wir wollten eigentlich zeigen, was würde passieren, wenn jetzt wirklich der Strompreis nicht, das wäre ja der Worst Case, ja, ja. Für ich sage, ich investiere mein Geld in Energie vor Ort verbrauchen, dann wären wir hier. Aber die Wahrscheinlichkeit wird eher da irgendwo dazwischen sein. Und dann denke ich, ist auch die Frage hinfällig, jetzt kommt die nächste Frage, ja, wie lange hält denn die Batterie? Mhm. Ja, und wir könnten nicht sagen, eine Batterie hält 20 Jahre, da würden wir also lügen vielleicht. Aber wir würden sagen, eine Batterie wird zwischen 10 und 15 Jahre auf alle Fälle halten. Und dann könnte man sich durchaus eine Batterie in 10, 15 Jahren ersetzen. Bei der Batterie wird ja immer von Ladezyklen gesprochen. Und die Ladezyklen, wenn ich die jetzt ausrechne, wären ja eigentlich angegeben auf 20 Jahre, oder? Ja. Ja, die Ladezyklen beispielsweise von der LG Chem Batterie, die man auch in der Doku sieht, die hat eine Ladezyklenzahl von 6.000. Wir gehen ungefähr aus von 300 Zyklen pro Jahr, und das ist schon hoch eigentlich. Und ja, da redet man von 20 Jahren. Wir sagen, um mal auf die sichere Seite zu sein, wir gehen selber so ungefähr aus 15 Jahre. Das wäre fair, denke ich, um zu sagen, weil es hat natürlich auch eine technologische Lebensdauer. Michael, ich frage dich mal, du hast ja so ein erotisches Verhältnis zu Speichern entwickelt und möchtest sowas unbedingt haben. Wenn du dir jetzt das anguckst, reicht dir das als Rentabilität oder ist dir das zu wenig? Auf jeden Fall. Alles, was die Netzkonzerne nicht kriegen, ist Gold wert. Okay, das ist eine politische Antwort. Und aus der wirtschaftlichen Sicht? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt seit Sommer mit Solar angefangen und es macht einfach Spaß, dabei auch zuzusehen. Mein Verhalten habe ich geändert. Also wenn Sonne scheint, wird der Geschirrspülmaschine angemacht. Zeitversetzt dazu die Waschmaschine, weil die Anlage ja auch nicht überstrapaziert werden soll. Und wenn ich zu viele Verbraucher zur gleichen Zeit halt einstelle, dann wird dann doch halt was aus dem Netz bezogen. Und es ist einfach nur eine Lernsache, bin ich der Meinung. Und ich denke mal, die neuen Geräte werden auch darauf abzielen, dass so eine kleinen Features eingebaut werden, dass man das halt alles steuern kann über Apps und dass die zeitversetzt halt genutzt werden, ne? Die Geräte.
und über Warmwasserspeicher. Also ich habe letztes Mal mit Bert schon geredet, dass man eigentlich so auch Wasserspeicher oder Heizungsspeicher mit viel weniger Wattage ansetzen müsste, weil überall ist eine Heizpatrone mit 1000 oder 2000 Kilowattstunden drin, ne? Also sprich 2 kW, was viel zu hoch ist. Wenn da eine Heizpatrone bei 300 Watt, 150 Watt mitdümpelt, dann ist das eine super... Wasser ist auch ein Speicher, ne? Also viel potenzieller. Ich habe auch schon das auf die Spitze getrieben, Zeitschaltuhren an an Gefriergeräten oder sowas, die haben eine Vorratsspeicherung von 72 Stunden. Man kann im Grunde genommen, wenn man es auf die Spitze treibt, die Geräte nachts abschalten. Ich hole mir um 1 Uhr keine Pizza aus der Tiefkühltruhe oder so, auch wenn es so aussieht vielleicht. Aber da braucht kein Gefriergerät oder ein Kühlschrank laufen. Das kann ja morgens um 6, 7 Uhr, 8 Uhr im Sommer, wenn die Sonne wieder am Zenit steht, völlig abdecken. Genau, Herr Buchner, die Frage ist, die Bürger nutzen ja ihre eigene Energie mittlerweile vielfältig, nicht nur für reine Stromverwendung für Licht oder sowas ähnliches, sondern auch eben, um Wärme oder Kälte damit zu produzieren. Kann ich damit meine Wirtschaftlichkeit nach oben treiben? Vielleicht haben wir es noch nicht gesagt, aber unser Ziel ist ja, Strom da zu verbrauchen, wo er produziert wird. Und das sieht man jetzt eigentlich auch klar, das sagt die Zahl Eigenverbrauch. Wir haben 40%, die haben wir noch da. Und natürlich arbeiten wir auch schon an Lösungen, wo genau das kommt. Und wir hören das eigentlich auch viel von unseren Kunden, die sagen, ach, ich möchte gern... Bevor ich das jetzt einspeise für 12 Cent, da stecke ich das doch lieber in mein warmes Wasser. Ja, dann ist es da produziert oder da verbraucht, was produziert ist, auch wenn ich jetzt mit der Heizpatrone vielleicht nicht immer mein warmes Wasser machen kann. Aber ich kann mir schon wieder konventionelle Energie sparen. Also überall da, wo ich für 28 Cent was kaufen will, kann ich sozusagen andere Verbraucher einsetzen. Felix, bitte. Also ich habe auch einen Speicher zu Hause. Ich habe eine 6,6 kW Peak-Anlage. Und ein Akku mit 5 kWh. Ich habe hier mal meine Zahlen von diesem Jahr, was ja noch nicht ganz um ist. Was ja schön ist, ist, dass die furchtbare Zeit erst noch kommt. Deswegen ist ja ganz gut, dass es noch nicht um ist. Also ich habe in den 10 Monaten habe ich eine Solarproduktion von 4.523 kWh. Einen Hausverbrauch von 2.800 kWh. Und ich habe eine Autarkie von 70%. Ich habe natürlich viel mehr Strom produziert als verbraucht. Nur 70% oder nur, also eigentlich bin ich damit ganz zufrieden. Ich muss sagen, ich mache mein Warmwasser auch komplett über Strom. So, und jetzt ist natürlich die große Frage Sommer laufe ich dann immer panisch durchs Haus und denke, wo sind Verbraucher, die ich ganz schnell anmachen kann, weil der Speicher natürlich schon, der ist um, was weiß ich, 10 Uhr ist der voll. Also dann ist noch 99%, dann denke ich, gut, das eine Prozent kannst du jetzt noch in 2 Stunden machen. Aber eigentlich laufe ich dann schon rum und denke, was kannst du machen, um jetzt irgendwie noch Strom sinnvoll zu verbrauchen? Wenn jetzt um diese Jahreszeit, also heute habe ich ihn auch wieder schön voll gekriegt, gut, da sind dann mit 3 Kindern 3 Waschmaschinenladungen schnell durchgegangen, dann war der Akku auch wieder leer. Aber wie berechne ich meinen Akku bei einer so einer Jahresbilanz? Wie berechne ich den, dass ich sage, wie kann ich meinen Akku berechnen, dass ich den so, wie soll ich das sagen, also die Kapazität genau berechne, dass ich sage, ich möchte ja auch nicht zu viel haben. Also, dass der im Winter trotzdem noch gebraucht wird. Hilft mir ja nichts, wenn ich im Winter den nur zu 2% voll kriege. Ja. Und im Sommer verbrauche ich natürlich gar nicht so viel Strom. Also da kann ich dann die Erde meines Gartens heizen, aber das brauche ich natürlich nicht. Ja. Aber, die Frage ist doch, die Frage ist doch ganz einfach zu beantworten, Felix. Ja? Wenn du im Sommer so viel Strom übrig hast, ja, noch 3 Kinder, hast du 6 Maschinen zu waschen. Dann bist du deinen Strom im Sommer komplett los. Okay, danke schön. Herr Buchner. Was man natürlich schon sieht, ist, dass der nächste Schritt ist eigentlich, und das sehen wir auch, wenn wir mit unseren Installateuren reden, der Solarinstallateur oder der Wärmeinstallateur, der wird eigentlich im Endeffekt Energieberater. Und wie Sie schon erwähnten, die werden in der Zukunft schlauere Häuser bauen.
wo, so wie Sie schon fragen, Strom in warmes Wasser gespeichert wird, aber auch mit einer Klimaanlage gespeichert wird. Ein halben Grad ist für einen Mensch eigentlich fast nicht zu spüren. Und wenn man dann extra Strom übrig hat, wird einfach der Klimaanlage ein halbe Grad höher oder niedriger eingestellt und auf diese Art und Weise wird es gespeichert. Und eigentlich deshalb haben wir, ich glaube, es war letzte Woche beispielsweise auch einen Vertrag mit solaren Datensystemen geschlossen, die produzieren das Solarlock-System und die machen genau das. Die machen in Kombination mit der Powerroute ein bisschen extra Steuerung ins Haus, sodass sie in ihrem Fall mehr Eigenverbrauch machen können, wann sie es brauchen. Aber im Endeffekt, es hat natürlich keinen Nutz, um nur Lasten anzuschalten, weil man diesen Strom nutzen möchte. Genau, natürlich. Ich mache da natürlich nicht im Keller überall schnell Licht an, sondern ich versuche dann, also wir haben auch das ist ein uraltes Wasseraufbereitungsding, das hat, weiß ich nicht, 80 Liter oder so. Dann renne ich runter in den Keller, stelle das Ding auf kochend und wenn es ganz blöd läuft, vergesse ich es dann und mir fällt dann in der Nacht ein, oh Gott, ja. Das kocht da unten seit Stunden. Aber Strom verbraucht. Den Strom habe ich dann verbraucht, genau. Dazu passt. Also ich dann auch Strom zu speichern, indem ich sage, wenn jetzt die Sonne scheint, der Akku ist voll, ich mache jetzt, schmeiß das Wasser an, stelle es danach dann wieder runter, sodass der Thermostat dann bis, was weiß ich, 5 Uhr morgens dann noch Luft hat und das Ding nicht nochmal anspringt. Aber dafür hat man jetzt schlauere Systeme, die das einfach automatisch machen können, sodass sie dasselbe nicht machen müssen. Das wäre dann der nächste Schritt. Ja, hier gibt es eine Frage, passend dazu eines Zuschauers. Er fragt, gibt es eine Steuereinheit, mit der man verschiedene Energiequellen, PV-Anlage, Blockheizkraftwerk, Heizung und Verbraucher, stationärer Stromspeicher, IK-Speicher, Power-to-Heat, der kennt ja auch alles, was ist denn Power-to-Heat, Heizung braucht Wasser, automatisch steuern kann, um den Energieeinsatz im Haus zu optimieren? Ja. Dankeschön. Aber, also wahrscheinlich haben 5 Menschen in Deutschland haben all die Sachen ins Haus jetzt, weil das kann das normalerweise jetzt schon bezahlen. IKs ist eigentlich auch schon ein Thema. Auf der langen Frist sehen wir da auch, dass das mit reingezogen wird. Aber so wie es jetzt noch ist, was wir jedenfalls sehen, ist die Art von Zellen beispielsweise, die in diese Batterien genutzt werden, die sind sehr geeignet, um dauernd eine Woche schön zu laden und schön wieder nach unten zu gehen. Wenn man in Eigenverbrauchsthema geht, dann braucht man eigentlich andere Zellen. Aber im Endeffekt, was man schon sieht, so wie gerade schon erwähnt, diese Systeme gibt es schon, die diese verschiedenen Quellen steuern können und auf Basis von, sag mal, einer Rückmeldung diese wieder ausschalten können und so weiter und so fort, sodass man im Endeffekt Autarkie und Eigenverbrauch erhöhen kann. Dazu passt auch die Frage von Jochen Loy, der eben genau darauf aufsetzt und sagt, ist das ganzjährig wirtschaftlich? Ja, wie? Leben wir auch nur einen Monat, oder? Also Winter hat man weniger Sonne, also, nutzt man den Speicher nicht aus, geht die Rechnung ganzjährig auf. Ich meine, wir haben einfach 3 Monate, ist die Sonne kürzer da. Ja, also ich meine, wie soll man das beantworten? Wir versuchen auch immer den Installateuren klarzumachen, du kannst nicht nur eine Situation in einem Tag raussuchen. Ja, welchen willst du da jetzt auch raussuchen? Ich meine, wir leben im Haus, wir leben 365 Tage, wir leben mehrere Jahre und so muss man das, und das zeigt es eigentlich auch, man muss es auf ein ganzes Jahr sehen, weil da bin ich ja auch, da lebe ich ja auch. Also im Sommer ist es sehr rentabel, im Winter ein bisschen weniger, im Querdurchschnitt ist es gut. Noch ein Zuschauer fragt, sind die beiden Holländer, also sie sind da verwechselt worden, auch Holländer jetzt, mit dem Tesla gekommen, habe auch einen fahrbaren Speicher, e-Smart, wichtiges Thema. Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, wir haben ja gesagt 60%, wenn jetzt E-Mobilität kommt, dann sieht das natürlich nochmal ganz anders aus mit der Rentabilität. Also das ist gut, was du sagst. Jetzt sieht man das und das wird immer wieder darauf rausgehen, das ist jetzt 1-1-1. So, dann hat man jetzt 40% übrig. Wenn man jetzt Photovoltaik erhöht, also ein paar mehr Module, dann wird natürlich hier mehr übrig bleiben. Und das sehen wir im Endeffekt auch schon. Ja, man muss im Haus versuchen zu sparen, aber man kann sich auch überlegen, wenn ich jetzt ein Elektroauto mehr Energie ins Wasser schieben will,
ja, dann muss ich die Produktion von Kilowattstunden erhöhen. Also dann könnte man hier 8 Kilowatt Peak, was jetzt auf ein ganz normales Einfamilienhaus auch passt, dann hat man hier mehr übrig und somit wird das wird der nächste Step sein in der Phase. Wouter, wenn jetzt jemand sich für Stromspeicher interessiert und ein solches System haben will, viele wollen das ja, wie gehe ich jetzt vor? Was mache ich als Verbraucher? Du gehst nach unserer Website, www.baurum.com. So. Genau. Und du wählst dich einen Installer aus in der Nähe. Ja. Weil die Leute sind alle von uns geschult worden. Die sind von der Meister geschult worden hier. Und so gehen sie voran. Und ich kann eigentlich sagen, ich will 111, ich gucke mir meinen Verbrauch an und sage, das muss eigentlich sozusagen roundabout hinhauen. Viele sagen ja auch, das möchte ich unbedingt noch wissen, viele sagen, okay, ich habe jetzt einen Verbrauch von 5.500, ich packe mir einfach so viel möglich, wie es geht, mein Dach ist so groß wie möglich, wenn ich 10 kW Peak draufsetzen kann, setze ich drauf. Mache ich jetzt eine verbrauchsorientierte Planung für mich oder haue ich drauf, was geht? Es geht ein bisschen, hängt davon ab, was dein Ziel ist. Wenn Autarkie dein Ziel ist, dann ist das, kann das eine Vorgangsweise sein, weil das ist natürlich eine gute Art und Weise, um sehr autark zu werden. Ja, wenn man sich die Zahlen von Herr Quaschning beispielsweise anschaut, dann hantieren wir jedenfalls, dann finden wir es, halten wir es für sinnvoll, um die 111-Regel zu hantieren. Weil das macht eigentlich, dann hat man immer den Querdurchschnitt von 50% Eigenverbrauch, 50% Autarkie und 60% Eigenverbrauch. Ja. Herr Bruchner, würden uns dies machen auch so oder volle Kanne, Susanne? Wir sehen eigentlich, und das genau, was der Wouter sagt, was ist die Philosophie oder auch das Ziel ein bisschen auch vom Installateur. Also wir haben ja gesagt, der Installateur, der wird in der Zukunft auch so Energieberater und da sehen wir eigentlich beide Seiten. Es gibt auch Installateure, die sagen, du hast ein gutes Dach, willst du investieren, willst du mehr investieren auf Autarkie, dann ist natürlich klar, dann sind 10 kW Peak, gehen mehr in Richtung Autarkie und dann gibt es auch Kunden, die investieren da. Andere Kunden sagen, ja, was wäre denn jetzt für mich das Optimale? Und da sieht man eigentlich auch in der Studie vom Professor Quaschning, das ist so der Optimum. Ja? Lohnt es sich denn, mit einer eigenen Anlage auf dem Dach Strom fürs eigene Elektroauto zu machen? Ist immer ein bisschen schwierig jetzt, weil oft sind Autos nicht zu Hause, wenn die Sonne scheint. Und entweder man muss sich dann ein sehr großes Speicher darstellen, womit man nachher wieder das Auto aufladen kannst, weil sonst ist man zu Hause mit dem Auto in der Sonne ist weg. Also dann kann man das nicht direkt als Speicher nutzen. Ja, dann braucht man immer noch 2 Speicher-Units. Ist vielleicht jetzt noch ein bisschen eine teure Lösung. Langfristig sehen wir natürlich auch, dass es Modelle geben wird, dass man während der Tag einfach irgendwo anders sich den Strom lädt. Und das wieder, wenn man zu Hause ist, wieder runterladen kann, so wie, wie es gefragt wird. Um nochmal kurz zurückzukommen auf diese Frage, schmeiße ich einfach so viel wie möglich auf dem Dach, was möglich ist bezüglich Solarkapazität. Wir sind immer noch der Meinung langfristig, dass es sich lohnen wird, um so viel wie möglich von deinem eigenen Strom selber zu nutzen. Und wenn man überdimensioniert, speist man einfach normalerweise mehr rein. Also es macht nur Sinn, unserer Meinung nach, wenn man nachher dann auch nachdenkt, kann ich vielleicht umwandeln zu beispielsweise Heizung mit Strom oder so etwas. Ja, dass ich die verschiedenen Art und Weise miteinander kombiniere, wie ich mein Haus beispielsweise verwarme. Wenn es nur um Produktion geht, wir sind nicht unbedingt der Fan davon. Einen letzten Punkt habe ich noch, den ich noch klären möchte. Es gibt ja auch Unterstützung. Die KfW unterstützt das ja auch finanziell, aber nur, wenn man es finanziert. Herr Bruchner, macht es denn Sinn, die KfW-Förderung in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich nehme die Subvention praktisch mit und mache dann eine Finanzierung oder lege ich das Geld lieber Cash hin? Also wir sehen beides im Markt. Und wir sehen natürlich schon auch Installateure, die haben sich wirklich darauf spezialisiert. Und es macht natürlich Sinn, jetzt, wieso soll man nur in der Vergangenheit konventionelle Energien fördern? Also wir sehen, dass es Sinn macht und dass es auch viele Endkunden mitnehmen und nehmen. Was wir bei vielen Endkunden sehen, ist auch eine Art von Philosophie.
eine sagen, der eine Hälfte der Kunden sagt, ich nehme mich gerne die 2000 Euro und ich gebe mir die Mühe. Die andere sagen, ich mache mich unabhängig. Wieso soll ich mich dann wieder abhängig machen von mit dieser KfW-Förderung. Ja, also es ist wirklich eine Art Philosophie, was wir sehen. Also ich finde das eben auch, wenn man das Geld eben einfach nimmt und für sowas anwendet, es ist wirtschaftlich. Ich bin vor der Sendung noch zum Friseur gerannt, um noch mit Wouter irgendwie konkurrieren zu können. Und dann bin ich vorbeigelaufen und bei meinem Friseur in der Nähe ist ein BMW-Händler. Und da stand so ein kleiner Dreier-BMW, da stand drauf Grundpreis 43.000 Euro, war ein Diesel, ein sparsamer Diesel und dann waren so ein paar extra und da stand da 63.000 Euro. Und das sind ja natürlich Sachen, die sich nun überhaupt in gar keinster Weise rechnen. Und da sage ich mir immer, okay, so ein Stromspeicher, wo ich 20 Jahre unabhängig bin vom Strompreis für 16.000 oder 20.000 Euro, ist ja mittlerweile ein Witz gegen so ein Auto, was Schrott ist, oder? Weil es Schrott ist. Ja, absolut. Also wir sind auch der Meinung und deshalb finden wir auch, dass wir als NEDAB, das ist auch einer der Gründe, warum wir als NEDAB darin investieren. Weil wir denken, dass das eine langfristige Lösung ist, die auch wirklich funktionieren wird auf der langen Frist und auch wirklich nachhaltig ist. Wie gesagt, es wird dauern, bevor jedes es zu Hause hat, aber unserer Meinung nach ist es wirklich die einzige Art und Weise, um es langfristig miteinander zu machen, diese Energiewende. Ja, das ist doch ein gutes Wort und in dem Sinne bedanke ich erstmal recht herzlichen Dank, Herr Bruchner und danke. Herr Klander. Vielen Dank. So, und jetzt, oh nein, um Gottes Willen. Oh nein. Ja, der Frank hat es schon angedroht gehabt und ich mache das jetzt wahr. Ich schenke Ihnen beiden einfach mal einen von unseren tollen Sparduschköpfen. Ach, vielen Dank. Ausprobieren, dass Effizienz auch Spaß macht. Ja. Bleiben noch sitzen. Einfach danke. Ausprobieren, umschalten, bis statt des Wassers ein Sprühnebel rauskommt und ich kann nur sagen, alle, die es bisher ausprobiert haben, sagen, es ist wie unter dem Wasserfall, ist sensationell und man kann bis zu 90% der Warmwasserenergie und des Wassers einsparen. Probieren Sie es einfach mal aus. Also ein Liter pro Minute kommt raus, ja? 1,8 bis 3, je nachdem, wie stark man auftritt, aber maximal 3 Liter. Im Vergleich zu so einem normalen Duschkopf mit 14 Litern ist das eine Ansage, finde ich. Und super. Einfach mal ausprobieren. Gucken. Jetzt denken Sie aber nicht, das ist ein großzügiges Geschenk. Das Ding kostet 5,50 Euro im Kaufhandel. So toll ist das Ganze nicht. Also, es ist möglich, selber Energie wirtschaftlich zu produzieren und zu speichern. Und das brauchen wir auch, denn wir verbrennen Kohle, es verursacht CO2, es verursacht Klimabelastung. Das ist die eine Seite. Das ganze Zeug muss aber auch irgendwo herkommen. Und es wird teilweise weltweit unter den bestialischsten Bedingungen produziert. Ein Beispiel ist Kolumbien. Ich habe es am Eingang der Sendung gesagt. 95% der Kohleförderung in Kolumbien wird exportiert, kommt dann hierher, auch zum großen Teil nach Deutschland. Und wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was bedeutet eigentlich Kohleförderung in Kolumbien? Es gibt dazu einen Kinofilm, der seit Mai 2015 in den Kinos ist. Er heißt La Buena Vida, das gute Leben. Und wir schauen uns mal kurz einen Ausschnitt aus dem Film an. Hier había mucha alimentación, abundante lluvia, agua, buena cacería. Él salía, mataba dos, tres saínos, cauquero, venado. Pensé que fue un pedazo de carbón. El carbón en el agua. Que nosotros irnos de aquí, nuestro territorio, vamos a recibir un impacto grandísimo. Así es como queremos vernos en Tamaquito Nuevo. Ese nuevo episodio en nuestras vidas pues va a ser mucho más placentero. No parió, cojuto de mujeres, no talla. Sembrar, vender, ¿de qué vivir? Pero yo quiero llegar a una meta y hacer otra cosa.
Yo no me quiero pasar la vida trasladando a Tamaquito. Hombre, la mejor arma que tiene el hombre es el diálogo. No son los que tienen los fusiles, que son cobardes. Que diálogo así, ese es el valiente. La Buena Vida, ein Film über den Kohleabbau in Kolumbien. Und mit diesem Thema hat sich auch mein nächster Studiogast beschäftigt, mit der Frage, die Verantwortung auch der deutschen Konzerne in Kolumbien. Ich begrüße recht herzlich die Journalistin Anke Polkowski. Herzlich willkommen, Frau Polkowski. Schönen guten Abend. Ja, Sie haben einen sehr wichtigen und tollen Artikel geschrieben. Der ist geschrieben worden für die Gesellschaft für bedrohte Völker, die Verantwortung deutscher Energiekonzerne. Und darüber wollen wir kurz sprechen. Es gibt da einen sehr schönen Begriff, der heißt Extraktivismus. Was bedeutet das? Extraktivismus ist allgemein erstmal einfach nur der Abbau von Ressourcen, ob das jetzt Öl, Kohle oder Gold ist, und der dann hauptsächlich exportiert wird ins Ausland. Das heißt, es ist tatsächlich so, wie man sich das klassisch vorstellt, die Länder produzieren es nicht für sich selber, sondern im Grunde genommen ist das die klassische Ausbeutung im Nord-Süd-Konflikt. Ja, so ist es entstanden. Letztendlich können wir jetzt in den letzten Jahren in Lateinamerika schon eine neue Entwicklung erkennen, die man den Neo-Extraktivismus nennt. Also die Regierungen suchen selber von sich aus Wege, ihre Ressourcen abzubauen, um dann durch Renteneinnahmen, Konzessionsvergaben, Einnahmen so zu generieren, dass sie sie für eine aktivere Sozialpolitik nutzen können. Mhm. Das sind insbesondere Länder, wo Venezuela, Bolivien, Ecuador, die sehr sozialistisch linke orientierte Regierungen haben, aber auch Kolumbien beispielsweise hat da Veränderungen vorgenommen. Sie haben einige Bilder aus Kolumbien mitgebracht, die will ich jetzt als Foto mal so ein bisschen einspielen. Vielleicht können Sie uns ja ein wenig hier erläutern. Also das geht hier schon mal los mit den, das sind hier Kohlezüge und die entsprechenden Bilder kommen gleich. Hoppla, wo habe ich das jetzt hier? So, das ist natürlich hier ein entscheidendes Bild. In Kolumbien haben wir Steinkohlenförderung im Tagebau. Mhm, ja. So, und das heißt, wie passiert das? Wird das einfach gesprengt und dann abgebaut oder wie macht man das dort? Ja, die Kohle liegt so circa unterschiedlich, aber sie wird weggesprengt, die obere Erdschicht, um dann an die Kohle heranzukommen. Ja. Und das begräbt sich dann je nachdem eben immer tiefer in die Erde hinein, wie man das jetzt auch in den Fotos gesehen hat mit den Abstufungen. Ja, und es entstehen, man kann das hier sehr schön sehen, es entstehen einfach riesige Löcher. Ja. Und muss diese Kohle dann noch ausgesiebt werden, verarbeitet werden oder kann man die so verwenden, wie wir sie hier sehen? Naja, das kommt drauf an mit den Verfahren, wie sie jetzt letztendlich aufgearbeitet wird. Die Kohle, damit kenne ich mich nicht so besonders gut aus. Man kann sich aber vorstellen, die Sprengungen an sich alleine hinterlassen schon, also ist ein Lärm, eine Lärmbelästigung für die Einwohner, für die Anwohner der Gebiete, und wir haben eine enorme Staubentwicklung. Und diese Staubwolke zieht halt eben je nach Windrichtung auch über die gesamten Dörfer. Da gibt es Berichte von Anwohnern, die eben beschreiben, dass sie ihre Wäsche draußen nicht mehr aufhängen können, weil weiße Wäsche halt eben, wenn sie einen Tag da hängt, danach grau ist. Genauso wie man mit dem Finger über Fensterbretter oder Fensterscheiben gehen kann und der ist danach eben schwarz von Kohlestaub. Mhm. Also wir haben hier noch die nächsten Bilder, die wir hier sehen können, wie es dort vor Ort aussieht. Wie lange werden solche Gruben betrieben? Wie lange kann man sowas nutzen? Also diese Grube jetzt speziell auf dem Foto ist die von Cerrejón und die arbeiten dort seit 30 Jahren. Wie lange dauert das noch? Und das wird ständig erweitert. Das ist ja es der Punkt. Es wird auch ständig immer noch weiterhin erweitert, ja. Ja. Also 2013 waren es ungefähr 70.000 Hektar, auf denen abgebaut wurde. Und nicht ganz abgebaut wurde, aber die schon in Konzessionsvergabe waren.
und bei denen die Projekte auch schon genehmigt wurden, um dort weiterhin abbauen zu können. Ja, hier sieht man die Bagger dort. So, die werden also auf diese LKW, die Kohle wird auf diese LKWs geschippt. Ja. Und dann geht das auf Bahnlinien. Und auch die Bahnlinien sind ein Problem, weil die einfach die Gebiete der Bürger dort Auch die LKWs, also man kann sich das ja vorstellen, es sieht ja so schon trocken und staubig aus. La Guajira ist generell auch eine Region, wo großer Wassermangel herrscht. Und das Unternehmen hat von der kolumbianischen Umweltbehörde die Genehmigung, 195 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Fluss Rio Rancheria zu ziehen. Das wird eigentlich dafür genutzt, um letztendlich auch fast 24 Stunden lang diese Straßen mit Wasser zu besprenkeln. Weil wenn die LKWs da drüber fahren, natürlich die Staubbelastung sich zusätzlich erhöht. Und dieses Wasser steht denen da nicht mehr zur Verfügung für Landwirtschaft, halt für Verbrauch? Für Verbrauch, für Landwirtschaft. Wie gesagt, es ist eine water-stressed region, sagt man. Und die Einwohner haben dann halt eben weniger Wasser, um beispielsweise ihre landwirtschaftlichen Projekte zu bewässern. Ja, wir können das hier also sehen, hier so, wo das Wasser abgezapft wird. Und das ist hier nochmal ein Bild von dieser gigantischen Steinkohlegrube im Tagebau. Also ich meine, das ist eine unglaubliche Naturzerstörung, die hier stattfindet. Das Interessante ist, die Besitzer dieser Kohlegruben sind nicht Unternehmen aus Kolumbien. Nein. Wem gehören die Unternehmen? Also das Unternehmen Cerrejón ist aufgeteilt jeweils zu ein Drittel zwischen BHP Billiton, das ist Amerika, Australien, und Glencore, Schweiz, und dann noch Großbritannien mit Anglo-American. Ja. Also denen gehört das. Die haben das regelrecht, regelrecht gekauft. So. Ja. Wie viel davon kommt nach Deutschland? Von was? Von der kolumbianischen Kohle. Wie stark beziehen wir Kohle von dort? Also es ist, die Stromlieferanten hier in Deutschland sind nicht besonders transparent, wie viel Kohle aus der Mine kommt. Aber letztendlich wissen wir, dass die Mine Cerrejón, die wir jetzt zum Beispiel auf dem Foto gesehen haben, war ungefähr 50% wird dann aus dieser Mine nach Europa exportiert. Wie reagieren die Stromkonzerne, wenn sie fragen, wo kommt ihre Kohle her? Naja, das habe ich die Stromkonzerne so direkt natürlich noch nicht gefragt. Mhm. Aber es gab einige, der Oliver Kirscher zum Beispiel, die haben auch Anfragen gestellt an Kohleunternehmen. Und dann werden halt natürlich offiziell schon zugegeben, dass sie auch Kohle aus Cerrejón beziehen. Mhm. Natürlich. Was ich in Ihrer Arbeit ganz interessant finde, ist, Sie haben darauf hingewiesen, oder man kann es nachlesen, dass wir in Deutschland nicht weniger Kohle verbrauchen, sondern diese Kohleimporte auch noch weiter ansteigen. Mhm. Das heißt also, das Problem verringert sich nicht, es verstärkt noch, zumal wir in Deutschland mit der eigenen Steinkohlenförderung aufhören. Wir sind also weiter und stärker davon angewiesen. Genau, also mit 2018 werden die Subventionen für Steinkohleförderung hier, Braunkohleförderung ist es ja hauptsächlich, in Deutschland auslaufen. Und dann sind wir zu 100% auf Import angewiesen. Es gibt hier, Sie haben in Ihrer Arbeit einen Satz reingegeben, der Verein der Kohleimporteure weist darauf hin, dass die Steinkohlenimporte nach Deutschland im Jahre 2013 auf über 50 Millionen Tonnen gestiegen sind. So, und hier jetzt kommt es entsprechend, nach Einschätzung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft lag die Bruttostromerzeugung 2013 in Deutschland bei 635 Terawattstunden, welche zu 61,8% aus konventionellen Energieträgern stammt. Also ich meine, muss man sagen, wir reden immer von Energiewende, aber 61,8% waren da noch von konventionellen Energieträgern. Und jetzt kommt der Punkt. Damit stieg der Steinkohlenverbrauch für die Stromerzeugung im Vergleich zum Vorjahr um 8,2%. In Deutschland steigt das Ganze nach oben. Und auf der anderen Seite, das beschreiben Sie in Ihrer Arbeit eigentlich ganz gut, ist es tatsächlich so, dass die Menschen dort vor Ort sehr stark verarmt sind und in großem Armutsrisiko leben. Ja, das ist richtig. Wir haben hier eine Zahl, das haben Sie ganz gut beschrieben, ich muss mal kurz raussuchen, 64% der Bevölkerung
lebt unter der Armutsgrenze und 37% in extremer Armut. Wie ist die Situation der Leute vor Ort? Nun, also man muss dazu sagen, es handelt sich nur um die Region La Guajira, wo Cerrejón die Kohle abbaut. Mhm. Und die Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung La Guajira sind afrokolumbianische oder indigene Gemeinschaften. Das heißt Gemeinschaften, die natürlich eigentlich Subsistenzwirtschaft betreiben, die von Fischfang und von der Jagd gelebt haben und von dem, was sie selbst anbauen konnten. Und diese Möglichkeiten fallen jetzt natürlich durch Wasserverschmutzung, durch Luftverschmutzung, durch Lärmbelästigung komplett weg. Das heißt, die Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage und rutschen damit natürlich in extreme Armut ab. Und die Vertreibung findet noch weiter statt. Es ist ja nicht nur so, dass die dort vor Ort jetzt die Schwierigkeiten haben, sondern die Gruben wachsen weiter und die Menschen werden immer weiter weggedrängt. Ja, es gibt immer, also es kam ja auch schon vorher zu Umsiedlungen von verschiedenen Gemeinden, aber das Unternehmen Cerrejón ist da halt eben auch in den Verhandlungsprozessen nicht immer besonders partizipativ. Das ist ja noch freundlich ausgedrückt. Wir haben zugeschaltet Martin Acevedo über Skype. Er ist in Kolumbien aufgewachsen, lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Guten Abend. So, was haben Sie denn da hinten für ein Bild? Ein hübsches Bild ist da gemalt, wunderbar. Sagen Sie, wie ist eigentlich die Kultur und Geschichte der vom Kohleabbau betroffenen Bevölkerung? Was sitzen dort für Menschen? Das ist ja eigentlich eine ganze Kulturregion, die da platt gemacht wird. Ja, die Region ist hauptsächlich von den Guajiros, die in Kolumbien auch die Guayus benannt werden. Es ist eine alte Kultur, die bestand lange bevor die Spanier nach Amerika gekommen sind. Die sind sehr bekannt für seine Stärken als Volk, sind sehr naturnahe Völker und vor allem auch für andere Kolumbianer auch deswegen auch sehr respektiert. Die Menschen dort haben ja da unten auch, gerade weil wir von den Kulturvölkern gesprochen, die haben ja ein ganz bestimmtes Verhältnis zur Natur und zum Verhalten gegenüber Natur, wie das aussieht. Und das wird ja eigentlich komplett kaputt gemacht. Ja gut, muss man auch sehen, dass als Völker, die haben mit der Natur lange ja, also immer in Gleichgewicht gelebt. Die haben von der Natur auch genommen, was sie auch für seine normalen Leben gebraucht haben, haben sich, sagen wir, in Einklang mit der Natur entwickelt. Und ja, die Guajira ist eigentlich eine Region, die nicht so fruchtbar ist, aber trotzdem, sie haben damit mit diesem Umwelt sehr gut gelebt. Und bis heute hatten eigentlich das Beste davon gemacht. Jetzt kommen dorthin die Konzerne und wollen verhandeln, wollen umsiedeln, wollen neue Dörfer machen. Was für eine Verhandlungsposition haben eigentlich die Ureinwohner gegenüber den Konzernen? Können die da überhaupt irgendwas rausholen? In Wirklichkeit nicht, weil die werden nicht fair behandelt. Die werden eingeschüchtert, die werden bis ans Leben bedroht und die Leute, die oder die Siedlungen, die ein bisschen Widerstand halten, sagen wir, die leben schon an den Grenzen von den Minen und leiden unter, sagen wir, die Umwelt. Zerstörung, also die könnten nicht mehr von der Natur nehmen, was sie auch zum Leben brauchen. Und auch den Staub, was auch jetzt auch thematisiert worden ist, die Guajira ist sehr trocken und diese Kohlestaub ist für das Leben auch von den Kindern sehr belastend. Wir haben das ja gerade gesehen,
in dem Filmausschnitt des Kinofilms, dass dann tatsächlich, dass erstmal der sagt, wir wollen unser Projekt durchführen. Und dann tauchten da Milizionäre auf. Und vieles von dem, was an Versprechungen da ist, das ist ja dann tatsächlich auch überhaupt nicht umgesetzt worden. Ist das so, dass das dann nicht umgesetzt wird, was man den Menschen dort verspricht? Gut, es wird teilweise umgesetzt, aber sind wir Alibi-Umsetzungen, weil tatsächlich, was man den Menschen wegnimmt, kann man nicht ausgleichen. Niemand seinen Lebensraum, niemand seine Kultur weg, seine Lebensweise. Und dann werden die nächsten Generationen eher Tagelöhner oder werden abhängig in andere Art und Weise, in der Art und Weise, wie wir auch diese wirtschaftlichen Umwelt, was wir haben. Wir müssen arbeiten, um zu leben. Und die bis heute, sagen wir, hatten einen Lebensraum, wo sie autark leben könnten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es wird ja auch immer gesagt, ja, das schafft auch Arbeitsplätze. Das haben wir in Deutschland ja auch. Da wird dann gesagt, der Braunkohletagebau schafft Arbeitsplätze. Das muss sein. Dort unten wird dann auch gesagt, ja, aber der Kohlebergbau schafft Arbeitsplätze. Aber die Menschen, die umgesiedelt werden, die haben gar keine Arbeit davon, sondern das machen ganz andere Menschen. Die Leute dort unten haben gar nichts davon. Genau, ja, die Familien und die Dörfer, die umgesiedelt werden, die haben in der Zukunft eigentlich nur Abhängigkeit. Wenn die vorher gearbeitet haben, in ihrem Bereich gelebt haben, wenn die umgesiedelt werden, wie ernähren die sich denn dann selber? Wo finden die Arbeit? Wie können die ihren Lebensunterhalt selber gestalten? Ja gut, ohne Land, die können jetzt nur für andere Leute arbeiten und abhängig von einem entsprechenden, ja, Arbeitsgeber. Und was? Das ist, ja, die sind, sagen wir, nicht so, die haben keinen Zugang zu unseren westlichen Bildungsniveau. So, die werden abhängig und dann als billige Arbeitskräfte woanders arbeiten müssen. Die Frage, die sich immer anschließt, was kann man tun? Was sind jetzt Ihre Forderungen? Was müsste sich dort unten vor Ort verändern? Muss man sagen, aufhören mit dem Kohlentagebau? Muss das einfach verschwinden? Denn die Menschen da vor Ort haben ja nichts davon. Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Antwort dafür wäre eigentlich ein faires Handel direkt mit den Bewohnern und den Besitzern von diesen Gebieten und nicht mit, sagen wir, Konzerne, die nur seiner eigenen Profitgier folgen. Ja, okay, soweit erstmal die Schilderung der Situation vor Ort. Wir werden jetzt gleich uns hier im Studio noch um die Lösung bemühen. Ich bedanke mich erstmal. Vielen Dank, Martin. Dankeschön. Danke. Ja, gerne. So. Tschüss. Wir haben ja gesagt, die Deutschen haben auch eine Verantwortung. Und eine der Verantwortungen ist, dass man die Lieferketten erstmal in den Griff bekommt. Ja, man könnte die Lieferketten definitiv transparenter gestalten und es gehört natürlich auch dazu, dass die Unternehmen sich dann an die Leitsätze, die sie in ihren Corporate Social Responsibility Strategien formulieren, auch umsetzen. Aber Sie haben festgestellt, dass das, was die Unternehmen reinschreiben, was sie machen wollen, transparente Lieferketten, die Menschen vernünftig behandeln, dass sich das im Prinzip von außen überhaupt nicht durchschauen lässt. Ja, es ist schwer. Da ist nicht besonders, gerade in den Lieferketten, nicht besonders viel Transparenz, beziehungsweise sind die nicht sehr offen, das dann auch darzustellen, ja. Die Kohleimporteure und Exporteure haben ja eine sogenannte Better Coal-Initiative gestaltet und werben auch auf den Webseiten davon. Was ist das für eine Initiative? Also die Initiative wurde von den Unternehmen selbst gegründet und sollte eigentlich zu einer Zertifizierung von Kohle führen, so wie man andere Zertifikate bei uns bei Fisch oder so halt eben kennt, dass es darum geht, dass beim Abbau und auch bei der gesamten Lieferkette Umwelt- und Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Und ist das transparent genug? Es hat die Bundestagsfraktion der Bündnis 90 der Grünen hat ja mal eine Anfrage eingereicht, hat gesagt, wir wollen das genau transparent haben. Hat das funktioniert? Die Anfrage die Anfrage, da ging es ja auch um diese OECD-Leitsätze, die sich halt eben auch auf die Transparenz und um Menschenrecht und Umweltstandards in den Lieferketten bemühen.
Letztendlich sind das aber alles freiwillige Sachen. Es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten, die Unternehmen irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen oder dazu gesetzlich zu verpflichten. Mhm. Und ja, die Antwort der Bundesregierung war letztendlich auch nur, dass sie das genauso beibehalten wollen. Wir wollen natürlich auch für die Unternehmen ein wirtschaftlich freundliches Gebiet sein, um hier ein Unternehmen aufzubauen. Ich möchte noch mal aus Ihrem Artikel kurz was zitieren. Da steht drin, am 17.03.2014 reichte die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen eine Anfrage zur Unternehmensverantwortung in der globalen Lieferkette ein. So, innerhalb dieser kleinen Anfrage wurde auch nach Sanktionsmöglichkeiten für Unternehmen gefragt, die Arbeitsnormen der ILO-Konvention der Menschenrechte verletzten. So, also ILO ist die Arbeitsschutzorganisation der Vereinten Nationen und die haben ganz bestimmte Grundsätze, die eingehalten werden müssen. So, also es geht darum zur Frage, wie kann man dafür sorgen, dass diese rechtlichen Standards auch umgesetzt werden. Jetzt zitiere ich mal die Antwort der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat geschrieben, die Bundesregierung setzt darauf, dass die Unternehmen freiwillig und aus eigener Verantwortung gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Sie setzt sich daher für eine möglichst breite Wahrnehmung und Anwendung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen ein. Als ich den Satz gelesen habe, die Bundesregierung setzt darauf, dass die Unternehmen freiwillig und aus eigener Verantwortung gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, da ist mir doch gleich VW eingefallen. Tut mir leid, dass ich das jetzt immer noch so sagen muss. Aber das ist natürlich überhaupt nicht ausreichend, oder? Nein. Letztendlich muss man natürlich auch dazu sagen, dass Cerrejón natürlich auch eine Corporate Social Responsibility-Strategie hat. Und seit der gewaltsamen Vertreibung 2001 der Gemeinde Tabaco wurde da auch ganz viel PR für betrieben. 4 Stiftungen eröffnet, was Wasser angeht, Entwicklung indigener Gemeinschaften, Stärkung institutioneller Strukturen. Und dann hat natürlich hier auch der Konzern E.ON die Möglichkeit, naja, aber Cerrejón ist ein total super Unternehmen. Gucken Sie sich doch mal an, was die alles für Stiftungen haben und was die alles für die Gemeinden tun und wie viel Geld die da reinpumpen von dem, was sie ja auch verdienen an dem Kohleabbau. Ist also ein ganz tolles Unternehmen. Und Cerrejón wurde dafür sogar ausgezeichnet. Ja, genau. Als ein super freundliches und verantwortungsvolles Unternehmen. Also das Unternehmen, über das wir gerade sprechen, hat einen Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2008 bekommen. Für das besondere große Friedensengagement. Ja. Also das ist schon mal ganz interessant. Lassen Sie uns noch mal zum Punkt zu den Lösungen kommen. Sie schlagen zusammen mit anderen Institutionen eine ganz klare Agenda vor, in denen Sie sagen, dort könnte sich und muss sich etwas verändern und verbessern. Lassen Sie uns die Punkte A bis G mal kurz durchgehen. Ein Punkt ist, die Bundesregierung sollte einen verbindlichen rechtlichen Rahmen für Kohleimporte entwickeln. Was bedeutet das? Naja, das ist natürlich, einen rechtlich verbindlichen Rahmen zu schaffen, bedeutet natürlich auch, dass ich Unternehmen dazu in die Pflicht ziehe, ihre Lieferketten beispielsweise transparenter zu halten. Und sie dann auch natürlich in die Verantwortung ziehen kann, wenn ich feststelle, dass sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, wie beispielsweise Cerrejón, die Umweltstandards, also Cerrejón verletzt ja kolumbianisches Recht. In vielen Punkten. Und dass man das halt dann eben auch nachweisen kann und sagen kann, mit diesen Unternehmen möchten wir beispielsweise so nicht mehr zusammenarbeiten. Der zweite Punkt ist, Sie schreiben, ebenso sollte die Bundesregierung unabhängige Studien zu den menschenrechtlichen und umwelttechnischen Auswirkungen des Kohleabbaus in Kolumbien unterstützen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen des Landes durch aktiven Austausch stärken. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Na gut, es geht darum, dass in La Guajira natürlich, um Studien zu machen über die ökonomischen und sozialen Auswirkungen, fehlt es oftmals an finanziellen Mitteln, an technischen Mitteln. Und daher sieht es momentan eben so aus, dass ganz viele dieser Studien von Cerrejón gefördert werden. Dadurch ist ihre Unabhängigkeit natürlich nicht gewährleistet. Wenn Cerrejón eine Studie macht über die Wasserqualität des Wassers und dann dabei rauskommt, na, die ist ja total toll. Trotzdem finde ich aber Kohlebrocken, dann ist sie nicht unabhängig. Okay, also wir brauchen unabhängige Studien, um zu wissen, was ist wirklich los. So, und dann kommt der wichtige Punkt, das ist auch schon am Anfang der Sendung gewesen.
Sie schreiben, die Bundesregierung sollte sich für mehr Transparenz innerhalb der Kohlelieferketten einsetzen und auch die Angaben über die minenspezifische Herkunft der Kohle einfordern. Also wir müssen genau wissen, wo kommt das Zeug her, unter welchen Bedingungen wird das gefördert. Ja? Sie trinken übrigens das Wasser aus meiner Poo-Tasse, möchte ich nur kurz sagen. Ah, okay. Die steht, das ist eine ganz hohe Gunst, dass Sie aus der Tasse Wasser trinken können. Ich fühle mich geehrt. Aber das heute mal, ja. Also Transparenz innerhalb der Lieferketten. Ja. Warum ist das so wichtig? Und dann können wir einfach nachvollziehen, woher die Kohle kommt und unter welchen Umständen sie abgebaut wird. Okay, ein weiterer Punkt ist, darüber haben wir schon gesprochen, die Bundesregierung sollte ein Zertifizierungsverfahren für Kohle entwickeln, welche die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz gewährleistet. Das heißt aber, wenn wir das machen, das Zertifizierungsverfahren, dann kommt wahrscheinlich der größte Teil der Kohleimporte überhaupt nicht mehr in Frage. Schon gar nicht aus Kolumbien. Ja, das Instrument ist ja da. Better Coal ist ja ein guter Anfang. Man muss es dann halt nur richtig umsetzen. Wir merken, Sie kämpfen mit dem Husten. Ja, das tut definitiv. Das tut mir sehr leid für Sie, aber ich kann auch gar nicht von Ihnen lassen. Ja? Ja, aber wie gesagt. Aber Sie können auch mal Yvonne Bangert reinschalten. Ja, die versuche ich die ganze Zeit zu kriegen. Ich versuche gerade noch Yvonne Bangert von der Gesellschaft für bedrohte Völker zu bekommen, aber ich klingel die ganze Zeit an, die ist online, ich kriege sie leider nicht raus. Nicht dran. So, deshalb bleibe ich bei Ihnen. Ja, quälen Sie mich weiter. Ach, so empfinden Sie das hier im Studio, nein. Ja? Das ist ja ganz, ganz interessant. So, jetzt kommt der schönste Punkt, ja? Damit etablieren Sie sich als Staatsfeind, dann ist Ihnen das klar, wenn ich das vorlese. Soll ich das trotzdem machen? Welcher Punkt? Langfristig muss die Bundesregierung konkrete Maßnahmen und Ziele formulieren, um den Ausstieg aus der Kohlestromgewinnung voranzutreiben. So. Hierzu sollte sich die Bundesregierung auch auf internationaler Ebene für den Abbau von Subventionen für fossile Energieträger einsetzen. Ich wusste gar nicht, dass Sie Science-Fiction-Autorin sind, was Sie hier fordern. Aber das ist, glaube ich, der entsprechende Punkt, dass wir mit der Kohleverbrennung aufhören müssen. Ja, das wäre natürlich, es ist ein langer Weg. Das kann man nicht von heute auf morgen einfach so machen. Aber deswegen hieß es ja auch eben vordenken, vorausdenken und vielleicht auch in neue Technologien. Wir haben ja heute schon so viele tolle Beiträge gehabt über Möglichkeiten, Energien auf alternativen Wege zu generieren und zu speichern. Also warum nicht dahin weiter investieren? Warum nicht weiterdenken? Und dann kann man sicherlich irgendwann auch immer weiter von der Kohleverstromung ablassen. Finsterste Energiewende-Propaganda in der Sendung hier, die hier stattfindet. Ute, könntest du noch mal probieren, Frau Bangert irgendwie telefonisch zu erreichen? Ich kriege sie hier nicht ran, sie ist online, aber ich kriege sie nicht rein. So, jetzt kommt der Punkt, da muss ich Sie leider noch mal eine Erklärung bitten. Ja. Die Bundesregierung sollte die ILO-Konvention 169 ratifizieren, um die Rechte der indigenen Völker zu stärken. Das heißt, die Bundesrepublik hat tatsächlich setzt internationales Recht schlicht und ergreifend nicht um. Ja, Sie haben sie ja nie ratifiziert. Gut, aber Sie müssten es eigentlich ratifizieren. Was besagt denn diese Konvention? Da geht es einfach nur ganz allgemein um Rechte, die indigenen Völkern zustehen, was ihr Territorium angeht, was der Konsultationsmechanismen angeht, zum Beispiel, dass es einen Free, Prior und Conform Consent gibt, also dass sie konsultiert werden, bevor etwas auf ihrem Territorium geschieht, egal ob es hierbei um Ressourcen geht, aber meistens geht es um Ressourcen. Und dass man halt eben versucht, sie in diesen ganzen Prozess mit einzubeziehen. Sie vorher zu informieren, bevor etwas passiert und dann aktiv mit ihnen zusammen Lösungen zu finden. Hätte denn die Ratifizierung dieser Konvention eine irgendwie rechtliche Konsequenz oder ist das nur normativ? Es würde einfach nur die Position der indigenen Völker stärken, wenn auch Deutschland diese quasi Konversation anerkennen würde. Wenn Sie dieses Thema wie heute versuchen, in die Öffentlichkeit zu bringen, haben Sie den Eindruck, es besteht in Deutschland eine Öffentlichkeit, die sich in irgendeiner Form dafür interessiert, wie geht es den entsprechenden Menschen damit? Ich glaube, dass das Interesse an sich innerhalb der Bevölkerung schon sehr groß ist. Nur die Informationskanäle sind sehr schwierig. Also ich hatte vorher auch mit Kohle nicht viel zu tun. Und erst, wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, findet man auch Wege, sich zu informieren.
Ich meine, wir als Journalisten haben ja mit Kohle sowieso nie was zu tun, weil wir eh nichts davon verdienen. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen? Ich habe damals bei der Gesellschaft für bedrohte Völker gearbeitet. Okay, und dann sind Sie an das Thema rangekommen. Und warum haben Sie sich genau an dem Thema festgebissen? Naja, wir hatten eine Anfrage von einem Vertreter einer indigenen Gemeinschaft in Kolumbien. Da ging es um Kohle. Und ich habe einfach angefangen, weiter zu recherchieren und bin auf die Menschenrechtsverletzungen, insbesondere in La Guajira und César, gestoßen. Und bin dann dran geblieben, habe mein Memorandum veröffentlicht. Und letztendlich auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. Mhm. Aber unter anderen Gesichtspunkten dann. Mhm. Bleiben Sie an dem Thema dran? Machen Sie da weiter? Mal sehen. Man muss ja jetzt nach dem Studium auch mal gucken, dass man irgendwo reinkommt, wo man auch für seine Arbeit bezahlt wird. Okay. Sag ich ja, Journalismus und Kohle, das hat damit oftmals nichts zu tun. Gut, so, Frau Bangert kriegen wir gerade nicht rein. Das Gespräch mit Frau Bangert müssen wir nachholen. Da Sie sich jetzt so tapfer durchgekämpft haben durch die ganze Sendung, ja, habe ich noch ein kleines Geschenk für Sie und auch für unsere anderen Studiogäste habe ich das. Deshalb bitte ich nochmal unsere Studiogäste von NEDAB und Herr Christek mit auf die Bühne zu kommen für unser schönes Schlussbild. Und zwar ist das ein Buch, das ist hier entstanden in Moabit, in der Turmstraße. Wir haben ja unser Studio hier in der Oldenburger Straße, Ecke Turmstraße. Dieses Buch ist im Siebdruckverfahren hier direkt in der Straße entstanden, und zwar im Siebdruckverfahren per Hand. Davon gibt es nur 250 Exemplare. Davon möchte ich Ihnen eins schon mal geben. Dankeschön. Herr Klander, kommen Sie doch mal bitte. Wo sind Sie? Herr Christek. So, alles klar. Also, auch das ist direkt hier entstanden. Das sind tolle Tiermotive. So, vielen Dank, Herr Christek, dass Sie da waren. Kommen Sie auf die Bühne. Also, wir haben heute ein schönes Bild gehabt. Wir haben es gesehen. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen politische Öffentlichkeit. Wenn wir einfach Kohle verbrennen, wenn wir so weitermachen mit der normalen Energieverbrennung, es leiden Menschen. Wir können die Energiewende machen. Wir haben es mit den Routern, mit den Stromspeichersystemen gesehen. Es funktioniert. Wir können die Energiewende machen. Wir müssen es schlicht und ergreifend nur tun. Kurzer Hinweis noch für die nächste Sendung. Nächsten Donnerstag geht es weiter. Da sind die Kollegen in Stuttgart dran. Wir senden das Thema Elektromobilität, eine Podiumsdiskussion von den Sonnentagen in Schönau. Und nächste Woche Dienstag sind wir wieder live hier aus Berlin für Sie dabei. Ich danke Ihnen, dass Sie alle in meiner Sendung waren. War eine lange Sendung, wie bei Wetten, dass. Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön. Strom zu kommen, wenn man nämlich die Netzgebühr nicht zahlen muss, wenn man von der EEG-Umlage sich befreien lässt, dann bekommt man den Strom an der Börse so günstig wie noch nie und deswegen machen jetzt energieintensive Unternehmen bei uns wieder ihren Standort auf, weil sie gesagt haben, so billig war es noch nie, aber das Volk wird letztendlich verarscht, weil ihm wird gesagt, es wird immer teurer und die Industrie wird bald abwandern, ja, und so weiter und so fort, wenn das so bleibt mit der EEG-Umlage und da wird die Energiewende schuld gemacht für steigende Energiepreise, also das ist noch perfider geht es eigentlich gar nicht, wie es im Moment dargestellt wird. Ja, und vor allem wir haben eines zu erkennen mittlerweile, dass dieser Lobbyismus, den wir vorher angeprangert haben, dass er offengelegt werden soll, ja nur von Unternehmen ausgeht, von Großkonzernen ausgeht. Ja? Also das kleine Fotostudio ums Eck hat mit Sicherheit keine Lobbyisten im Bundestag drinnen sitzen, ja? Sondern das ist einer von einem Konzern. Wo bitte ist der Lobbyist für die Bürger? Wo?
Der Politiker, der gerade vom Konzern beeinflusst wird. Ja? So, das ist genau der Punkt. Ja? Und genau so passiert es. Das heißt, der Bürger, der leidet darunter. Ganz einfach, der hat keine Interessensvertretung. Der hat einen Volksvertreter gewählt, der anschließend dem Ruf der Industrie folgt, aber nicht mehr seinem. Ja? Das Votum ist einfach falsch. Und die Politik muss sich darauf konzentrieren, dass ich nicht von einem Vorstandsvorsitzenden des Konzernes A und B und C gewählt werde, sondern von den Bürgern, die hier leben. Und wenn ich da nicht einfach zufriedenstellend arbeite und eine zufriedenstellende Arbeit ableiste, und das ist leider Gottes in der derzeitigen Situation sehr, sehr schwer, aber wird sträflichst vernachlässigt, dann wird man nicht mehr wiedergewählt. Und dann habt ihr genau das, was ihr nicht haben wollt, nämlich mich neben euch. So ist es, okay. Wir müssen gleich zum ersten großen Thema der Sendung kommen, zum Thema Stromspeicher. Bert, du möchtest aber kurz unbedingt noch, weil der zweite Teil der Sendung mit Bert entfällt heute. Ja. Und wir werden trotzdem überziehen, auch ohne Bert, weil Bert vorne so viel gesagt hat. Aber Bert hat gesagt, ich muss eine Zuschauerfrage beantworten. Bert, wenigstens bitte. Eine musst du mich beantworten lassen, Frank, weil wenn heute schon mein Teil gestrichen wird. Ich mache es auch ganz kurz. Unsere Zuschauerin Frau Braun aus Berlin hat uns geschrieben, weil ihr Telefonanbieter ihr jetzt statt des alten Modems ein neues Gerät geschickt hat, das sie wegen der Internettelefonie nun Tag und Nacht am Stromnetz hängen lassen muss. Und sie wollte wissen, wie sich das auf ihren gesamten Stromverbrauch auswirkt. Also, Frau Braun, dazu muss ich sagen, so ein Router, so ein moderner Router, den Sie mitkriegen, der ist jetzt nicht kein großer Stromfresser. Hier haben wir auch nochmal ein Bild eingeblendet. Das ist die neue Fritzbox, die es dazu gibt bei Anbietern, bei einigen. Und im Schnitt verbraucht so ein Gerät sogar mit WLAN wenige Watt, also die ich jetzt gemessen hatte, also gerade bei der Fritzbox waren so um die 6 Watt. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet und man hat so einen günstigen Stromtarif wie bei uns bei K-Energy, dann macht das weniger als 11 Euro im Jahr aus und dann können Sie sich überlegen, ob Ihnen das wert ist, das Gerät rund um die Uhr dran zu lassen. In dem Fall muss es ja sein, damit das Telefon funktioniert. Mein Tipp vielleicht noch, nachts einfach abschalten, soll ja eh keiner anrufen und dann spart es schon mal die Hälfte der Kosten, dann sind Sie bei 5 Euro. Achtung, Herr Christek möchte noch was einwerfen. Jetzt nicht zum Thema der Energie, sondern der Telekommunikation. Bitte nicht zu vergessen, wenn Sie online, also Voice-over-IP telefonieren mit einem Router, haben Sie in Notsituationen keine Notrufnummer mehr, die Sie anrufen können. Das heißt, fällt Ihr Strom aus, ist es nicht mehr so wie früher mit dem alten Telefon, dass Sie auf jeden Fall hingehen können und wählen 122 oder was auch immer und es kommt Hilfe zu Ihnen. Denn diese Telefone sind in der Telefonleitung selbst mit 60 Volt versorgt gewesen, diese modernen Geräte nicht mehr. Die tun das heißt, nicht man muss sich hier wirklich ein Notfallszenario überlegen, sollte wirklich etwas passieren, dass ich so schnell eine zweite Leitung einfach zur Verfügung habe. Vielleicht ein Mobiltelefon, ein Notfallsmobiltelefon, aber nicht zu vergessen, Sie können über dieses Ding keinen Notruf absetzen, wenn wirklich eine Notsituation entsteht und Sie von der Versorgung abgeschnitten worden sind, eine Umweltkatastrophe gewesen ist, was auch immer. Also niemals vergessen, lieber auf Nummer sicher gehen und von mir aus ein Prepaid-Telefon noch, ein Mobiltelefon einfach in die Schublade reinlegen. Sie müssen nicht drüber telefonieren. Sie können auch übers Mobiltelefonnetz die Notrufnummer ohne Karte anwählen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, einfach zu wissen. Nicht darauf verlassen, das ist kein Festnetz, das ist Voice-over-IP. Kleiner Unterschied. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Frau Braun schreibt in ihrer E-Mail noch weiter, das möchte ich noch vorlesen, Frank, das ist sehr schön. Sie schreibt, ich habe gerade heute Morgen im französischen Radio einen Beitrag über die aktuelle Situation in Fukushima gehört und dabei erneut meine Frustration über die Politik in Deutschland in Bezug auf die Energiewende gespürt. Dabei war es dann ein richtiger Lichtblick zu wissen, dass die wöchentlichen Sendungen im War Room ein deutliches Gegengewicht zur deutschen Energiewende-Bremspolitik sind und heute wichtige Arbeit leisten, deren Früchte wir in der Zukunft ernten werden können. Meine Lieblingszuschauerin, danke! Frank, ich bin auch nicht fertig. Sie schreibt weiter, im Herzen unterstütze ich weiterhin Ihre Arbeit im War Room. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich zurzeit nicht in die Live-Sendung kommen kann. Ich wünsche und hoffe, das eines Tages wieder tun zu können. Ich wünsche Ihnen und Ihrem ganzen War Room-Team viel Kraft und den nötigen langen Atem. Mit freundlichen Grüßen, Frau Braun.
Frau Braun, ja? Danke. Das ist doch mal eine schöne E-Mail. Ja, das freut uns, solche Zuschauer zu haben. Nächste Woche stelle ich ein Bild von Frau Braun als neue Lieblingszuschauer. So machen wir das. Aber genau. wichtig ist auch hier wieder anzumerken, toll, dass wir sozusagen Stammzuseher haben, die uns wirklich zu schätzen wissen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich teile aber auch die Enttäuschung über die Politik. Ich gebe aber sozusagen einen kleinen Tropfen Zuversicht mit. Nicht wir haben das zu entscheiden, was die Politik uns aufgibt, sondern die Politik hat das zu tun, was wir denen aufgeben. Und das versuche ich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass das hier eine Demokratie ist. Und wer es nicht glaubt, soll einfach im Grundgesetz nachgucken. Und dass die Gewalt vom Volke ausgeht. Ja? Das heißt, die Politik soll gefälligst die Wünsche auch ihrer Bürgerinnen und Bürger respektieren, berücksichtigen und ihren Entschlüssen mit umfassen. Genau. Meine Damen und Herren, die Energiewende ist ein tolles Tool. Denn Sie als Bürgerinnen und Bürger sind selber handlungsfähig. Sie können was machen. Sie können sich selber mit Energie versorgen. Sie können selber Energie produzieren. Sie können selber speichern. Sie können die Energie selber verbrauchen. Die Energiewende macht Sie handlungsfähig, unabhängig von all dem, was sonstige Versorger oder Politiker mit der Stromversorgung vorhaben. Und die Frage ist, erstens, nicht nur, dass man es machen kann, sondern rechnet sich das Ganze? Lohnt sich das Ganze? Denn Sie brauchen, um Energie richtig selber verwenden zu können, Stromspeicher. Und immer wieder kommt die Diskussion auf, macht es Sinn, heute schon Stromspeicher zu den heutigen Kosten aufzubauen? Deshalb lautet unser Titel heute unter anderem Stromspeicher, die ehrliche Rechnung. In meinem Film Leben mit der Energiewende 3 habe ich den Marktführer von Stromspeichern und Power-Router-Systemen und Energieversorgungsnetzen im Heimbereich aufgesucht und das war die holländische Firma NEDAP. Und diesen kurzen Filmausschnitt oder längeren Filmausschnitt, muss ich ehrlicherweise sagen, zeigen wir Ihnen jetzt. Die Chancen sind alle da. Wir können den Umstieg schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle Instrumente bereits in der Hand halten. Um ein solches Instrument Ihnen zu zeigen, reise ich nach Holland. Unsere Nachbarn haben zur Energiewende viel beizutragen. Von ihrer Technologie können wir viel lernen und sie nutzen. Leider ist mir auf dem Weg zu meinem Ziel in der Provinz Gelderland der Reiseproviant ausgegangen. Mit Wouter Klander bin ich in Rönlo verabredet. Hallo Frank, guten Morgen. Hallo Wouter. Du Mensch, hast die Sonne mitgebracht, Sonne. Habe ich gesehen. Ne? Lass uns mal schnell weiterlaufen. Ah, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Schön, ne? Dass ich in Holland mit Fahrrädern abgeholt werde. Richtige holländische Bikes. Oh nein, da muss ich ja selber strampeln. Aber das sind E-Bikes, also das geht E-Bikes? Viel, viel leichter. Ja, ja. Wo ist denn die Batterie da? Ja, die sind hier rein. Und die werden von vorn angetrieben. Oh, das ist ja cool. Das ist Van Moof, also das ist aus Amsterdam. Boah. Richtig holländische Marke. Das ist jetzt leicht. Ja, ja, sieht super aus. Ey. Toll. Fährt man einfach damit los, ja? Ja, genau. Okay. Ich trete alleine. Wouter Klander kenne ich aus meinen früheren Besuchen in Holland und von der Intersolarmesse in München. Denn Wouter ist Chef der Power-Router-Sparte bei NEDAP, einem fast 100 Jahre alten Elektrokonzern, der übersetzt Niederländische Apparatefabrik heißt. Ein wenig erinnert mich NEDAP an die gute alte AEG. Aber die Holländer haben den Sprung in die Zukunft geschafft. Und so setzt man hier auf die Zeichen der Zeit, auf die Energiewende. Mit dem Power-Router bietet man schon von der allerersten Stunde der Energiewende ein komplettes System zur Verwaltung von Energie an. Damit kann man sich zu Hause sein eigenes Stromnetz errichten und es mit selbst erzeugter, nachhaltiger Energie versorgen. Das ist der Klassiker, ja?
Nee, der Power-Router, das sind für mich praktisch die iPhones der Speichersysteme. Als ich 2012 angefangen habe, diesen Kinofilm für die Energiewende, gab es ja eigentlich nur das. Nee, das stimmt. Also wir haben den Power-Router in 2010 haben wir den introduziert. Und damals waren wir wirklich die Ersten, die mit einem wirklichen Self-Use, also Self-Consumption oder Eigenverbrauchssystem. Und ne, deshalb kennt jetzt jeder, der grüne Power-Router ist jetzt wirklich eine Art Ikon der Eigenverbrauchsbewegung, muss man sozusagen. Und jetzt gibt es eine neue Generation davon. Das wird jetzt euer VW Golf mit Lithium-Ionen-Technik sozusagen. Ja, so ist es. Also wir haben wirklich gesehen, also der Markt für Lithium-Ionen, also die Batterietechnologie hat sich wirklich bewogen in den letzten Jahren, wo es anfangs eigentlich ein bisschen zu teuer war, ein bisschen zu groß. Ja, nicht wirklich etwas, was man so zu Hause dahinstellen würde, hat man sich jetzt das wirklich bewogen. Der Preis ist gut, das Verhältnis bezüglich Kapazität ist super. Und auch, es ist auch wirklich eine Art Konsumentenprodukt jetzt. Und was wir jetzt sehen, ist der Preis pro Kilowattstunde ist eigentlich jetzt so gut. Wir erwarten jetzt, dass jeder sich umziehen wird nach Lithium-Ionen. Also die Zuschauer im Kino, die fragen natürlich immer, was kostet sowas? Was kostet so ein System? Kann man da irgendwas sagen? Also so ein Lithium-Ionen-System mit 5,7 Kilowattstunden Batterie und dann noch eine Anlage von 5,5 Kilowatt Peak auf dem Dach, inklusive Installation, dann muss man so denken an 16.000 Euro ohne Mehrwertsteuer. 16.000 Euro? Ja, von ganzer Neuinstallation. Dafür kriegt man nicht mal einen VW Golf. Nee, das stimmt. Der ist nach ein paar Jahren Schrott. Oh, das darf ich ja nicht sagen. Ja, und man bespart keine Energie. Ja. Speichertechnologien sind heute bei den Häuslebesitzern und Besitzerinnen voll angekommen. Und der eigentliche Siegeszug steht erst noch bevor. Die Technik, so wissen die Solateure, funktioniert sehr reibungslos in der heimischen Anwendung. Jörg Tapesa von Solartechnik Tapesa hat im nordrhein-westfälischen Schwerte vor kurzem erst ein NEDAP-System frisch installiert und möchte noch einmal nachfragen, ja, wie es so läuft. Guten Tag, Frau Krause. Ja, ich habe gleich das richtige Wetter mitgebracht. Ich hoffe, der Speicher ist voll. Würde ich sagen, gehen wir in den Keller und dann zeige ich Ihnen das. Nach dem Aufkommen der Speichertechnik vor wenigen Jahren haben Eigentümer und Eigentümerinnen wie Nicole Krause schnell umgedacht. Eigenstromproduktion und Eigenverbrauch gehören jetzt eng zusammen, um es effizient und wirtschaftlich zu machen. Ja, Frau Krause, hier sind wir angekommen an dem Herzstück Ihrer Photovoltaikanlage. Wechselrichter, Batteriemanager in einem Gerät. Hier wird aus dem Solarstrom, der vom Dach kommt, Wechselstrom gemacht, ins Haus eingespeist oder aus dem Gleichstrom direkt die Batterie geladen, um dann abends, wenn die Sonne weg ist, die Energie aus dem Speicher zu holen und ihn zur Verfügung zu stellen. Ja, das Schöne mit dem neuen Speicher, mit diesem LG-Speicher, der jetzt in Kombination mit dem NEDAP auf den Markt gekommen ist, sind wir preislich so weit, dass wir sagen können, mit der Förderung, die von der KfW dazukommt, dass wir wirklich das ganze System wirtschaftlich anbieten können. Früher musste man mit den Batterien noch ein bisschen schön rechnen. Heute können wir sagen, nee, das ist eine wirtschaftliche Geschichte, das funktioniert. Und das ist für uns jetzt eigentlich der Startschuss, wo wir sagen können, jetzt muss eigentlich jeder einen Speicher bekommen. Auf dem Dach des Hauses von Nicole Krause befinden sich leistungsfähige Solarmodule. Ja. Die Entscheidung, Stromproduktion und Speicherung zu verbinden, fällt heute aus rationalen Gründen. Während die Bundesregierung ab 2017 die Einspeisevergütung gänzlich wegfallen lässt, sind die Bürger schon längst nicht mehr darauf angewiesen, um ihre Investition wirtschaftlich darstellen zu können. Wir haben uns für die Photovoltaikanlage entschieden, weil wir davon ausgehen, dass die Strompreise immer mehr steigern und wir im Endeffekt den Stromverbrauch selber abdecken möchten. Und mit den neuen Speichertechniken, also im Endeffekt wir fast 80% des Eigenverbrauchs über Speicher machen können, lohnt sich das für uns auch, ohne dass die EEG-Umlage entsprechend uns einen Umsatz macht. So, dann gehen wir mal an den Hauptanschluss hier, an den Verteilerkasten. Das ist der Bezugs- und Lieferungszähler, der ja in zwei Richtungen zählt. Das hatten wir ja schon soweit besprochen. Hier oben sitzt die Kommunikationseinheit, die mit dem Wechselrichter drüben kommuniziert. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Notstromsteckdose. Das heißt, diese Steckdose hat immer Strom, auch wenn Stromausfall ist bei Ihnen im Haus.
Wenn bei Ihnen die Hauptsicherung fliegt, wird trotzdem diese Steckdose über die Batterie drüben versorgt. Solche Anlagen funktionieren heute auch ohne, dass man sich weiter darum kümmern muss. Die Technologien etablierter Hersteller wie NEDAP dürfen heute als sehr ausgereift und wenig störungsanfällig bezeichnet werden. Also wir haben jetzt einen Wechselrichter und Batteriemanager in einem Gerät hier verbaut. Der Vorteil ist daran, dass ich mit dem Gleichstrom, wie ich vom Dach komme, auch direkt in die Batterie reingehen kann und muss nicht erst Wechselstrom rausmachen, um danach wieder Gleichstrom rauszumachen. Das ist der Vorteil von diesem Gerät. Lithium-Ionen-Speicher ist ein ganz neues Gerät, ist brandneu von LG Chem auf dem Markt mit fast 6 Kilowattstunden nutzbarer Energie. Ist für die Speicher, die jetzt bisher auf dem Markt sind, schon von der Leistungsklasse ganz weit oben. Ein Vorteil von dem Speicher ist noch, der ist auch noch ausbaubar. Das heißt, wir können die Gesamtleistung sogar verdoppeln bis 12 Kilowattstunden, was für ein Einfamilienhaus ein bisschen überpowered ist. Aber es gibt durchaus Anwendungen, kleine Unternehmen, wo das sinnvoll ist. Und ja, die Kombination der beiden bringt einen recht hohen Wirkungsgrad und wird hier sicherlich 60, 70, wenn wir ganz viel Glück haben, 80% Eigennutzung bringen. Das wird die Zeit zeigen. Im Winter ist die Eigennutzung nicht so hoch, weil wir nicht so viel Energie haben. Aber so unterm Strich ist das schon, sage ich mal, von der Leistungsfähigkeit das Beste, was es momentan so auf dem Markt gibt. Die Batterien waren bislang das fehlende Glied, um eine echte Eigenversorgung mit hohem Autarkiegrad realisieren zu können. Jetzt sind diese so betriebssicher und die Preise so erschwinglich geworden, dass sich die Kette erfolgreich schließen lässt. Mit der Kombination von NEDAP und dem LG-Speicher haben wir eigentlich eine Möglichkeit, eine sehr, sehr hohe Eigennutzung für den Kunden anzubieten. Das heißt, er muss nur noch ganz, ganz wenig Energie aus dem Netz ziehen und den Großteil seiner Energie bezieht er von seinen Solarzellen, selbst nachts über den Speicher. Ist das eine super Geschichte, wo ich bei den Preisen, die wir heute haben, einfach sagen muss, dass es eigentlich, müssten wir das auf jedem Dach haben und so einen Speicher in jedem Keller haben. Und dann haben wir die Energiewende eigentlich schon gewonnen. Der besondere Clou solcher Systeme ist die Möglichkeit, seine eigene Energieproduktion, Speicherung und Verbrauch zu überwachen. Die Daten geben viel Spielraum, um sein Nutzungsverhalten entsprechend anzupassen und so die Autarkie immer weiter nach oben schrauben zu können. Das Portal, wie Sie sich einloggen, hatten wir Ihnen ja schon eingerichtet soweit. Und jetzt können Sie sich hier anschauen, und das ist jetzt super interessant, zum Beispiel, wie Ihr Verbrauch ist. Jetzt kriegen Sie hier von dem heutigen Tag die Säulengrafiken gezeigt, wie viel Energie zu welchem Zeitpunkt Sie heute verbraucht haben und vor allen Dingen, wo die Energie herkommt. Ja, und hier sehen Sie, heute Morgen um 6.30 Uhr war der Speicher alle und dann haben Sie vom Netz gezogen, bis dann irgendwann um 8 Uhr schon die ersten Sonnenstrahlen wieder für Ihre Eigennutzung gesorgt haben. Okay, dann ist also sozusagen hier, wenn ich um 8, halb 9 hatte ich die Waschmaschine an, dann mache ich das wohl lieber später, weil hier habe ich ja dafür bezahlt. Ja, genau, da haben Sie zwar nicht viel, aber Sie haben schon aus dem Netz gezogen. Dann macht es mehr Sinn, wenn Sie hier, wo Sie sehen, Solarertrag geht hoch, dass Sie dann erst die Waschmaschine, Spülmaschine, solche aber Sachen haben. Das ist toll, dass ich das sehen kann, weil genau. Jetzt kann ich mein Verhalten ändern. Genau, dafür ist das gemacht und Gut. Das ist eine super Hilfe, finde ich, um das Ganze nochmal zu optimieren. Früher hat man Anlagen gekauft, damit man möglichst viel einspeist und möglichst viel Ertrag hat. Und ich denke, mittlerweile ist es halt einfach, dass 80-prozentiger Eigenverbrauch, dass die Anlage rentabel macht, weil wir im Endeffekt den kompletten Strom selber machen können und nicht mehr teuer einkaufen müssen. Und das macht uns auf die nächsten 12 Jahre unabhängig von dem, wie sich der Strompreis entwickelt. Und das war eigentlich der Grund, warum wir die Anlage gemacht haben. Was spricht gegen eine solche Lösung? Warum sollten das nicht alle Bürger tun? Ich sage, nach all den Erfahrungen, die es inzwischen mit solchen Systemen gibt, spricht alles dafür. Also die Erfahrungswerte im Moment sind ziemlich gut, weil wir haben jetzt die letzten Tage mal geschaut und haben eigentlich über Tag komplett abgedeckt und sogar der Nachtverbrauch ist über die Speicherkapazitäten komplett abgedeckt worden. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, bei einem schönen Sonnentag ist es wirklich so, dass wir 80% selber machen und wirklich nur noch einen kleinen Teil zukaufen müssen. Je früher man mit der Eigenversorgung anfängt, desto rentabler wird es langfristig. Und jetzt zurück nach Holland. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden und wichtigen Teil meines Besuchs bei NEDAP. Dankeschön. Was ist das? Also Frank, das sind die Gulasch-Kroketten, also Kroketten nennen wir die.
Also das ist wirklich ein Holländer. Wenn ich das hier zusammenrechnen würde, aber das müssen wir jetzt in dem Fall nicht, wäre das, was die Photovoltaikanlage über ein Jahr produziert. Sind die 330 Kilowattstunden das, was der Speicher an Strom verbraucht? Und ist der Wandlungsverlust da schon mit drin? Da ist alles drin. Also okay. Der Power-Router braucht auch Energie, um das Ganze zu managen. Die Batterie braucht Energie, die muss auf Standby bleiben. Dann gibt es natürlich auch im Jahr oder am Tag, da verbraucht so ein Haus auch mal bloß 400 Watt. Ja, das ist vielleicht, da braucht man mehr Energie, um diese 400 oder 150 Watt zu brauchen. Das ist quasi alles drin, Wandlungsverluste und so weiter. So, hier gibt es gleich eine Frage aus dem Zuschauerraum. Jetzt müssen wir kurz mal ein Mikro rüberbringen. So, bitteschön. Wird denn von den Rest, was da verbraucht wird, von der Anlage 330, möglichst versucht, das nicht aus dem Netz zu beziehen? Also nein, das ist schon produziert. Das produziert die Sonne. Gut, darauf wollte ich hinaus. Also nicht, dass er irgendwo nachlädt, weil er Erhaltungsspeicherung machen muss oder sowas und das nachts jetzt so ungünstigen Zeiten aus dem Netz ziehen würde. Das wäre meine Frage gewesen. Das ist richtig. Also es gibt im Jahr Situationen, ja, da scheint jetzt vier Tage keine Sonne oder Schnee auf den Modulen. Aber Schnee ist gar nicht so das, aber es scheint vier Tage keine Sonne. Man muss natürlich auch die Batterie schützen. Also wenn die Batterie in einen kritischen Modus kommt, dann versucht man die, bevor sie kaputt geht, will keiner, aus dem Netz ein Stückchen hochlädt. Aber das ist minimal, über ein Jahr gesehen. Das ist wirklich, also das hier, wenn man das zusammenzählen würde, dann würde man auf eine Zahl kommen von 4.920. Das ist, was eine 5,5 Kilowatt Peak Anlage über das ganze Jahr produziert. Also das Opfer produziert die Sonne. Okay? Herr Bruchner, das mit dem Schnee ist sehr bayerisch gedacht. Das kennen wir in Berlin nicht mehr. Das ist regional. Aber so Nebel habt ihr vielleicht auch. Ja. Okay? Ja. Also angenommen, der Strompreis plus Steuer 0,28 oder 28 Cent. Wenn ich jetzt folgende Rechnung mache, das ist das, was ich mir pro Jahr spare, dann kommt da raus, schnell gespickt, 831 Euro pro Jahr würde ich mir sparen. Und ich speise auch noch ein bisschen was ein. Es gibt auch noch eine Einspeisevergütung, die liegt jetzt aktuell bei 0,123. Die Rechnung haben wir aber gemacht mit 0,125, also ich meine, halbes Cent ist nicht wild. So, dann haben wir eingespeist, dann kriegen wir immerhin noch eine Einspeisevergütung von 206 Euro. So, wenn man das zwei zusammenzählt, hat man eigentlich das, was man im Jahr zurückbekommt. So, und wenn man das auf 20 Jahre hochrechnet, wir gehen immer davon aus, 20 Jahre soll so eine Anlage arbeiten, dann kommt man auf circa, ich mache das mal hier, 20 Jahre, 20.000. 740 Euro. Mhm. Das bedeutet, wenn der Strompreis 20 Jahre nicht steigt. Mhm. Also da müsste der wirklich gleich bleiben. Wenn man jetzt so im Internet recherchiert, denke ich, findet man mehr Indizien, dass der Strompreis vielleicht doch steigen könnte. So wie die letzten, also wenn man die letzten 5-6 Jahre anschaut, dann ist der Strompreis wie viel gestiegen pro Jahr? Was schätzt du, Frank? 6% sagt man ja immer so. Genau, 6%. Aber ich glaube, es bleibt nicht bei den 6%. Wir werden wahrscheinlich so, wie es weitergeht, es sei denn, wir machen die Energiewende, wird die Strompreissteigerung sicherlich viel höher sein. Bert wollte noch was sagen. Also Frank hat es ja vorhin schon angedeutet. Jetzt muss ich mal auch meine Frage an Sie stellen. Wenn ich jetzt ein Haus habe, was ich wirklich optimiert habe, also wo ich den Stromverbrauch als ersten Schritt, dann finde ich auch immer, der erste Schritt ist zu schauen, was kann ich einsparen, bevor ich jetzt investiere. Und wenn man so ein Haus dann mal fertig bearbeitet hat, also ich habe gerade eine Kundin, die hat für eine Haushälfte 1200 Kilowattstunden für das ganze Haus. Und wenn die aus dem Haus geht, dann steht der Zähler auch wirklich still. Das heißt, es gibt auch keine Grundlast. Und neulich war halt ein Solateur da, der sollte beraten zum Speicher und zum Solaranlage. Und der hat gesagt, gute Frau, wenn ich gewusst hätte, dass Sie so wenig verbrauchen, wäre ich gar nicht erst gekommen. Wie rechnet sich das bei einem Haus, was jetzt keine 5.000 hat? Also sagen wir jetzt mal, wir haben es wirklich geschafft, das auf 2,5 runterzukriegen. In dem Fall war es ja eine Haushälfte. Nehmen wir mal ein ganzes Haus. 2,5. Mit 2,5. Dann würde ich jetzt 1,1,1 machen. 2,5 kW Peak mit einem 2,5 Kilowattstunden Speicher. Und dann wäre ich auch da. So, und jetzt ist dann die Frage, ich meine das erstmal, man muss erstmal simpel anfangen, um die Komponenten gleich zu halten. Aber dann könnte ich jetzt sagen, ich baue 4 Kilowatt Peak. Ja, dann habe ich das Doppelte und dann baue ich vielleicht auch ein bisschen einen größeren Speicher. Dann ist natürlich, das ist Autarkiegrad für 111.
Somit steigt dann natürlich auch der Autarkiegrad. Und die Investitionssumme ist jetzt dann auch bei so einem kleinen Jahresverbrauch auch nicht die riesige. Wenn ich eine 4 Kilowatt Peak-Anlage baue mit einem 4 Kilowattstunden Speicher, dann habe ich nicht 1,1,1, sondern eigentlich 2 Kilowatt Peak pro 1000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und 2 Kilowattstunden Batterie pro 1000. Und dann kommen solche Haushalte, wenn Sie sagen, Sie haben das schon optimiert, jetzt hat die wahrscheinlich auch ihr Verhalten auch schon optimiert, dann rutscht das, was wir auch im Film gehört haben und auch sehen bei Kunden, rutschen die mal schnell auf 80-75%. Genau, die haben dann einen gigantischen Autarkiegrad. Ja. Und eigentlich hat der Solatär sozusagen dann nicht recht, sondern man muss sich einfach umstellen oder anpassen mit seinem Angebot. Wo er wahrscheinlich recht hatte, ist, dass das Ganze drumherum dann nicht mehr im Verhältnis steht. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt eine 2-KW-Anlage habe oder 4-KW-Anlage, da ist wahrscheinlich der ganze Installationsaufwand viel höher als im Verhältnis gesehen zu einer 10-KW-Anlage oder eben auch. Weil die Verkabelung bleibt gleich, die Installation bleibt ja im Prinzip gleich. Also irgendwo hat der Mann recht, aber auf der anderen Seite sehe ich es gar nicht ein, dass man erstmal so viel ausgeben muss. Also da bleibe ich eisern, ich sage erstmal Verbrauch runter und dann gucken, was man braucht an Speicher. Ja. Und dann wird das Ganze auch günstiger, ne, wenn ich einen kleineren Speicher habe. Ich meine, wir kommen ja von beiden Seiten oder von zwei unterschiedlichen Seiten. Genau. Ihr optimiert zuerst und was wir sehen, wir schauen uns eigentlich, wir sind da Spezialisten, ein Speicher, was passiert dann im Haus? Und dann sehen wir eigentlich genau die andere Seite herum. Die Leute fangen so an und auf einmal werden die ehrgeizig, das machen die richtig zum Sport. Erstens, das geht vielleicht runter. Ja, wenn das runter ist, dann wird die Anlage auch schon anders dimensioniert und auf einmal geht das hoch, weil die eben sagen, oh, heute ist kein gutes Wetter, mein Speicher ist gerade voll, aber dann wasche ich halt morgen die Wäsche. Morgen ist wieder ein guter Tag und das sehen wir so. Aber das finde ich gerade wieder toll und faszinierend an den ganzen Projekten, dass die Menschen auf einmal sich bewusst werden, was sie verbrauchen, was sie wirklich brauchen und die dann auch merken, Mensch, die Sonne kommt raus, jetzt schmeiße ich meine Waschmaschine an und so. Das war ja vorher alles unbewusst. Einmal im Jahr kam die Stromrechnung, drauf geguckt, oh Gott. Ja, und jetzt, also wirklich alle Solaranlagen und Speicherbesitzer, die wissen auch, was sie gerade verbrauchen oder was das Haus verbraucht oder wo es im Haus noch hängt und verbessern das dann auch schon von sich aus. Toll, das ist eine tolle Entwicklung, gefällt mir. Und ich würde da auch noch kurz anknüpfen und deswegen sagen wir auch immer, weil die Solarbranche kommt ja ein bisschen aus, das ist ein Finanzprodukt, ich brauche eine Rechnung, genau auf den Cent genau. Wir können das gar nicht sagen, wie verhält sich das Haus in den nächsten 10, 20 Jahren? Wie viele Leute wohnen da? Gehen da vielleicht Leute zum Studieren oder kriegen die Kinder oder kommen die Großeltern wieder mit nach Hause? Also wie wird sich das Verhalten ändern? Wie wird sich das verändern? Deswegen wollen wir eigentlich zeigen, schaut mal her, das ist eine simple Rechnung, aber das Haus verändert sich auch in den nächsten paar Jahren, wie die Leute darin leben. Also über 2000 Kilowattstunden Verbrauch wollen wir gar nicht reden, ja? Also Herr Bruchner, lassen Sie sich von der Spaßbremse Bert jetzt nicht beeinflussen bei der ganzen Geschichte. Bleiben wir ruhig bei den höheren Verbräuchen. Wie gesagt, wenn Bert bei Ihnen war, der bringt Ihnen noch einen Sparduschkopf. Genau, ja. Gut, rechnen wir mal weiter. Angenommen, der Strom würde jetzt 4% pro Jahr steigen in den nächsten 20 Jahren. Also wir gehen mal Schritt für Schritt. 4% Stromsteigerung über 20 Jahre, da müsste ich jetzt nur das hier, weil die Einspeisevergütung bleibt ja gleich, da müsste ich jetzt das hier, habe ich etwa einen durchschnittlichen Strompreis von 41 Cent, durchschnittlich, auf 20 Jahre pro Jahr. Dann komme ich schon auf 28.474. Und angenommen, wir liegen da, wo wir die letzten 5-6 Jahre, also wir haben mal 5,5% Stromsteigerung pro Jahr, dann haben wir einen durchschnittlichen Strompreis von 47 Cent. Ja, kann man schon, 47. Und dann sind wir bei 33.231 Euro. So, und somit wollen wir eigentlich zeigen, okay, was haben wir am Anfang gesagt, was kostet eine Photovoltaikanlage mit Speicher? 16.000. Zwischen 16.000 und 20.000. Also wir sehen schon, es gibt natürlich Installateure, die haben mehr das Modul als Favorit oder die müssen vielleicht Elektroarbeiten noch machen im Haus. Also wir sehen so Anlagen zwischen 16.000 und 20.000 Euro. Und dann denke ich, kann man sich jetzt die Frage relativ leicht beantworten, rechnet sich das? Wir sind der Meinung, Photovoltaik mit Speicher rechnet sich. Vor allen Dingen kann man sehen, bei den 4% und den 5,5%, dass sich das bei geringen Strompreissteigerungen, wenn die ein bisschen höher ausfällt, dann potenziert sich das enorm.
Genau. Genau. Also wir wollten eigentlich zeigen, was würde passieren, wenn jetzt wirklich der Strompreis nicht, das wäre der Worst Case, ja, für ich sage, ich investiere mein Geld in Energie vor Ort verbrauchen, dann wären wir hier. Aber die Wahrscheinlichkeit wird eher da irgendwo dazwischen sein. Und dann denke ich, ist auch die Frage hinfällig, jetzt kommt die nächste Frage, ja, wie lange hält denn die Batterie? Mhm. Ja, und wir könnten nicht sagen, eine Batterie hält 20 Jahre, da würden wir also lügen vielleicht. Aber wir würden sagen, eine Batterie wird zwischen 10 und 15 Jahre auf alle Fälle halten. Und dann könnte man sich durchaus eine Batterie in 10, 15 Jahren ersetzen. Bei der Batterie wird ja immer von Ladezyklen gesprochen. Und die Ladezyklen, wenn ich die jetzt ausrechne, wären ja eigentlich angegeben auf 20 Jahre, oder? Ja. Ja, die Ladezyklen beispielsweise von der LG Chem Batterie, die man auch in der Doku sieht, die hat eine Ladezyklenzahl von 6000. Wir gehen ungefähr aus von 300 Zyklen pro Jahr, und das ist schon hoch eigentlich. Und ja, da redet man von 20 Jahren. Wir sagen, um mal auf die sichere Seite zu sein, wir gehen selber so ungefähr aus 15 Jahre. Das wäre fair, denke ich, um zu sagen, weil es hat natürlich auch eine technologische Lebensdauer. Michael, ich frage dich mal, du hast ja so ein erotisches Verhältnis zu Speichern entwickelt und möchtest du was unbedingt haben. Wenn du dir jetzt das anguckst, reicht dir das als Rentabilität oder ist dir das zu wenig? Auf jeden Fall. Alles, was die Netzkonzerne nicht kriegen, ist Gold wert. Okay, das ist eine politische Antwort. Und aus der wirtschaftlichen Sicht? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt seit Sommer mit Solar angefangen und es macht einfach Spaß, dabei auch zuzusehen. Mein Verhalten habe ich geändert. Also wenn Sonne scheint, wird der Geschirrspülmaschine angemacht. Zeitversetzt dazu die Waschmaschine, weil die Anlage ja auch nicht überstrapaziert werden soll. Und wenn ich zu viele Verbraucher zur gleichen Zeit halt einstelle, dann wird dann doch halt was aus dem Netz bezogen. Und es ist einfach nur eine Lernsache, bin ich der Meinung. Und ich denke mal, die neuen Geräte werden auch darauf abzielen, dass so eine kleinen Features eingebaut werden, dass man das halt alles steuern kann über Apps und dass die zeitversetzt halt genutzt werden, ne, die Geräte. Und über Warmwasserspeicher. Also ich habe letztes Mal mit Bert schon geredet, dass man eigentlich so auch Wasserspeicher oder Heizungsspeicher mit viel weniger Wattage ansetzen müsste, weil überall ist eine Heizpatrone mit 1000 oder 2000 Kilowattstunden drin, also sprich 2 kW, was viel zu hoch ist. Wenn da eine Heizpatrone bei 300 Watt, 150 Watt mitdümpelt, dann ist das eine super. Wasser ist auch ein Speicher, ne? Also viel potenzieller. Ich habe auch schon das auf die Spitze getrieben, Zeitschaltuhren an Gefriergeräten oder sowas, die haben eine Vorratsspeicherung von 72 Stunden. Man kann im Grunde genommen, wenn man es auf die Spitze treibt, die Geräte nachts abschalten. Ich hole mir um 1 Uhr keine Pizza aus der Tiefkühltruhe oder so, auch wenn es so aussieht vielleicht. Aber da braucht kein Gefriergerät oder ein Kühlschrank laufen. Das kann ja morgens um 6, 7 Uhr, 8 Uhr im Sommer, wenn die Sonne wieder am Zenit steht, völlig abdecken. Genau, Herr Buchner, die Frage ist, die Bürger nutzen ja ihre eigene Energie mittlerweile vielfältig. Nicht nur für reine Stromverwendung, für Licht oder sowas ähnliches, sondern auch eben, um Wärme oder Kälte damit zu produzieren. Kann ich damit meine Wirtschaftlichkeit nach oben treiben? Vielleicht haben wir es noch nicht gesagt, aber unser Ziel ist ja, Strom da zu verbrauchen, wo er produziert wird. Und das sieht man jetzt eigentlich auch klar, das sagt die Zahl Eigenverbrauch. Wir haben 40%, die haben wir noch da. Und natürlich arbeiten wir auch schon an Lösungen, wo genau das kommt. Und wir hören das eigentlich auch viel von unseren Kunden, die sagen, ach, ich möchte gern, bevor ich das jetzt einspeise für 12 Cent, da stecke ich das doch lieber in mein warmes Wasser. Ja, dann ist es da produziert oder da verbraucht, was produziert ist, auch wenn ich jetzt mit der Heizpatrone vielleicht nicht immer mein warmes Wasser machen kann. Aber ich kann mir schon wieder konventionelle Energie sparen. Also überall da, wo ich für 28 Cent was kaufen will, kann ich sozusagen andere Verbraucher einsetzen. Felix, bitte. Also ich habe auch einen Speicher zu Hause. Ich habe eine 6,6 kW Peak-Anlage und einen Akku mit 5 kWh. Ich habe hier mal meine Zahlen von diesem Jahr, was ja noch nicht ganz um ist. Was ja schön ist, ist, dass die furchtbare Zeit erst noch kommt. Deswegen ist ja ganz gut, dass es noch nicht um ist. Also ich habe
in den 10 Monaten habe ich eine Solarproduktion von 4.523 kWh, einen Hausverbrauch von 2.800 kWh und ich habe eine Autarkie von 70%. Ich habe natürlich viel mehr Strom produziert als verbraucht. Nur 70% oder nur, also eigentlich bin ich damit ganz zufrieden. Ich muss sagen, ich mache mein Warmwasser auch komplett über Strom. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, im Sommer laufe ich dann immer panisch durchs Haus und denke, wo sind Verbraucher, die ich ganz schnell anmachen kann, weil der Speicher natürlich schon, der ist um, was weiß ich, 10 Uhr ist der voll. Also dann ist noch 99%, dann denke ich, gut, das eine Prozent kannst du jetzt noch in 2 Stunden machen. Aber eigentlich laufe ich dann schon rum und denke, was kannst du machen, um jetzt irgendwie noch Strom sinnvoll zu verbrauchen. Wenn jetzt um diese Jahreszeit, also heute habe ich ihn auch wieder schön voll gekriegt, gut, da sind dann mit 3 Kindern 3 Waschmaschinenladungen schnell durchgegangen, dann war der Akku auch wieder leer. Aber wie berechne ich meinen Akku bei einer so einer Jahresbilanz? Wie berechne ich den, dass ich sage, wie kann ich meinen Akku berechnen, dass ich den so, wie soll ich das sagen, also die Kapazität genau berechne, dass ich sage, ich möchte ja auch nicht zu viel haben. Also, dass der im Winter trotzdem noch gebraucht wird. Hilft mir ja nichts, wenn ich im Winter den nur zu 2% voll kriege. Ja. Und im Sommer verbrauche ich natürlich gar nicht so viel Strom. Also da kann ich dann die Erde meines Gartens heizen, aber das brauche ich natürlich nicht. Ja. Aber, die Frage ist doch ganz einfach zu beantworten, Felix. Ja? Wenn du im Sommer so viel Strom übrig hast, ja, noch 3 Kinder, hast du 6 Maschinen zu waschen. Dann bist du deinen Strom im Sommer komplett los. Okay, danke schön. Nee, was man natürlich schon sieht, ist, dass der nächste Schritt ist eigentlich, und das sehen wir auch, wenn wir mit unseren Installateuren reden, der Solarinstallateur oder der Wärmeinstallateur, der wird eigentlich im Endeffekt Energieberater. Und wie Sie schon erwähnten, die werden in der Zukunft schlauere Häuser bauen, wo, so wie Sie schon fragen, Strom in warmes Wasser gespeichert wird, aber auch mit einer Klimaanlage gespeichert wird. Ein halben Grad ist für einen Mensch eigentlich fast nicht zu spüren. Und wenn man dann extra Strom übrig hat, wird einfach der Klimaanlage ein halbe Grad höher oder niedriger eingestellt und auf diese Art und Weise wird es gespeichert. Und eigentlich deshalb haben wir, ich glaube es war letzte Woche, beispielsweise auch einen Vertrag mit solaren Datensystemen geschlossen, die produzieren das Solarlog-System und die machen genau das. Die machen in Kombination mit der Power-Route ein bisschen extra Steuerung ins Haus, sodass sie in ihrem Fall mehr Eigenverbrauch machen können, wann sie es brauchen. Aber im Endeffekt, es hat natürlich keinen Nutz, um nur Lasten anzuschalten, weil man diesen Strom nutzen möchte. Genau, natürlich, ich mache da natürlich nicht im Keller überall schnell Licht an, sondern ich versuche dann, also wir haben auch das ist ein uraltes Wasseraufbereitungsding, das hat, weiß ich nicht, 80 Liter oder so. Dann renne ich runter in den Keller, stelle das Ding auf kochend und wenn es ganz blöd läuft, vergesse ich es dann und mir fällt dann in der Nacht ein, oh Gott. Ja, ja. Das kocht da unten seit Stunden. Aber Strom verbraucht. Den Strom habe ich dann verbraucht, genau. Dazu passt. Also so versuche ich dann auch Strom zu speichern, indem ich sage, wenn jetzt die Sonne scheint, der Akku ist voll, ich mache jetzt, schmeiß das Wasser an, stelle es danach dann wieder runter, sodass der Thermostat dann bis, was weiß ich, 5 Uhr morgens dann noch Luft hat und das Ding nicht nochmal anspringt. Aber dafür hat man jetzt schlauere Systeme, die das einfach automatisch machen können, sodass sie das selber nicht machen müssen. Daran, das wäre dann der nächste Schritt. Ja, hier gibt es noch eine Frage, passend dazu eines Zuschauers. Er fragt, gibt es eine Steuereinheit, mit der man verschiedene Energiequellen, PV-Anlage, Blockheizkraftwerk, Heizung und Verbraucher, stationärer Stromspeicher, IK-Speicher, Power-to-Heat, er kennt ja auch alles, was ist denn Power-to-Heat, Heizung braucht Wasser, automatisch steuern kann, um den Energieeinsatz im Haus zu optimieren? Ja. Dankeschön! Aber, nee, also
Also wahrscheinlich haben 5 Menschen in Deutschland haben all die Sachen ins Haus jetzt, weil das keiner kann das normalerweise jetzt schon bezahlen. E-Cars ist eigentlich auch schon ein Thema. Auf der langen Frist sehen wir da auch, dass das mit reingezogen wird. Aber so wie es jetzt noch ist, was wir jedenfalls sehen, ist die Art von Zellen beispielsweise, die in diese Batterien genutzt werden, die sind sehr geeignet, um dauernd eine Woche schön zu laden und schön wieder nach unten zu gehen. Wenn man in Eigenverbrauchsthema geht, dann braucht man eigentlich andere Zellen. Aber im Endeffekt, was man schon sieht, ja, so wie gerade schon erwähnt, ja, diese Systeme gibt es schon, die diese verschiedenen Quellen steuern können und auf Basis von, sag mal, einer Rückmeldung diese wieder ausschalten können und so weiter und so fort, sodass man im Endeffekt Autarkie und Eigenverbrauch erhöhen kann. Ja. Dazu passt auch die Frage von Jochen Loy, der eben genau darauf aufsetzt und sagt, ist das ganzjährig wirtschaftlich? Ja, wie? Leben wir auch nur einen Monat, oder? Also Winter hat man weniger Sonne, also, nutzt man den Speicher nicht aus, geht ja, die Rechnung ganzjährig auf. Ich meine, wir haben einfach 3 Monate, ist die Sonne kürzer da. Ja, also ich meine, wie soll man das beantworten? Wir versuchen auch immer den Installateuren klarzumachen, du kannst nicht nur eine Situation in einem Tag raussuchen. Ja, welchen willst du da jetzt auch raussuchen? Ich meine, wir leben im Haus, wir leben 365 Tage, wir leben mehrere Jahre und so muss man das, und das zeigt es eigentlich auch, man muss es auf ein ganzes Jahr sehen, weil da bin ich ja auch, da lebe ich ja auch. Also im Sommer ist es sehr rentabel, im Winter ein bisschen weniger, im Querdurchschnitt ist es gut. Noch ein Zuschauer fragt, sind die beiden Holländer, also sie sind da verwechselt worden, auch Holländer jetzt, mit dem Tesla gekommen, habe auch einen fahrbaren Speicher, e-Smart, wichtiges Thema. Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, wir haben ja gesagt 60%, wenn jetzt E-Mobilität kommt, dann sieht das natürlich nochmal ganz anders aus mit der Rentabilität. Also das ist gut, was du sagst. Jetzt sieht man das und das wird immer wieder darauf rausgehen, das ist jetzt 1-1-1. So, dann hat man jetzt 40% übrig. Wenn man jetzt Photovoltaik erhöht, also ein paar mehr Module, dann wird natürlich hier mehr übrig bleiben. Und das sehen wir im Endeffekt auch schon. Ja, man muss im Haus versuchen zu sparen, aber man kann sich auch überlegen, wenn ich jetzt ein Elektroauto mehr Energie ins Wasser schieben will, ja, dann muss ich die Produktion von Kilowattstunden erhöhen. Also dann könnte man hier 8 Kilowatt Peak, was jetzt auf ein ganz normales Einfamilienhaus auch passt, dann hat man hier mehr übrig und somit wird das wird der nächste Step sein in der Phase. Wouter, wenn jetzt jemand sich für Stromspeicher interessiert und ein solches System haben wollen, viele wollen das ja, wie gehe ich jetzt vor? Was mache ich als Verbraucher? Du gehst nach unserer Website, www.baurus.com. So. Genau. Und du wählst dich einen Installer aus in der Nähe. Ja. Weil die Leute sind alle von uns geschult worden. Die sind von der Meister geschult worden hier. Und so gehen sie voran. Und ich kann eigentlich sagen, ich will 111, ich gucke mir meinen Verbrauch an und sage, das muss eigentlich sozusagen roundabout hinhauen. Viele sagen ja auch, das möchte ich unbedingt noch wissen, viele sagen, okay, ich habe jetzt einen Verbrauch von 5.500, ich packe mir einfach so viel möglich, wie es geht, mein Dach ist so groß wie möglich, wenn ich 10 kW Peak draufsetzen kann, setze ich drauf. Mache ich jetzt eine verbrauchsorientierte Planung für mich oder haue ich drauf, was geht? Es geht ein bisschen, hängt davon ab, was dein Ziel ist. Wenn Autarkie dein Ziel ist, dann ist das, kann das eine Vorgangsweise sein, weil das ist natürlich eine gute Art und Weise, um sehr autark zu werden. Ja, wenn man sich die Zahlen von Herr Quaschning beispielsweise anschaut, dann hantieren wir jedenfalls, dann finden wir es, halten wir es für sinnvoll, um die 111-Regel zu hantieren. Weil das macht eigentlich, dann hat man immer den Querdurchschnitt von 50% Eigenverbrauch, 50% Autarkiegrad. Autarkie und 60% Eigenverbrauch. Ja. Herr Bruchner, würden Sie es machen auch so oder volle Kanne, Susanne? Wir sehen eigentlich, und das genau, was der Wouter sagt, was ist die Philosophie oder auch das Ziel ein bisschen auch vom Installateur. Also wir haben ja gesagt, der Installateur, der wird in der Zukunft auch so Energieberater und da sehen wir eigentlich beide Seiten. Es gibt auch Installateure, die sagen, du hast ein gutes Dach, willst du investieren, willst du mehr investieren auf Autarkie, dann ist natürlich klar, dann sind 10 kW Peak, gehen mehr in Richtung Autarkie und dann gibt es auch Kunden, die investieren da. Andere Kunden sagen, ja, was wäre denn jetzt für mich das Optimale? Und da sieht man eigentlich auch in der Studie von Professor Quaschning, das ist so der Optimum. Ja?
Lohnt es sich denn, mit einer eigenen Anlage auf dem Dach Strom fürs eigene Elektroauto zu machen? Ist immer ein bisschen schwierig jetzt, weil oft sind Autos nicht zu Hause, wenn die Sonne scheint. Mhm. Und entweder man muss sich dann einen sehr großen Speicher darstellen, mhm, womit man nachher wieder das Auto aufladen kann. Weil sonst ist man zu Hause mit dem Auto in der Sonne ist weg. Also dann kann man das nicht direkt als Speicher nutzen. Mhm. Ja, dann braucht man immer noch zwei Speicher-Units. Mhm. Ist vielleicht jetzt noch ein bisschen eine teure Lösung. Langfristig sehen wir natürlich auch, dass es Modelle geben wird, dass man während der Tag einfach irgendwo anders sich den Strom lädt. Und das wieder, wenn man zu Hause ist, wieder runterladen kann, so wie, wie es gefragt wird. Mhm. Um nochmal kurz zurückzukommen auf diese Frage, schmeiße ich einfach so viel wie möglich auf dem Dach, was möglich ist, bezüglich Solarkapazität. Wir sind immer noch der Meinung, langfristig, dass es sich lohnen wird, um so viel wie möglich von deinem eigenen Strom selber zu nutzen. Und wenn man überdimensioniert, speist man normalerweise mehr rein. Also es macht nur Sinn, unserer Meinung nach, wenn man nachher dann auch nachdenkt, kann ich vielleicht umwandeln zu beispielsweise Heizung mit Strom oder so etwas. Dass ich die verschiedene Art und Weise miteinander kombiniere, wie ich mein Haus beispielsweise verwarme. Wenn es nur um Produktion geht, wir sind nicht unbedingt der Fan davon. Mhm. Einen letzten Punkt habe ich noch, den ich noch klären möchte. Es gibt ja auch Unterstützung, die KfW unterstützt das ja auch finanziell, aber nur, wenn man es finanziert. Herr Bruchner, macht es denn Sinn, die KfW-Förderung in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich nehme die Subvention praktisch mit und mache dann eine Finanzierung oder lege ich das Geld lieber Cash hin? Also wir sehen beides im Markt. Und wir sehen natürlich schon auch Installateure, die haben sich wirklich darauf spezialisiert. Und es macht natürlich Sinn, jetzt, wieso soll man nur in der Vergangenheit konventionelle Energien fördern? Also wir sehen, dass es Sinn macht und dass es auch viele Endkunden mitnehmen und nehmen. Was wir bei vielen Endkunden sehen, ist auch eine Art von Philosophie. Eine Hälfte der Kunden sagt, ich nehme mich gerne die 2000 Euro und ich gebe mir die Mühe. Die andere sagen, ich mache mich unabhängig, wieso soll ich mich dann wieder abhängig machen von mit dieser KfW-Förderung. Ja, also es ist wirklich eine Art Philosophie, was wir sehen. Also ich finde das eben auch, wenn man das Geld eben einfach nimmt und für sowas anwendet, es ist wirtschaftlich. Ich bin vor der Sendung noch zum Friseur gerannt, um noch mit Wouter irgendwie konkurrieren zu können. Und dann bin ich vorbeigelaufen und bei meinem Friseur in der Nähe ist ein BMW-Händler. Und da stand so ein kleiner Dreier-BMW, da stand drauf Grundpreis 43.000 Euro, war ein Diesel, ein sparsamer Diesel und dann waren so ein paar extra und da stand da 63.000 Euro. Und das sind ja natürlich Sachen, die sich nun überhaupt in gar keinster Weise rechnen. Und da sage ich mir immer, okay, so ein Stromspeicher, wo ich 20 Jahre unabhängig bin vom Strompreis für 16.000 oder 20.000 Euro, ist ja mittlerweile ein Witz gegen so ein Auto, was Schrott ist, oder? Weil Schrott ist. Ja, absolut. Also wir sind auch der Meinung und deshalb finden wir auch, dass wir als NEDAP, das ist auch einer der Gründe, warum wir als NEDAP darin investieren. Weil wir denken, dass das eine langfristige Lösung ist, die auch wirklich funktionieren wird auf der langen Frist und auch wirklich nachhaltig ist. Wie gesagt, es wird dauern, bevor jedes es zu Hause hat, aber unserer Meinung nach ist es wirklich die einzige Art und Weise, um es langfristig miteinander zu machen, diese Energiewende. Ja, das ist doch ein gutes Wort. Und in dem Sinne bedanke ich erstmal recht herzlichen Dank, Herr Bruchner und danke. Herr Klander. Vielen Dank. So, und jetzt, oh nein, um Gottes Willen. Oh nein. Ja, der Frank hat es schon angedroht gehabt und ich mache das jetzt wahr. Ich schenke Ihnen beiden einfach mal einen von unseren tollen Sparduschköpfen. Ach, vielen Dank. Ausprobieren, dass Effizienz auch Spaß macht. Ja. Bleiben Sie noch sitzen. Einfach danke. Ausprobieren, umschalten, bis statt des Wassers ein Sprühnebel rauskommt und ich kann nur sagen, alle, die es bisher ausprobiert haben, sagen, es ist wie unter dem Wasserfall, ist sensationell und man kann bis zu 90% der Warmwasserenergie und des Wassers einsparen.
Probieren Sie es einfach mal aus. Also ein Liter pro Minute kommt raus, ja? 1,8 bis 3, je nachdem, wie stark man aufdreht, aber maximal 3 Liter. Im Vergleich zu so einem normalen Duschkopf mit 14 Litern ist das eine Ansage, finde ich. Und super. Ja, einfach mal ausprobieren. Dann gucken. Jetzt denken Sie aber nicht, das ist ein großzügiges Geschenk. Das Ding kostet 5,50 Euro im Kauf. Also so toll ist das Ganze nicht. Also, es ist möglich, selber Energie wirtschaftlich zu produzieren und zu speichern. Und das brauchen wir auch, denn wir verbrennen Kohle, es verursacht CO2, es verursacht Klimabelastung. Das ist die eine Seite. Das ganze Zeug muss aber auch irgendwo herkommen. Und es wird teilweise weltweit unter den bestialischsten Bedingungen produziert. Ein Beispiel ist Kolumbien. Ich habe es am Eingang der Sendung gesagt. 95% der Kohleförderung in Kolumbien wird exportiert, kommt dann hierher, auch zum großen Teil nach Deutschland. Und wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was bedeutet eigentlich Kohleförderung in Kolumbien? Es gibt dazu einen Kinofilm, der seit Mai 2015 in den Kinos ist. Er heißt La Buena Vida, das gute Leben. Und wir schauen uns mal kurz einen Ausschnitt aus dem Film an. Hier había mucha alimentación, abundante lluvia, agua, buena cacería. Él salía, mataba dos, tres saínos, cauquero, venado. Pensé que fue un pedazo de carbón. El carbón en el agua. Irnos de aquí, nuestro territorio, vamos a recibir un impacto grandísimo. Así es como queremos vernos en Tamaquito Nuevo. Ese nuevo episodio en nuestras vidas pues va a ser mucho más placentero. No parió, cojuto de mujerio, no talla. Sembrar, vender de qué vivir. Pero yo quiero llegar a una meta y hacer otra cosa. Yo no me quiero pasar la vida trasladando a Tamaquito. Hombre, la mejor arma que tiene el hombre es el diálogo. No son los que tienen los fusiles, que son cobardes. Que diálogo así, ese es el valiente. La Buena Vida, ein Film über den Kohleabbau in Kolumbien. Und mit diesem Thema hat sich auch mein nächster Studiogast beschäftigt, mit der Frage, die Verantwortung auch der deutschen Konzerne in Kolumbien. Ich begrüße recht herzlich die Journalistin Anke Polkowski. Herzlich willkommen, Frau Polkowski. Schönen guten Abend. Ja, Sie haben einen sehr wichtigen und tollen Artikel geschrieben. Der ist geschrieben worden für die Gesellschaft für bedrohte Völker, die Verantwortung deutscher Energiekonzerne. Und darüber wollen wir kurz sprechen. Es gibt da einen sehr schönen Begriff, der heißt Extraktivismus. Was bedeutet das? Extraktivismus ist allgemein erstmal einfach nur der Abbau von Ressourcen, ob das jetzt Öl, Kohle oder Gold ist, und der dann hauptsächlich exportiert wird ins Ausland. Das heißt, es ist tatsächlich so, wie man sich das klassisch vorstellt, die Länder produzieren das nicht für sich selber, sondern im Grunde genommen ist das die klassische Ausbeutung im Nord-Süd-Konflikt. Ja, so ist es entstanden. Letztendlich können wir jetzt in den letzten Jahren in Lateinamerika schon eine neue Entwicklung erkennen, die man den Neo-Extraktivismus nennt. Also die Regierungen suchen selber von sich aus Wege, ihre Ressourcen abzubauen, um dann durch Renteneinnahmen, Konzessionsvergaben, Einnahmen so zu generieren, dass sie sie für eine aktivere Sozialpolitik nutzen können. Mhm. Das sind insbesondere Länder, wo Venezuela, Bolivien, Ecuador,
die sehr sozialistisch linke orientierte Regierungen haben, aber auch Kolumbien beispielsweise hat da Veränderungen vorgenommen. Sie haben einige Bilder aus Kolumbien mitgebracht, die will ich jetzt als Foto mal so ein bisschen einspielen. Vielleicht können Sie uns ein wenig hier viel erläutern. Also das geht hier schon mal los mit den, das sind hier Kohlezüge und die entsprechenden Bilder kommen gleich. Hoppla, wo habe ich das jetzt hier? So, das ist natürlich hier ein entscheidendes Bild. In Kolumbien haben wir Steinkohlenförderung im Tagebau. Mhm, ja. So, und das heißt, wie passiert das? Wird das einfach gesprengt und dann abgebaut oder wie macht man das dort? Ja, die Kohle liegt so circa unterschiedlich, aber sie wird weggesprengt, die obere Erdschicht, um dann an die Kohle heranzukommen. Ja. Und das begräbt sich dann je nachdem eben immer tiefer in die Erde hinein, wie man das jetzt auch in den Fotos gesehen hat mit den Abstufungen. Ja, und es entstehen, man kann das hier sehr schön sehen, es entstehen einfach riesige Löcher. Ja. Und muss diese Kohle dann noch ausgesiebt werden, verarbeitet werden oder kann man die so verwenden, wie wir sie hier sehen? Naja, das kommt drauf an mit den Verfahren, wie sie jetzt letztendlich aufgearbeitet wird, die Kohle. Damit kenne ich mich nicht so besonders gut aus. Man kann sich aber vorstellen, die Sprengungen an sich alleine hinterlassen schon, also ist ein Lärm, eine Lärmbelästigung für die Einwohner, für die Anwohner der Gebiete. Und wir haben eine enorme Staubentwicklung. Und diese Staubwolke zieht halt eben je nach Windrichtung auch über die gesamten Dörfer. Da gibt es Berichte von Anwohnern, die eben beschreiben, dass sie ihre Wäsche draußen nicht mehr aufhängen können, weil weiße Wäsche halt eben, wenn sie einen Tag da hängt, danach grau ist. Genauso wie man mit dem Finger über Fensterbretter oder Fensterscheiben gehen kann und der ist danach eben schwarz von Kohlestaub. Also wir haben hier noch die nächsten Bilder, die wir hier sehen können, wie es dort vor Ort aussieht. Wie lange werden solche Gruben betrieben? Wie lange kann man sowas nutzen? Also diese Grube jetzt speziell auf dem Foto ist die von Cerrejón und die arbeiten dort seit 30 Jahren. Wie lange dauert das noch? Und das wird ständig erweitert. Das ist ja es der Punkt. Es wird auch ständig immer noch weiterhin erweitert, ja. Ja. Also 2013 waren es ungefähr 70.000 Hektar, auf denen abgebaut wurde. Und nicht ganz abgebaut wurde, aber die schon in Konzessionsvergabe waren. Und bei denen die Projekte auch schon genehmigt wurden, um dort weiterhin abbauen zu können. Ja, hier sieht man die Bagger dort. So, die werden also auf diese LKW, die Kohle wird auf diese LKWs geschippt. Ja. Und dann geht das auf Bahnlinien und auch die Bahnlinien sind ein Problem, weil die einfach die Gebiete der Bürger dort auch durch... Auch die LKWs, also man kann sich das ja vorstellen, es sieht ja so schon trocken und staubig aus. La Guajira ist generell auch eine Region, wo großer Wassermangel herrscht. Und das Unternehmen hat von der kolumbianischen Umweltbehörde die Genehmigung, 195 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Fluss Rio Rancheria zu ziehen. Das wird eigentlich dafür genutzt, um letztendlich auch fast 24 Stunden lang diese Straßen mit Wasser zu besprenkeln. Weil wenn die LKWs da drüber fahren, natürlich die Staubbelastung sich zusätzlich erhöht. Und dieses Wasser steht denen da nicht mehr zur Verfügung für Landwirtschaft, halt für Verbrauch? Für Verbrauch, für Landwirtschaft. Ist die, wie gesagt, es ist eine water-stressed region, sagt man. Und die Einwohner ja, haben dann halt eben weniger Wasser, um beispielsweise ihre landwirtschaftlichen Projekte zu bewässern. Ja, wir können das hier also sehen. Hier so, wo das Wasser abgezapft wird. Und das ist hier nochmal ein Bild von dieser gigantischen Steinkohlegrube im Tagebau. Also ich meine, das ist eine unglaubliche Naturzerstörung, die hier stattfindet. Das Interessante ist, die Besitzer dieser Kohlegruben sind nicht Unternehmen aus Kolumbien. Nein. Wem gehören die Unternehmen? Also das Unternehmen Cerrejón ist aufgeteilt jeweils zu ein Drittel zwischen BHP Billiton, das ist Amerika, Australien, und Glencore, Schweiz und dann noch Großbritannien mit Anglo-American, ja. Also denen gehört das, die haben das regelrecht, regelrecht gekauft. So. Ja. Wie viel davon kommt nach Deutschland? Von was? Von der kolumbianischen Kohle. Wie stark beziehen wir Kohle von dort? Also
es ist, die Stromlieferanten hier in Deutschland sind nicht besonders transparent, wie viel Kohle aus der Mine kommt. Aber letztendlich wissen wir, dass die Mine Cerrejón, die wir jetzt zum Beispiel auf dem Foto gesehen haben, war ungefähr 50% wird dann aus dieser Mine nach Europa exportiert. Wie reagieren die Stromkonzerne, wenn sie fragen, wo kommt ihre Kohle her? Naja, das habe ich die Stromkonzerne so direkt natürlich noch nicht gefragt. Mhm. Aber es gab einige, der Oliver Kirscher zum Beispiel, die haben auch Anfragen gestellt an Kohleunternehmen. Und ja, dann werden halt natürlich offiziell schon zugegeben, dass sie auch Kohle aus Cerrejón beziehen. Mhm. Natürlich. Was ich in Ihrer Arbeit ganz interessant finde, ist, Sie haben darauf hingewiesen, oder man kann es nachlesen, dass wir in Deutschland nicht weniger Kohle verbrauchen, sondern diese Kohleimporte auch noch weiter ansteigen. Mhm. Das heißt also, das Problem verringert sich nicht, es verstärkt noch, zumal wir in Deutschland mit der eigenen Steinkohlenförderung aufhören. Wir sind also weiter und stärker davon angewiesen. Genau, angewiesen. Also mit 2018 werden die Subventionen für Steinkohleförderung hier, Braunkohleförderung ist es ja hauptsächlich, in Deutschland auslaufen und dann sind wir zu 100% auf Import angewiesen. Es gibt hier, Sie haben in Ihrer Arbeit einen Satz reingegeben, der Verein der Kohleimporteure weist darauf hin, dass die Steinkohlenimporte nach Deutschland im Jahre 2013 auf über 50 Millionen Tonnen gestiegen sind. So, und hier jetzt kommt es entsprechend, nach Einschätzung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft lag die Bruttostromerzeugung 2013 in Deutschland bei 635 Terawattstunden, welche zu 61,5 Dienstagabend, 19.30 Uhr und hier ist Leben mit der Energiewende TV und wir sind live. Guten Abend im Studio. Guten Abend. Dankeschön. 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 Danke. Wir haben zwei tolle Sendungen gehabt. Wir haben mit der Evangelischen Kirche eine Sendung gemacht. Wir haben mit Franz Alt eine Sendung gemacht. Und die Sendung heute wird auch ganz toll, die ich Ihnen versprechen kann. Ich begrüße alle neuen Zuschauer aus Schwarmstedt. Wir haben gestern Filmvorführung in Schwarmstedt gehabt. Und viele sind heute Abend dabei, um live zu sehen zur Frage Stromspeicher, die ehrliche Rechnung. Lohnen sich Stromspeicher? Rechnen die sich? Rentieren die sich? Oder ist das nur ein idealistisches Ding? Das wollen wir Ihnen heute Abend zeigen. Und wir haben noch ein anderes tolles Thema. Kohle aus Kolumbien. 95% der geförderten Kohle in Kolumbien wird exportiert. Und das nutzt den Bürgern und Bürgerinnen in Kolumbien ganz wenig. Denn der Export, das Geld, nutzt den Menschen dort wenig. Die Umweltschäden sind groß und auch Vertreibung ist ein Thema. Ganz viel von dieser Kohle kommt hierher nach Deutschland, wird hier verstromt oder als Koks in unseren verbleibenden Stahlwerken. Das Ganze wollen wir Ihnen heute Abend beleuchten und noch mehr. Hier ist der War Room. Schnell! Und hier ist das Beste, was wir anzubieten haben. Martin Richard Christek und Bert Schliemann. Guten Abend, beide von Care Energy. Hallo, guten Abend, hallo. Hallo. Beide wohlbekannte Care Energy Ritter aus unserem Programm wohlbekannt. Herr Christek befindet sich mittlerweile auf politischem Wege in politischen Gefilden.
denn er hat eine politische Partei gegründet, die CPD, die Care-Partei Deutschland. Da geht es um Transparenz. Und er hat auf der Facebook-Seite, da kann ich gleich mal einblenden, eine interessante Meldung veröffentlicht, aus der Süddeutschen Zeitung. Bundestag verweigert Herausgabe von Lobbyisten-Namen. Das ist nämlich ganz interessant. Herr Christek, kurz, was ist der Umstand der ganzen Geschichte? Ja, Entschuldigung, guten Abend mal. Der Umstand der ganzen Geschichte ist relativ einfach. Wir alle kennen ja Lobbyisten, das heißt also Hintertürarbeiter, die versuchen, den Politikern sozusagen ihre Meinung aufzudrängen, aufzuzwängen oder diese sogar zu beeinflussen, nennt man politische Arbeit oder auch Lobbyismus. Ist dagegen nichts einzuwenden in erster Instanz, wenn man halt auch weiß, wer das ist. Nun haben wir gesehen und auch gelesen ja in dem Zeitungsartikel von der Süddeutschen, dass verschiedene Parteien, verschiedene Fraktionen geklagt haben, man solle doch offenlegen, wer diese Lobbyisten sind, die im Bundestag ein- und ausgehen. Also den Bundestag zu betreten ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit für jeder Frau und jeder Mann, sondern man muss sich ja dementsprechend auch registrieren. Auch wenn ich hineingehe, muss ich mich registrieren und liege auf einer Liste offen. Und das wäre natürlich sehr, sehr interessant, welche Lobbyisten hier tagtäglich eine Karte gezogen haben. Nicht eine Besucherkarte, sondern eben, wie es in dem Artikel auch definiert worden ist, wirklich eine permanente Zutrittsberechtigung haben, die im Regelfall durch die Geschäftsführung der verschiedenen Fraktionen erteilt werden kann. Mhm. Abgeordnetenwatch hat geklagt um die Herausgabe dieser Lobbyistennamen. Denn diese Lobbyisten, so hat die Süddeutsche Zeitung unter anderem berichtet, die haben Hausausweise bekommen. Das sind keine normalen Besucher, sondern die haben Hausausweise bekommen. Und Herr Christek, ich glaube, es sind ganz schön viele verteilt worden. Ja, also es sollen also über Tausende oder Tausende Stück sein. Die Zahl wird propagiert. Man weiß es ja nicht genau, somit tut man sie natürlich schwer. Aber über 1000 bis zu 2000 hoch. Dass eine Zahl ist, die man sich vorstellen kann, in diesem Haus auch relativ groß ist. Ja. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 680 Abgeordnete im Bundestag und mindestens 1000 Lobbyisten, die mit Hausausweisen rein und raus gehen können. Aber ich muss ja sagen, das Restaurant ist hervorragend dort. Also ich war auch schon in der Kantine sozusagen, also in dem Restaurant. Ist jederzeit wirklich ein Besuch wert, ist toll. Ja? Vielleicht ist das der Grund für den Hausausweis, man weiß es nicht. Das Restaurant wird von Käfer betrieben. Aber das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. 680 Abgeordnete, über 1000 Lobbyisten mit dem Hausausweis. Das sind noch nicht die Besucher, die reingehen können. Das heißt, es laufen im Bundestag mehr Lobbyisten als Abgeordnete rum. So, und die Bundesregierung hat den Prozess verloren, muss die Namen juristisch herausgeben und tut es nicht. Was machen wir da, Herr Christek? Schicken wir der Bundesregierung Gerichtsvollzieher? Nun ja, also das ist auch eine Erfahrung, die ich mittlerweile schon gesammelt habe, dass man sich ein bisschen schwer tut, sich an das gültige Recht anzupassen oder zumindest an einen Richterspruch. Also ich würde es mir an der Stelle der Organisation des Bundestagshauses sehr, sehr wohl überlegen, ob ich eine Berufung einlege gegen einen Richterspruch. Ein Richter ist unabhängiges Institut, sage ich jetzt mal so, ein unabhängiges Organ. Und wenn der Richter der Meinung ist, dass es gut ist, diese Daten offenzulegen, dann sollte eigentlich der Bundestag mit gutem Beispiel vorangehen und die Daten einfach mal freigeben. Ja, das kann man ja wohl immer laut sagen. Sie setzen sich ja ganz intensiv jetzt für Thema Transparenz politisch auch ein. Ich glaube, Transparenz ist der Schlüssel. Es geht noch gar nicht darum zu sagen, dürfen Lobbyisten rein oder raus. Kann man ja sagen, okay, das ist Teil der Demokratie, wir müssen diskutieren. Aber es geht erstmal um die Transparenz und festzustellen, dass wir überhaupt erfahren dürfen, was los ist. Natürlich, also wir bemängeln auch nicht, dass Lobbyisten das Haus betreten, ihren Job machen, versuchen Meinung und Stimmung zu machen. Das gehört quasi in das tägliche Leben mit dazu. Was aber interessant ist, und das ist eben ein Punkt der Transparenz, dass wir eben sehr wohl wissen müssen, wer ist denn da am Werk, welche Mächte sind am Werk, welche Personen sind die Strippenzieher im Hintergrund, die womöglich der Grund für manche Entscheidungen sind, wo wir alle das Gefühl haben, Mensch, das ist ja komplett neben der Welt, was da jetzt gerade entschlossen wurde und beschlossen wurde. Wieso entstand denn das? Ja? Und genau dieses Wieso entstand denn das, ist ja bis jetzt sozusagen ein wunderschönes Buch mit 7 Siegeln, das wird geschlossen und geheim gehalten. Es ist dann nur die Entscheidung zu sehen und
die lieben Bürgerinnen und Bürger dürfen sich quasi mit dieser Entscheidung der politischen Natur dann herumschlagen und müssen es halt umsetzen. Warum es so ist, ist ein Geheimnis. Ja, also man kann nur sagen, ich glaube ganz einfach, der Bundestag und die Bundesregierung, die von uns Bürgern verlangt, dass wir unsere Steuern bezahlen, dass wir uns an die Gesetze halten und dass wir uns vor allen Dingen an Richtersprüche halten, kann man sagen, liebe Bundesregierung, lieber Bundestag, das gilt auch für euch. Rückt die Adressen endlich raus, der Lobbyisten! Aber ich habe mal eine interessante, jetzt in der vergangenen Woche, eine interessante Diskussion mit einem Staatssekretär geführt, wo es eigentlich zwischen den Zeilen dann zu hören war, naja, sollten wir verurteilt werden und nicht Recht gehabt haben, dann ändern wir einfach das Gesetz. Ja, das ist das Praktischste auf alle Fälle bei den Mehrheiten, die existieren. Und das ist auch ganz interessant, dass die meisten der Hausausweise, die für Lobbyisten ausgestellt worden sind, kommen natürlich von den Koalitionsfraktionen, gar keine Frage. Die zweite Meldung der vergangenen Woche. Bert, du wolltest noch was sagen. Das Schöne ist, es stammt keine von uns. Ich weiß auch gar nicht, warum du so überrascht bist, Frank, weil für so eine Rundumbetreuung von einem Abgeordneten braucht man immer mehrere Leute. Und dann ist die Zahl für mich gar nicht überraschend. Ich habe auch mal einen Bericht gelesen, dass es in der EU, also in Brüssel, dass es noch viel schlimmer sein soll, weil dort ist natürlich jetzt noch eine konzentriertere Macht vorhanden und da gibt es noch viel, viel mehr Lobbyisten. Ja, es ist ja nicht die Sache... Das ist aber der Unterschied. In Brüssel und in Europa ist es zulässig. Da ist Lobbyismus sozusagen ein Job, der eingetragen ist. Ja? Hier muss man etwas Obacht halten, ob es nicht vielleicht dann anschließend doch eine politische Einflussnahme wird. Ja? Und das ist in diesem Rechtsstaat untersagt. Es geht ja auch gar nicht darum, dass die 1000 Lobbyisten, von der die Rede ist, du hast ja gerade gesagt, 15.000 sitzen in Brüssel, dass das alle Lobbyisten in Berlin sind. Das sind nur die Lobbyisten, die einen Hausausweis haben. Nicht? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja? Also auf alle Fälle, die Konsequenz ist, ich werde mich auch in einem solchen Hausausweis bemühen. Mal sehen, ob ich einen bekomme. Die zweite Meldung der vergangenen Woche. Ja, warum? Vielleicht werden sie ja hineingewählt. Nicht? Das hoffen wir ja, auf alle Fälle. Sie einen Hausausweis, dann dürfen sie auch hinein. Zweite Meldung. Tagesschau, schauen wir mal hier kurz ins Internet noch mal rein. Braunkohlemeiler gehen vorzeitig vom Netz. Nach langem Streit haben sich Energieerzeuger und Bundesregierung auf die vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken geeinigt. Von 2016 an wollen RWE, Vattenfall und Librag mehrere Braunkohlekraftwerksblöcke vom Netz nehmen. Das wäre die gute Meldung der ganzen Geschichte. Die blöde Meldung steht gleich im Satz, können wir nochmal haben kurz. Ja? Komm, Achim. Den Bund kostet das viel Geld. Ja? Nicht den Bund, sondern uns kostet das viel Geld. Wieso, Bert, kostet das viel Geld? Ja, Herr Gabriel hat sich geeinigt mit den großen Stromversorgern und hat im Gegenzug praktisch eine Ausgleichszahlung von 1,6 Milliarden Euro, hat die ARD gemeldet, angeboten. Und das heißt, die kriegen jetzt praktisch dafür eine ordentliche Menge Geld, dass sie ihre Dreckschleudern abschalten. Also ich finde es trotzdem gut, dass sie abgeschaltet werden, aber der Preis ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Und ich muss sagen, Jens Schwalde, das Kohlekraftwerk sollte ja sowieso abgeschaltet werden. Also jetzt bekommen sie auch noch Geld im Nachhinein dafür, dass das eigentlich sowieso schon geplant war, abzuschalten. Aber für die Energieversorger ist es natürlich eine schöne Sache, ja. Ja, also schauen Sie, das ist ja, man muss ja immer so zwischen den Zeilen lesen. Also schauen Sie mal hier kurz rein, noch... Hier, Braunkohletagebau in Jenschwalde. Solche Bilder könnten bald der Vergangenheit angehören. So, große Jubelmeldung, kostet leider 260 Millionen Euro im Jahr. Aber Bertz hat schon gesagt, Jenschwalde ist sowieso ausgekohlt. Schon nach den Plänen von Vattenfall sollte Jenschwalde sowieso 2016 vom Netz gehen. Nur kriegt man jetzt noch Geld. Das ist wahrscheinlich ganz praktisch bei der ganzen Geschichte. Ja? Stellen Sie mal vor, Sie haben einen Laden, verkaufen was, ne? Dann machen Sie den Laden zu, verkaufen nichts mehr und kriegen den Gewinn trotzdem ausgezahlt. Herr Christek, irren wir uns da mit der Interpretation? Sie sind aus der Branche. Ich verstehe nicht, warum da einer dazu lachen kann. Also ich bin erzürnt über solche Sachen. Es gehen tagtäglich, ich weiß nicht, hunderte, tausende Unternehmen pleite und hier verarscht man einfach die Leute. Das ist eine unglaubliche Frechheit. Ja? Wenn dieser, jetzt wäre ich fast ausfällig geworden, das muss ich mir sparen. Also wenn dieses Kohlekraftwerk abgeschaltet werden muss, aus Umweltsicht, aus Menschensicht, aus kommerzieller Sicht, meine lieben Herren Konzernlenker, dann nehmt es zur Kenntnis, dass ihr den Verlust gebaut habt und nicht die kleine Bürgerin und der kleine Bürger eure Schulden zu zahlen hat. Allerdings. Man muss ja immer einen Dreh finden. Und der eine Dreh, der gefunden ist, das heißt Kraftwerks.
Reserve oder Kapazitätsreserve. Offiziell wird das Geld gezahlt, um diese Kraftwerke 4 Jahre weiter theoretisch wieder in Betrieb nehmen zu können. Normalerweise war ja geplant, eine CO2-Abgabe zu machen und da hätten die das kostenlos stilllegen müssen. Jetzt sagt man, ist eine Kapazitätsreserve und deshalb bekommen sie das Geld. Herr Christek, Sie kennen sich in der Branche aus. Brauchen wir eine solche Kapazitätsreserve? Also das, was hier versucht wird zu projizieren, mit einem Großkraftwerk eine kurzfristige Regelleistung herzustellen, ist einfach blanker Unsinn. Das ist blanker Unsinn. Jeder, der so ein Großkraftwerk kennt, weiß, dass es sehr langsam anfährt und wieder abfährt. Ja? Das heißt, der Vorhalt von so einem großen Kraftwerk in einem Nullbetrieb sozusagen würde bedeuten, dass genauso viel Kohle verheizt wird, wie wenn es laufen würde. Ja? Das ist einmal blanker Unsinn. Das kann man auch so nicht stehen lassen. Wir haben in Europa ein Verbundnetz. Wir können überall in ganz Europa, wir befinden uns in Deutschland nicht auf einer Insel. Man denkt sich dann zwar oft, dass Deutschland im Mittelpunkt von allem ist und hinter den Grenzen einfach die Erde aus ist, aber das hat sich schon also öfters bewiesen, dass es also rundherum geht und man kann auch rund um die Erde rundherum fahren. Aber Europa zumindest hat ein Verbundnetz. Ich halte es für nicht sinnvoll, speziell bei den Stromexportzahlen, die ja bekannt sind, dass wir diese Kraftwerke vorhalten, obwohl wir von woanders, wenn es wirklich notwendig wäre, womöglich einen gleich schmutzigen Strom, aber auf jeden Fall günstiger beziehen können, nämlich dann, wann wir ihn brauchen und nicht mit einer permanenten Vorhaltung, sozusagen mit einer, ich sage jetzt mal, Begründung dafür, dass man eben diesen Konzernen mit 230 Millionen Euro jedes Jahr unter die Arme greift. Das kann so nicht sein, das kann man so nicht stehen lassen. Das geht wiederum zu Lasten des Steuerzahlers, zu Lasten der Bürgerinnen und des Bürgers hier. Und irgendwann ist mal der Punkt. Wir haben beim Atomkraftwerkrückbau zuerst gehört, die Energiekonzerne gehen pleite. Auf einmal stellt sich hier unser Bundesminister hin und sagt, nee, das machen wir doch anders. Ja, und auf einmal sind es nicht mehr pleite. Warum denn eigentlich? Von wo kommt denn jetzt auf einmal dieses Geld, das man vorher nicht gefunden hat? Rückstellungen sind nicht gebildet worden. Ich erinnere an Interviews mit den verschiedensten Vorstandsvorsitzenden, dessen Namen ich alle weiß, aber nicht nenne. Man kann sich sie aus dem Archiv herausholen. Die ganz einfach gesagt haben, wir können das nicht bezahlen. Wenn wir das bezahlen würden, könnten wir unsere Renten nicht mehr bezahlen. Ja? Also man sieht, was hier in diesem Konstrukt, das hier aufgebaut wurde, politischer Natur und wirtschaftlicher Natur, wahrscheinlich auch unter den Lobbyismusgedanken, vielleicht gibt man auch deshalb die Besucherkarten nicht oder die Hauskarten nicht frei, dann würde man sehen, wer alle in diesem ehrenwerten Haus aus- und eingeht. Und da wird so viel geschoben. Ja, und wir sind ja gerade auch dran, eine mittelschwere Kartellbildung energierechtlicher Natur aufzudecken und ans Licht zu bringen. Und meine lieben Damen und Herren, da könnt ihr euch warm anziehen. Ich gebe nämlich nicht klein bei und ich ziehe meinen nicht ein. Der bleibt dort, wo er ist. Oliver Krischer. Oliver Krischer, Vize-Fraktionschef der Grünen, den wir auch schon mehrfach hier bei uns im War Room gehabt haben und der unsere Sendung auch schaut. Guten Abend, Herr Krischer sagte, die Grünen kritisierten hier in der Tagesschau, ich rufe nochmal die Meldung auf, hingegen die Einigung mit den Konzernen. Gabriel schafft mit Milliardenkosten eine Kohlereserve, die niemand braucht, erklärte Vize-Fraktionschef Krischer. Es geht einzig und allein darum, RWE, Vattenfall und Mibrag milliardenschwere Stilllegungspläne für altersschwache Kraftwerke zu zahlen. Gezahlt werden soll das durch die Kosten fürs Netz. Und Herr Christek, wenn ich Sie schon hier habe, das geht wieder aufs Netz. Ich finde, wir zahlen sowieso schon viel zu viel fürs Netz. Ja, es ist ja gut, das werden wir jetzt mit der nächsten Transparenzreform sozusagen unserer Rechnungslegung ganz deutlich zeigen. Es wird ja immer wieder gepredigt in der Energiewirtschaft, wie transparent denn alles ist. Ja? Weiß irgendjemand, wie viel Netzgebühr irgendjemand bezahlt, wie sich das verändert hat von letzten Jahr auf dieses Jahr, wie die Prognose sein wird 2016, das weiß niemand. Auch das ist eine verschlossene Türe. Ja? Es wurden die EEG-Umlagen erhöht, verschlossene Türe. Man stellt den Bürger einfach vor die Entscheidung, ist gefallen, zapp, wir müssen mehr bezahlen. Netz, genau das Gleiche. Der Netzbetrieb legt eine Preisvorstellung der Bundesnetzagentur vor, die Bundesnetzagentur segnet es ab, Sie erwarten es dann anschließend in der kommenden Jahresrechnung. Sie haben keine Möglichkeit, wie auch immer geartet, auszuweichen. Sie haben es einfach nur zu akzeptieren. Gut, wenn wir es schon akzeptieren müssen, dann müssen wir auch verstehen, weshalb. Auch wieder die Frage der Transparenz. Transparenz, ja.
Wie setzen sich die Netzgebühren zusammen? Weshalb ist eine Umlagenerhöhung geplant, wenn wir 3,5 Milliarden im Rücklagetopf drinnen haben? 3,5 Milliarden sind mehr als 10% der genehmigten Rücklage. Mal drüber nachdenken. 10% wäre genehmigt vom Budget sozusagen, das sind aber dann 2,8 Milliarden. Wir sind jetzt auf 3,5 Milliarden und man möchte noch die EEG-Umlage erhöhen. Wir haben angeblich einen Netzausbau gehabt, der eben einen Zuschlag oder eine Erhöhung der Netzdurchleitungsgebühr rechtfertigt. Na, wo ist denn der? Kommt noch. Tut mir leid, man faselt irgendetwas von einer grünen Stromtrasse, die von Norden in den Süden gezogen werden will, wohlbemerkt, und unterstellt wirklich uns allen, wie wir hier vor dem Fernseher sitzen, vor dem Monitor sitzen und in diesem wunderschönen Land leben, dass wir glauben, dass es eine grüne Stromtrasse gibt. Meine Damen und Herren, es gibt keine grüne Stromtrasse, es gibt einfach nur ein Kabel, was von A nach B gezogen wird. Und da ist kein grüner Strom drinnen, sondern da ist ein Strom drinnen. Ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, also das jetzt als grün anzumalen und zu sagen, ja, dieser Netzausbau ist notwendig, denn das brauchen wir für grüne Energie, ist einfach blanker Unsinn. Würde man die grüne Energie richtig einsetzen, würde man das ganze Kabelwerk einfach gar nicht brauchen. So beginnt die Story. Den grünen Kollegen muss ich ganz Hochachtung ausdrücken, der ist einer der wenigen, der wirklich sagt, was Sache ist. Ja? Und dafür auch teilweise kritisiert wird, von mir nicht, von mir kriegt er alle Unterstützung, die er braucht. Da muss ich ehrlich sagen, von den Grünen Hut ab. Geile Aktion. Okay. Das Interessante ist an der ganzen Geschichte auch, jetzt haben die Energiewende geschafft, dass die Energiepreise in dem Sinne nicht mehr steigen, sondern runtergehen, weil es eben viel regenerative Energie geht. Und jetzt geht alles über das Netz hoch. Also irgendwie geht es immer hoch. Jetzt geht alles nur über das Netz. Was haben wir jetzt gerade? Wiederholen Sie das bitte nochmal. Ich habe gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass die Energiepreise nicht mehr steigen. Jetzt geht es über das Netz hoch. Genau. Das heißt, die Börsenpreise sind gefallen, richtig? Mhm. Wer partizipiert von den Börsenpreisen? Die großen Einkäufer. Genau, die großen Einkäufer. Genau diese Einkäufer, die von der EEG-Umlage befreit sind. Ja. Nochmals, wie lange wollt ihr eigentlich das Volk noch für blöd verkaufen? Sollen wir euch zuerst die Stilllegung einer Fabrik bezahlen, anschließend noch die Subvention dazu? Macht euer Geschäft selbst und kalkuliert einfach. Okay, alles klar. So, Bert. Ich fand noch die Argumentation sehr interessant im Zusammenhang, weil immer gesagt wurde, bei uns durch die steigende EEG-Umlage wird der Strom ja immer teurer bei uns und deswegen wird es bald nicht mehr wirtschaftlich für die Firmen hier zu arbeiten, hier ihren Strom zu bekommen. Das ist ja schlicht gelogen. Ja? Also mittlerweile, ich weiß, es werden wieder Aluminiumhütten aufgemacht, weil es nie so billig war. Nicht das Ding, also versuch's dir mal eine. Okay. Und da kommt Senf mit drauf? Ja, nehmen wir ein bisschen Senf dazu. Das essen wir natürlich nicht jeden Tag, aber weil du hier bist. Könnte man jeden Tag essen. Oh, super lecker. Ja, schön, ne? Schade, dass das Kamerateam keine Zeit hat zu essen, weil wir weiter müssen. Ich muss die Aufgabe leider übernehmen. In Holland weiß man, dass die meisten Photovoltaikanlagen in Deutschland die gesamte Energie in das Netz einspeisen. Doch viele Anlagen gehen schon bald aus der Förderung durch das Erneuerbare Energiengesetz heraus. Also da bin ich ganz ehrlich, das sind meine Lieblingsgeräte von NEDAB, weil wir haben 1,2 Millionen Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Die wenigsten haben Speicher und damit kann man die alle nachrüsten, um selber zu speichern und zu verbrauchen. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist das Schöne an der NEDAB, der Bauroute Unifit. Ich meine, die kann man für Neuanlagen nutzen, aber auch zum Nachrüsten von größeren existierenden Anlagen. Und das Schöne ist daran, der funktioniert völlig unabhängig von der existierenden Wechselrichter. Also man braucht darauf nicht einzugreifen. Mhm. Also Kunden brauchen sich auch keine Sorgen zu machen, was Garantien und so weiter angeht. Und dabei ist es auch noch für den Installateur sehr einfach anzuschließen. Ja, es ist wieder ein Sensor, Bauroute und eine Batterie und dann ist er fertig. Hersteller von Energieverwaltungs- und Speichersystemen sprießen heute wie Pilze aus dem Boden und sind genauso schnell wieder weg. Die Holländer haben sich mit ihrer ganz eigenen bekannten Hartnäckigkeit dagegen als erste am Markt etabliert und sind bis jetzt Marktführer geblieben. Durch seine Mischstruktur mit verschiedenen Geschäftsfeldern kann NEDAB auch die aktuell falschen Weichenstellungen deutscher Politik überdauern und langfristig sein System mit dem dazugehörigen Support anbieten.
Das ist für viele Photovoltaikanlagenbesitzer ein besonders wichtiges Argument, nach dem ich immer wieder im Kino gefragt werde. Und auch das halte ich für eine besondere Erwähnung wert. Hergestellt wird der Power-Router in Europa. Moderne Energiewende-Technologie kommt, zumindest was die Speichertechnologien angeht, immer noch aus Europa. Das hat seine guten Gründe. Wouter Klander hat so die Produktion seiner Systeme unter Kontrolle und kann schnell fertigen. Also unser Heimmarkt ist natürlich sowieso Europa. Und wir finden es immer sehr wichtig, also vor allem mit so einer neuen Technologie, dass wir alles selber gut im Griff haben. Und das meint, dass wir denken, dass wenn wir selber produzieren, dass wir selber unsere Qualität bestimmen können und auch Sachen schneller ändern können, wenn das notwendig ist. Und dabei kommt natürlich auch, wir möchten kurzfristig an unsere Kunden liefern können. Also das meint, wenn etwas bei uns bestellt wird, dann fertigen wir es in 2 Wochen und dann wird es abgeschickt. Das geht natürlich überhaupt nicht, wenn man etwas aus China reinfliegen lässt. Entwicklung, Produktion und Support haben etablierte Hersteller wie NEDAP also im Griff, obwohl das Geschäftsfeld letztlich doch noch ziemlich neu ist. Freude, jetzt ist er hier live im Studio. Herzlich willkommen, Wouter Klander. Guten Abend. Und er hat auch einen Kollegen mitgebracht. Ich begrüße auch recht herzlich Robert Brochner. Guten Abend, Herr Brochner, hier im Studio. Hallo. So. Ja, Wouter, es ist so, ich muss das erklären, ja. Es ist eigentlich nicht erlaubt, dass jemand auf der Bühne sitzt, der hübscher ist als ich. Heute mache ich mal bei Wouter Klander eine Ausnahme in dieser ganzen Geschichte. Wie ist das jetzt eigentlich? Stromspeicher, die sind, glaube ich, bei den Bürgern zu Hause angekommen. Das ist jetzt Normalität. Ja, das stimmt. Was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass es ungefähr seit 2012 sind natürlich die Einspeisetarife sehr stark nach unten gegangen, vor allem in Deutschland. Und das ist jetzt ein Trend, den sehen wir eigentlich jetzt quer durch Europa. Italien hat es gehabt, im UK passiert es jetzt ab 1. Januar, passiert es auch. Und das meint eigentlich jetzt, dass man, was wir jetzt sehen, ist, Solar ist eigentlich kein reines Finanzprodukt mehr. Es ist für Leute jetzt wirklich eine Art und Weise, um sich unabhängig zu machen von steigenden Strompreisen. Und wenn man gerne selber produziert, und wir waren immer schon der Meinung, langfristig macht es nur Sinn, um so viel wie möglich Energie da zu nutzen, wo es wirklich auch produziert wird. Und das kann eigentlich nur mit Speicher. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum, wie du auch sagst, Frank, dass jetzt Speicher wirklich angekommen ist. Die Politik hat ja einiges getan, um Speicher, auch Großspeicher zu verhindern. Man hat Umlage eingeführt auf den Eigenverbrauch, zumindest bei größeren Anlagen. Es gibt andere Hemmnisse, politische Hemmnisse der Energiewende. Ich bin ja mit meinem Film quer durch Deutschland unterwegs und merke, so ein bisschen stockt die Energiewende manchmal auch. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Merkt ihr das, dass das in Stocken kommt oder läuft das Geschäft? Eigentlich sieht man, dass die ganze Solarmarkt, die hat natürlich ziemlich viel Schmerzen gehabt in den letzten Jahren. Man ist von viel Subventionen oder Förderungen nach fast gar nichts gegangen. Und das hat natürlich jeder bemerkt, auch die kleinen Handwerker, die ein kleines Laden haben, die hat das natürlich sehr viel wehgetan. Aber was man eigentlich sieht, Speicher ist natürlich eigentlich von unten gekommen und Speicher ist jetzt fast eigentlich noch der einzige Markt in Deutschland, der noch wächst. Und langfristig, wir sehen eigentlich, was ich schon gesagt habe, auch international sehen wir genau die gleiche Übung, die ihr auch schon in Deutschland gehabt habt. Mit Förderungen wird wieder so eine Art Boom kreiert. Und auf der kurzen Frist ist jeder dann natürlich sehr froh damit. Langfristig sehen wir überall wieder, werden die Subventionen wieder schnell stark nach unten gebracht. Gibt es wieder, Subventionen oder gibt es wieder Geschäfte, die pleite gehen und die kleinen Handwerker, die haben wieder die Probleme. Aber langfristig überall gibt es Speicher. Das heißt, für NEDAP geht es tatsächlich aufwärts? Ja, langsam, aber aufwärts. Mhm.
Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, haben die Möglichkeit, sich live in die Sendung hier zu integrieren, indem Sie auf unsere Facebook-Seite Leben mit der Energiewende geht. Wir wollen uns heute mit dem Thema Speicher die ehrliche Rechnung beschäftigen. Sie können hier Ihre Fragen auf Facebook stellen. Ich werde die dann in die Sendung reingeben. Zu unserem vorherigen Thema hat schon ein Zuschauer geschrieben. Er hat geschrieben, Erhöhung der Netzgebühren ist ein süßes Gift für die großen EVUs. Grund, mit dieser Maßnahme wird die Selbstversorgung via Photovoltaik, Blockheizkraftwerke, Heizung und Speicher im Keller interessanter. Egal, was diese EVU-Lobbyisten unternehmen, ihr Geschäftsmodell ist mausetot. Ich glaube, das muss man sagen, die Bürger und Bürgerinnen wollen relativ unabhängig werden. Absolut, das ist auch wirklich dasjenige, was wir sehen. Ja, früher, als wir mit unseren Kunden redeten, wir haben in der Vergangenheit auch rein Solar verkauft, für eine sehr kurze Zeit eigentlich. Und das war es wieder immer nur eine wirkliche Finanzgeschichte. Wenn wir jetzt mit Leuten reden, das sind wirklich Leute, die sagen, ich mache das eigentlich, weil ich mich unabhängig machen möchte von den großen Konzernen. Ich möchte eigentlich selber bestimmen, was ich jetzt mit meinem Leben mache. Und das ist genau, was wir sehen mit Leuten, die jetzt in Speicher investieren. Mhm. Ja. Herr Bruchner, ganz kurz gleich die Frage. Wir rechnen es gleich noch aus. Sind Speicher wirtschaftlich, ja oder nein? Also wir als Speicherspezialisten, wir wollen natürlich zeigen, dass eine Photovoltaikanlage mit Speicher sich rechnet oder wirtschaftlich ist. Und natürlich, was der Herr Klunder auch schon gesagt hat, wir wollen eigentlich weg davon, dass man denkt, das ist ein Finanzprodukt. Ja, also das geht um die Energiewende, das geht quasi darum, Energie vor Ort selber zu verbrauchen. Und da wollen wir zeigen, ist es wirtschaftlich. Ein Holländer sind Sie auch nicht, ne? Aus dem bayerischen Raum, ist das richtig? Ja. Okay, alles klar. Also für heute haben Sie hier eine Einreisegenehmigung nach Berlin von uns bekommen. Das freut mich. Gestern war ich in Schwarmstetten beim Film Leben mit der Energiewende 3 und die Filmvorführung veranstaltete der Hausbesitzerverband in Niedersachsen. Und wir haben gleich mal die Gelegenheit genutzt zu gucken, was wissen die Leute eigentlich über Stromspeicher oder was wollen sie wissen? Heute Abend um 19 Uhr geht es gleich los in Schwarmstedt. Es ist Montag, also einen Tag vor der Sendung. Ich zeige Leben mit der Energiewende 3 und wir wollen mal die Gelegenheit nehmen und fragen, was wissen die Leute oder welche Fragen haben die Leute zum Thema Stromspeicher und Wirtschaftlichkeit. Oh Lisa, guck mal, da kommen noch Leute angesaust, um in die Filmvorführung zu kommen. Es ist jetzt 18.53 Uhr, die Leute kommen also an. Wir gehen mal rein und schauen einfach mal nach, was gibt es denn so für Fragen? Der Saal füllt sich noch so ein bisschen zur Filmvorführung. Guck mal, Router. Die schauen sich gleich alle hier deinen Power-Router an. Heute ist es so, wenn Sie Strom kaufen, Sie kennen Ihre Strompreise, 24, 25, 26, 27 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie selber Strom auf dem Dach produzieren und einen Stromspeicher dazu haben, dann produzieren Sie Ihren eigenen Strom im Prinzip zur Hälfte des Preises. Solche Anlagen funktionieren heute auch ohne, dass man sich weiter darum kümmern muss. Die Technologien etablierter Hersteller wie LIDAR dürfen heute als sehr ausgereift und wenig störungsanfällig bezeichnet werden. So, wir gehen mal hier vor zu den Zuschauern und Zuschauerinnen. Hallo, Farenski, kurz eine Frage. Interessieren Sie sich für Photovoltaikanlage und Speicher? Habe ich keine Ahnung. Haben Sie keine Ahnung? Nein. Aber Sie interessieren sich dafür? Ja. Finde ich gut, aber da habe ich mich noch nicht informiert. Was wissen Sie denn über Stromspeicher? Über Stromspeicher sehr wenig. Wir haben zwar eine Photovoltaikanlage, aber eine thermische Solaranlage für Warmwasser. Ja. Mhm. Aber es wäre für Sie eine Überlegung, sowas mal zu machen? Wenn sich das rechnet, auf jeden Fall. Wenn sich das rechnet, da klar, fragt hier schon jemand, da komme ich mal gleich zurück. Da wollen wir was hören, ob es sich rechnet. Okay. Wir wollen investieren, aber... Sie wissen noch nicht so richtig. So richtig wissen wir noch nicht, ja. So. Aber dazu ist ja so eine Veranstaltung da. Genau. Was wissen Sie denn so schon über Stromspeicher und Kosten und so? Wir wissen darüber, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, zu speichern. Und dass es gar nicht so teuer ist. Man denkt immer, das ist so wahnsinnig teuer. Wir haben uns interessiert für eine Anlage mit auf dem Dach 1.500 Euro. Pro KW Peak. Genau. Und deswegen sage ich, ist das also schon eine Sache, die man überlegen sollte. Und man spart noch ein bisschen was, nicht? Mhm. An Stromkosten. Haben Sie mal was in dem Film, den Sie gleich sehen, ist ja der Marktführer von Speichersystemen drin, NEDAP. Haben Sie von der Firma schon mal was gehört? Nein.
muss ich leider verneinen. Ne? Ich habe nichts gehört. Okay. Nichts gehört. Es wird Zeit, dass das vielleicht ein bisschen mehr publik gemacht wird. Ne? Okay, alles klar. Siehste, Wouter, hast du das gehört? Mehr Werbung machen für den Power Router? So, hallo. Sie interessieren sich auch für Stromspeicher oder Photovoltaik? Ja, in erster Linie denke ich mal aus Umwelt- und Kostengründen. Mhm. Haben Sie sich da schon mal so ein bisschen sachkundig gemacht? Also Informationsmaterial habe ich zu Hause liegen, aber noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Oh, was haben Sie denn für Informationsmaterial über Stromspeicher, Photovoltaik? Ja, es gibt da über Heizungsfirmen so Prospekte und dergleichen. Mhm. Ja, da habe ich schon mal welche bekommen. Mhm. Mhm. Ja. Okay, also ist die Veranstaltung hier eigentlich genau die richtige. So, ich frage hier nochmal weiter. Wie schaut es bei Ihnen aus? Stromspeicher und Photovoltaikanlage, sind Sie da interessiert? Ja, selbstverständlich. Also ich produziere schon Strom, aber für Speicher, die sind einfach noch zu teuer. Meinen Sie? Ja, weil das muss ich ja rechnen, sage ich mal. Mhm. Weil, sagen wir so, nach 10 Jahren sollen sie schon amortisiert haben. Mhm. Und das ist halt noch nicht der Fall. Haben Sie da schon so einen Überblick, was es da für Firmen gibt? Nein, also da, wie viele Firmen es da gibt, kann ich nicht sagen. Haben Sie mal was von NEDAB gehört, dieser holländischen Firma? Nein, habe ich noch nicht gehört. Alles klar, auch nicht gehört. Naja, klar. Also wie gesagt, die Fragen sind alle die gleiche. Und wir im Studio werden jetzt die Frage beantworten, ist ein Stromspeicher wirtschaftlich wirklich sinnvoll? Wouter, dein Einsatz. Das ist total irre. Also man stellt eigentlich fest, man weiß, dass es Stromspeicher gibt. Wir kennen alle Handymarken, wir kennen alle Automarken, wir kennen alle Technikmarken. Aber was Speicher angeht, ist das alles noch völlig ein grünes Feld für die Leute. Nee, das stimmt. Aber was wir wirklich sehen, ist, dass Leute sich wirklich verlassen auf was der Installer empfiehlt. Ja, also das sagen wir auch immer. Unser Installer ist auch zusammen mit der Endkunde unser wichtigster Kunde. Weil der hat natürlich das Vertrauen von der Endverbraucher. Und wir schätzen das auch, weil wir denken, dass es auch so sein sollte. Weil es ist auch sehr schwierig für einen Standard-Endverbraucher, um sich mit den verschiedenen Marken und Arten und Weisen, um Sachen zu machen, auszukennen. Also uns verwundert das natürlich nicht. Und wir sind natürlich auch erst am Anfang diesem ganzen Markt. Also, aber es wird kommen, das ist schon unsere Meinung. Und auch diese Bekanntheit mit diesen Systemen und die verschiedenen Marken, die es gibt, inklusive NEDAB natürlich, das wird auch kommen. Es gibt eine tolle Webseite, powerrouter.com, wir können die mal kurz einblenden. Da gibt es eigentlich jede Menge Informationen zu dem Thema. Man kann sich da schon ganz gut sachkundig machen, aber es ist natürlich ein komplexes Thema. Es ist ein technologisch schwieriges Thema. So, Wouter, erste Frage. Das, was ich da gesagt habe in dem kurzen Ausschnitt, Hälfte des Strompreises, stimmt das so aus der Hüfte gesagt oder ist das ein bisschen übertrieben? Kurzfristig vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber auf der langen Frist, was wir immer versuchen, ist einfach Sachen darzustellen, dass wir sagen, okay, lass uns davon ausgehen, das wird Herr Brüchen auch machen, dass gar nichts sich ändern wird. Hey, weil wir können natürlich, und das werden wir auch zeigen, prognostizieren, was der Strompreis in der Zukunft machen wird, unserer Meinung nach. Aber was wir auch immer machen, ist, okay, lass uns davon ausgehen, dass gar nichts ändert. Hm. Sodass jeder sich da auch dabei sich wohlfühlen kann und auf diese Art und Weise eine Entscheidung treffen kann. Das ist auch etwas, was Herr Brückner heute mal zeigen wird. Was kann man dann logischerweise erwarten? Weil wir sind schon immer der Meinung, dass man transparent sein sollte, mhm, bezüglich desjenigen, was man erwarten kann von so einem System. Wir haben es ja im Film gerade gesehen, zwischen 16.000 und 20.000 Euro komplette Anlage mit Speicher muss man rechnen. Ja, ja. Herr Brückner? Ja. Ungefähr. Genau, ja, Herr Brunner, das zeigen wir auch. Wir können das mal kurz ausrechnen. Da hinten haben Sie meine Recycling-Tafel, Nutzer Ihrer Information. Die habe ich mal vom Recyclinghof der Berliner Stadtreinigung für 20 Euro geholt. Und ist eine tadellose Tafel, ist meine Lieblingstafel. Also, Sie zu Hause können Fragen, Ergänzungen jederzeit stellen. Ich lasse das hier einfließen, Sie hier im Studio natürlich auch. So, dann rechnen Sie uns das mal vor, Herr Brochner, bitte. Also das Ziel war natürlich, eine simple Rechnung zu machen, die auf, wir sagen in Bayern, auf einen Bierdeckel passt. Also wir sehen das jetzt vielleicht nicht ganz ein Bierdeckel, aber doch sehr einfach und transparent und auch konservativ. Also wir bauen jetzt mal eine Photovoltaikanlage und da spricht man von Kilowatt Peak. Also die Größe von der Photovoltaikanlage ist 5,5 Kilowatt Peak. Das sind ungefähr 24 Module, a 250 Watt. PV. Dann brauchen wir natürlich auch einen Speicher.
eine Batterie, B für Batterie, 5,7 Kilowattstunden nutzbar. Ups, genau das passiert, was den Lehrern passiert. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Haus. Ja? Die leben ja in dem Haus, die verbrauchen Strom. Wie viel Strom verbrauchen die? Etwa Jahresverbrauch 5.500 Kilowattstunden im Jahr. Moment, da muss ich unterbrechen. Dann haben die noch nicht Bert Schliemann kennengelernt. Dann würde also, statt einer 5 eine 1 davor stehen. Aber gut, lassen wir es mal so. Ja, und die Frage ist ja auch immer, wie legt man einen Speicher aus? Das ist ja die große Frage, wie groß müsste jetzt meine Batterie sein? Und ich denke, der war bei dir auch schon ein, zwei Mal in der Sendung, Volker Quaschning. Professor Volker Quaschning, der hat eine ganz gute... ein Stammzuschauer von uns. Das gibt einen Sonderapplaus, liebes Publikum, bitte. Man geht eigentlich davon aus und sagt 1, 1, 1 und das sieht man jetzt eigentlich ganz gut. Also 1 Kilowatt Peak pro 1000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und 1 Kilowattstunde nutzbare Batterie auch pro 1000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. So kann man schon mal sehen, dass wir da auch eine ganz gute Beispielanlage gemacht haben. Diese Anlage wird jetzt in einem Haus etwa Autarkiegrad, also Autarkiegrad bedeutet, wie autark wird das Haus in einem Jahr? Vielleicht circa 54%. Ohne, muss man jetzt betonen, ohne Verhaltensänderungen. Das ist einfach, wenn die Leute ganz normal weiterleben. Und ein Eigenverbrauch von circa 60%. Da möchte ich jetzt gleich mal dazwischen gehen. Was ist der Unterschied zwischen Autarkie und Eigenverbrauch? Habe ich gar keine Ahnung. Also, Autarkie bedeutet, wie viel kann meine Photovoltaikanlage mit Batterie Energie im Haus verbrauchen, bezogen auf diesen Jahresverbrauch. Okay? Ich habe es gleich mal ausgerechnet. Das wäre jetzt dieser Autarkiegrad, 2970 Kilowattstunden. Könnte ich es jetzt schaffen, mit der Photovoltaikanlage, mit der Batterie, in dem Haus autark zu werden? Okay. Eigenverbrauch bedeutet, alles, was meine Photovoltaikanlage produziert, kann ich ja entweder nur direkt verbrauchen oder mit Speicher, bleibt auch ein bisschen was übrig. Und das ist der Eigenverbrauch. Also alles von dem Strom, was produziert wird, schaffe ich etwa 60% selber zu verbrauchen. Mhm. Das bedeutet auch, 40% bleibt übrig. Das sind dann circa, was übrig bleibt. Also das ist das, was nach dem ganzen Verbrauch die Batterie durchschnittlich nicht mehr speichern kann, die sie dann sozusagen ins Stromnetz packen muss. Ja, genau. Eigentlich ist es so, bezüglich Autarkie und Eigenverbrauch, Autarkie hat damit zu tun, wie viel Strom muss ich einkaufen. Mhm. Eigenverbrauch hat damit zu tun, wie viel von meinem selbst produzierten Strom kann ich selber verbrauchen. Mhm. Also okay. Die zwei haben natürlich etwas miteinander zu tun, sind natürlich nicht das Gleiche. Genau, genau. Und jetzt sieht man, also das wären jetzt die 40%, die sind übrig. So, und das sucht man natürlich jetzt auch in der Zukunft, was könnte man mit diesen 40% noch machen? Wasser aufheizen zum Beispiel, aber wir wollen ja erstmal beim Speicher bleiben. So, das bedeutet auch, und wir werden auch immer wieder gefragt, das ist ja die ehrliche Rechnung, wie viele Verluste hat so eine Anlage? Das kommt immer wieder. Also ich sage immer, man muss ein bisschen was opfern, um die Sonne in den Tank zu packen und dann bei Nacht oder bei Wolken verbrauchen zu können. Und das ist nicht kostenlos. Also etwa, ich schreibe es mal ganz klein, 330 Kilowattstunden im Jahr sind weg. Die braucht der Speicher an Energie. Also wenn man jetzt